Willkommen zu einem neuen Wheel of Valor Livestream mit Marc Rumpel der Pumpe. Wir sind wieder back am Start. Heute als 1.07 Boss und wir werden heute, ich glaube, unsere ersten Waffeln verkaufen. Oh, schau mal. Sie lieben frische Waffeln? Auch? Kommen Sie, sie klein geschrieben, jetzt bei Postleitzahl 7014 vorbei? Warte, funktioniert das auch? Was? PLZ oder P? Was? 7014? Er zeigt aber die falsche an, ne? Oder was jetzt? 7040. Nee, da zeigt ihr einfach komplett falsch an. Das ist auch nicht schlecht. Aber ja, wir sind ja bei doch 7014, ist richtig. Weil ich sehe ja, wo es ist. Ja gut, der führt dich aber wo ganz wo falsch hin. Na super, das ist ja toll. Und ja, wir werden heute auf jeden Fall gucken, wie, wo, was wir daran Geld verdienen können. Und ich habe auch schon einen Kunden, den werden wir heute mal anrufen. Und ich hoffe, euch geht's gut. By the way, wer es noch nicht wusste, wuppelt gerne in meinen Shop vorbei. Merch-Shop. Da gibt es den besten Merch-US. Also schaut mal rein. Kleine Werbung am Rande und lasst schon mal ein Like und ein Abo kostenlos da, kostet mich nichts. Das kostet nichts, Abo da lassen. Wichtig und richtig. So. Oder hier, zack, zack, zack. Ich hoffe, euch geht's gut, lieber Chat. Wie läuft's bei euch? Wie läuft's im Chat? Läuft doch alles richtig. Hoffentlich. Hoffentlich läuft alles. Oh, schau. Am Motorrad. Ich wollte mir auch noch mal eins kaufen. So eine richtige Straßenmaschine, das mich schön hinlegt. Das wäre natürlich nice. So, gehen wir mal einen Funk rein. Checken wir mal ab, wer da ist. Und ich muss mal meine Sachen loswerden, fällt mir gerade ein. Check, check. Das ist der Sound auf die Spinde. Ja, check, check, check. Wie geht's? So. Ja, gut, dir? Soweit. Machen wir mal Ding an hier. Die Liste. Schau mal, wer alles da ist. Ach, Ryan ist auch mal da. Schön. Da sind ja wieder ein paar Leutchen. Gut, ich brauche aber... Warte, meine G17 nehme ich mit. Ich glaube, ich nehme meine G18 wieder von unten mit. Die habe ich ja, glaube ich, ins Ding reingeschallert. Rein in den Bunker. Wobei, hat nicht Freddy die... Freddy hat die doch eingetauscht, gell? Da muss ich gucken, ob ich die jemals wiederfinde, wenn Freddy die eingetauscht hat. Ich habe sie ja letztes Mal in die Hand gedrückt, ne? Oder... Nee, wait. Ich glaube, ich habe die hinten hingelegt. 100 Pro. Ich glaube, Freddy hat die... Dann gucken wir mal kurz rein. Ja, da ist sie, Glock 18. Schön, rein damit. Habe ich sonst irgendwas, was ich schnell weglegen könnte? Also es war nicht alles rot. Smaragd, Silber, die abgelaufene Thunfischspitze haben wir hier. Nö, passt eigentlich. Bin zufrieden, super. Das freut mich. Zünziges Ohr von einer Sekunde steht hier. Kannst du mal auf Mount Chiliad fahren und welchen Streamer? Streamer auf eurem Server. Boah, wir haben, wen haben wir denn bei uns da streamt? Andel streamt da drauf, dann Marius hat Ding zum Streamen, Dario, Schandl, wer noch? Streamt noch auf dem Server, oder wer kann ja noch auf dem Server streamen? Rein theoretisch auch Butti, aber der ist jetzt gerade nicht auf dem Server drauf. Ich weiß auch nicht, ob er sich dafür noch interessiert. Ich glaube, der ist nicht mehr so ein RP-Spieler wie früher. Und sonst, habe ich irgendwie einen wichtigen noch vergessen? Jetzt habe ich nicht geguckt, ob wir Essen unten drin haben. Egal, ich besorge mir so. Ich überlege, ob wir wen vergessen haben. Hm. Oh, bitte sag, ich habe jetzt niemanden vergessen, der hier drauf streamt. Nee, ich glaube, das waren alle. Die Erze, ich muss die mal loswerden, ne? Habe ich... Ah, nee, die Erze, die da drin war, die hätte ich noch verarbeiten können, ne? Egal. Egal! So, ich gehe mal den Smaragd verkaufen, glaube ich. Ich fahre mal rauf, ne? Zum Smaragd kann ich, glaube ich, beim Ding oben verkaufen, ne? Ja, komm. Und dann habe ich jetzt mal ein paar Waffeleisen wegbekommen. Weil ich habe ja schon meinen Kunden, den ich heute anrufen werde. Nico, danke für den Euro. Rewe, danke für den Euro. Engels Live 2003, danke fürs CP werden. Zusätzliches Ohr haben wir ja vorgelesen. Lion ist gewippt. Benedikt ist gewippt. Lena vor 2 Tagen gewippt. Ja, auch nicht schlecht. Lucifer Morningstar, mal wieder zu spät. Geil, Stream, Dankeschön, Lucifer. Schön, dass du auch dabei bist. So, ja, ich verscherbe mal ein paar Sachen. So machen wir das. Und ich hoffe sehr, dass ich nicht beim PD vor der Ding stehe, ne? Vor der. Ihr wisst schon. Weil ich ja letztes Mal. Witzig, wie Freddy eine Geißel genommen hat und ich da dabei war, war volle Kanone. Aber das wär's doch. So, dann rufe ich aber mal meinen Kunden an. Oh, schau mal, ich habe ein Match bekommen. Mit Wolfgang Friedhofen. Happy Feet fragt, wie ich einen blauen Haken bekommen habe. Das ist auch nicht schlecht.
Ja, und er fragt mich gleich, wie haben Sie den blauen Haken für Mark der Echte bekommen? Weil ich der Echte bin. Mark der Echte, blauen Haken und kein Profilbild, wer kennt's nicht. Nee, ich rufe mal kurz den Kunden an. Habe ich die Nummer noch? Wer war denn das nochmal? Tyrone war das, ne? Ja, oder was? Tyrone, ich glaube. Rufen wir mal an. Das ist der Sound of the Spiel. Merritt, hallo? Hallo, wer? Tyrone, Merritt. Ach so, ich hab nur Tyrone eingespeichert. Ah, okay, sorry. Haben wir uns nicht vor ein paar Tagen getroffen auf der Autobahn? Ich war der mit der... Mit dieser... mit dem Motorrad war ich. So eine KTM, weißt du noch? Keine Ahnung, ich kenne viele Leute mit KTM. Hast du nicht beim Autohaus gefragt wegen meiner Nummer? Autohaus? Nee. Oder nee, bei Mechanikern. Bei Mechanikern, ja, genau. Ach, der Katrin. Ja, genau. Ja, Bruder, was geht? Was geht? Brauchst du noch was? Weil ich habe gesagt, ich kann was besorgen. Ja, Bruder, schlechtes Timing. Gerade bin ich ausgesorgt, Digi. Och nee, ich habe gedacht, ich rufe dich an. Aber Bruder, ich habe gerade was reinbekommen. Mann. Oh, Mann. Okay, einen Tag früher und ich hätte gekauft, Digi. Ja, einen Tag früher. Gut. Ja, sonst rufst du mich an, wenn du was brauchst. Einfach ja, Digi, melden. Aber wo kriege ich die so? Weil, falls doch irgendwie abgenommen wird oder sowas. Ja, rufst mich an, wenn du was brauchst. Ja, wie kann ich dich einspeichern? Katrin einfach? Oder? Ja, speichere mir das Katrin ein, ja. Okay, ist nicht schlecht. Perfekt. Ja. Okay, top. Ich danke, man sieht sich. Jawohl, man sieht sich. Easy. Ciao. Ciao. Ah, der hat schon gekauft, oder? Wo hat ne? Ja? Was mit unserem Weingedöns im Haus? Brennt. Das brennt? Ja. Ja, Feuerwehr rufen. Ja, die sind schon unterwegs, also ich komme da noch. Alles klar. Da gucke ich aber mal, ob jemand an Tyrone verkauft hat. Ja? Hast du gleich mal eine Minute für mich? Ich habe ein Problem. Ich bin gerade Richtung Palito hoch. Brauchst du mich drüben? Nein, ich kann dich auch einfach anrufen. Jawohl, sonst ruf schnell durch. Okay, das wird lustig. Ja, da muss ich mal gucken, wer er verkauft hat an Tyrone. Wer war denn das? Weil er hat gesagt, er weiß nicht, wo man sind. Oh mein Gott! Alter, war das gerade laut! Hallo? Hallo? Alter, ich bin gerade an so einer Ding vorbeigefahren, an so einem. Ah, egal, ich habe gerade Herzinfarkt bekommen. Oh Gott. Ich war gerade irgendwas vor mir. Wir haben folgendes Problem. Ja? Wir können nicht mehr weiter ankaufen. Ja, warum Geld nicht? Ja, wir haben kein Geld mehr zum Einkaufen. Das Geld fehlt. Ja, ja. Wir haben unten einen Warenwert von knapp 1 Million. Ja, aber hat irgendjemand das Geld rausgenommen aus der Filmkasse oder was? Nein, das Problem ist, wir strecken das ja vor. Und wir können nicht mehr vorstrecken. Du meinst Vorstrecken für was? Für was Vorstrecken? Für Kusch und so. Ja, aber dann. Du meinst, dass wir es wieder bar ausgeben können oder was? Wenn wir ankaufen? Richtig, weil wir haben. Weil ich soll ja warten bis zu 50 Dollar unter Bestpreis. Problem ist, so lange können wir nichts mehr ankaufen. Weil wir alle kein Geld mehr haben. Wie schaut's aus mit Waffeverkauf? Da habe ich ja gar nichts mehr zu tun. Ich bin ja bei Wäsche und so. Ja, aber hast du, also das sollte doch eigentlich Geld einbringen. Das sollte doch eigentlich in die Firmenkasse gehen. Ja, wir müssen ja erst an Vorkasse gehen. Wir als Leute gehen als in Vorkasse, weißt du? Ach so, ihr privat, also nicht aus der Firmenkasse. Ja. Okay, verstehe. Hm. Und ich hatte dann jetzt vorgeschlagen gehabt, aber das ist anscheinend nicht so gut, weil wir jetzt erstmal verkaufen bei Doppelgrün, damit wir eben unsere Kunden nicht verlieren. Ja, verstehe. Aber wir müssen da irgendwie eine Lösung finden. Puh, das ist jetzt... Ich kann keine Werbung schalten. Ja, verstehe. Sonst im schlimmsten Fall, ich weiß nicht, hast du ja abgekauft, ne? Wenn wir das jetzt verkaufen wegen dem Bestpreis, dann wie viel Einbußen haben wir da? Oder gehen wir da ins Minus?
so oder so würden wir Gewinn machen, selbst wenn es so $70 sind. Ja, aber warum verkaufst du nicht einfach? Sonst verkauf mal einen Teil davon, weißt du, was ich meine? So verkaufst du mal 50% von den Sachen. Und den Rest kannst du dann später machen. Naja, Wein sagte, wir sollen noch nicht verkaufen. Erst. Okay, gut. Ja. Wein meinte dann für, $50 unter Bestpreis. Bis der Bestpreis dann mal kommt, weißt du? Ja, das ist ja das. Also, es ist halt problematisch. Deswegen habe ich halt in der Führung geschrieben. Ich kann. Warte, schon wieder aufgelegt. Ich darf das echt nicht drücken hier. Sorry, mein Fehler. Ich habe dann auch geschrieben, ja. Ich respektiere seine Entscheidung, aber ich habe einfach Bedenken, dass unsere Kunden dann sich wieder andere Leute suchen, weißt du? Das ist das Problem. Oder woanders hingehen. Pass mal auf, ich kann sonst mal gucken, was in der Firmenkasse drin ist, dann leihen wir uns das schnell aus, du schreibst das auf, wie viel aus der Firmenkasse fehlt und dann tust du es wieder rein. Sag ich jetzt mal beispielsweise, da ich bei mir im Spind einen gewissen Geldsatz von der Firmenkasse reinlege, da ich dann zur Not was immer noch einkaufen kann, weißt du? Ja. Sonst, das ist ja so meine Idee. Ich fahre sonst mal rüber und schaue, wie viel in der Firmenkasse drin liegt, weil ich sehe das gerade nicht. Ja, wir sind jetzt gleich auch da. Wir wollten jetzt gleich eine Bank machen. Ich weiß nicht, ob du Bock drauf hast. Ich bin auf alles dabei. Ich bin auf alles eingestellt heute. Haben Sie Frage? Ich wollte gerade meinen Smaragd verkaufen. Ich dachte, den kann ich beim Ding verkaufen, aber... Den musst du zum Rohstoffhändler runter. Alter, ist das nervig. Okay, weiß ich Bescheid. Aber musst du vorsichtig sein, da wirst du gerne hops genommen. Nee, ich lagere es da mal ein. Wenn ihr eine Bank angeht, müssen wir das eh gut planen. Wir haben eben, also Kaufmann und ich haben eben eine kleine gemacht. Okay, ja. Ey, aber ganz ehrlich, ich hab ja einmal eine Bank gemacht, ne? Da haben alle reingeschissen, was das Bohren betrifft. Ja, aber pass auf. Wir haben jetzt eben eine kleine Bank gemacht. Wir hatten nur einen Laptop dabei und haben 67.000 gemacht. Ja, wenn du denkst, wir haben letztes Mal eine gemacht, hatten wir da 160 oder was hatten wir da, 200k? Ja. Weil niemand den Bohrer aufbekommen hat. Ja. Wir müssen so Bohr-Adventure machen, mal die Leute zu bohren bringen. Nee, aber Ryan meinte, nächstes Mal bohrt er, wenn das so weitergeht, dass keiner bohren kann. Edi meinte das ja. Ach nee, Edi war das. Ach, Ryan, ja. War Ryan da nicht dabei? Nein, der hat doch gesagt, ach, der stimmt, macht erst eine mit dem P1. Mein Gott, stimmt, der war ja. Mein Gott, stimmt, da wollten wir ihn ja mitnehmen und er sagt noch, er will auf dem P1 sparen, bis er damit einen Raub machen kann, der Bree. Aber jetzt hat er ja einen P1, das kann er mitmachen. Ich wollte gerade sagen, er hätte halt. Ja, aber wie gesagt, im Großen und Ganzen, die Idee an sich schon ist nicht schlecht mit dem Warten, aber wenn wir jetzt keine Werbung machen und so, dann ist es genauso kritisch. Ne? Nee, ich verstehe. Ich komme mal rüber. Wir sind gerade noch am Schmelzen, weil wir wollten jetzt nicht an unseren Rohmaterial gehen, sondern versuchen, das alles selber herzustellen. Okay. Sonst treffen wir uns doch einfach so in 5 Minuten am Anwesen. In wie vielen Minuten? In 10? So 15 Minuten, wie es dir passt. Okay. Ich muss noch gerade schmelzen. Ich habe ein Problem. Was denn? Hinter mir ist, glaube ich, Border Patrol oder so. Die fahren hinterher. Ich muss die loswerden. Hast du irgendwas? Ich habe eine Glock 18 dabei. Ich habe eine 18er Glock. Oh, der verfolgt mich. Dann gibt's einen Funk durch. Jason hat einen Raptor. Nee, ich glaube, ich komme weg. Ich glaube, ich bin schneller, Sir. Dann hoffen wir doch mal. Oh shit, da waren zwei Cops. Die drehen gleich. Oh no. Wie gesagt, gib einen Funk durch. Dann helfen wir dir. Pass auf dich auf, dann sag ich bis gerade, ich geb den Funk durch. Jawohl, ich bin gerade irgendwie einen Scheiß gefahren. Marc braucht Hilfe. Was? Hat Cops hinter sich und eine Border Patrol. Ich dachte, das wäre ein Weg zum Hochfahren, ich fahr einfach Vollgas rauf. Da ist ein wieder Weg. Ne, ich glaube, ich bin sie losgeworden, ich glaube. Ich fahr schon Richtung Anwesen. Ich hab grad zwei Cops und ein, eine Border Patrol nicht mehr gehabt, aber alles gut. Noch. Also brauchst du keine Hilfe. Eieiei. Ich
hoffe, der fährt hier nicht lang, ne? Dann bin ich richtig gar. Ich habe nicht mehr so viel Tank. Kurze Frage. Ja. Nationalbank, brauchen wir da zwei Termine oder drei? Letztes Mal haben wir, glaube ich, drei mitgenommen. Es waren drei Türen, glaube ich. Oder? Oder wie viel waren es denn letztes Mal? Beim letzten Mal erinnere ich mich leider nicht mehr dran, deswegen frage ich. Oh, schnell verstecken mit dem Ding. Ah, geil. Oh, das war schlimm. Das war richtig schlimm. Ey, ich hatte nicht mal den Glock 18er dabei, den ich komplett auseinanderpflücken können. Hätte ich noch irgendwas dabei gehabt dafür? Nee, nur die, ne? Super. Ey, der hätte mich jetzt richtig zerpflücken können. Ich war kurz in die Mechanik an, weil mein Auto ist komplett kaputt. Da drin hat es gebrannt anscheinend, das sieht aber schon wieder gut aus. Alter, hier, die Kartoffel 1,53 Euro auf einen guten Stream, vielen Dank. Ich gehe jetzt aber nicht in den Geheimgang rein, weil weiß ja nicht, ob da Leute gerade sind. Wo ist da? Sind noch da? Bitte, wo sind die denn? Was machen die denn? Aha. Die sind ja rausgefahren, ne? Einer steht hier noch drin, ohne was. Gut, ich glaube, der ist nicht im Haus, ne? Ich geh mal kurz runter. Also ich höre auch niemanden im Haus, mal schneller rein. Zack, zack. Den Fahrstuhl benutzen und runter da. Runter in den Bunker. Dann hole ich mir mal was. Also dann heißt das, wir machen heute nochmal eine große Back. Ich hoffe dieses Mal richtig. Ich will heute auch mal bohren probieren. Und so schauen wir mal die Preise. Wie sehen die aus? Also er meint... Ah, hier, die Preise sind gerade echt nicht gut, ne? Minus 124 Dollar. Stimmt, das habt ihr noch gar nicht gesehen, den Preis hier, oder? Habt ihr schon gesehen? Wir sehen halt genau, was unsere 1 zu 7 Preise sind. Blue Dream ist bei 57 plus, aber halt nicht plus plus, ne? Also, wenn es plus plus ist, in 20 Minuten wäre geil. So, gucken wir mal. Ich will mir mal selber eine Waffe herstellen. Ich habe mir bis jetzt noch keine Waffe hergestellt, Leute. Dann werden wir das gleich machen. Lion, zu spät habt ihr lieb. Dankeschön, Lion, dass du auch wieder dabei bist. Der Lukas Stahl ist dabei. Darf Freddy nicht mehr streamen oder möchte er nicht? Freddy hat noch nicht einmal auf RLO gestreamt. Nicht einmal. Also was heißt hier, darf wieder nicht oder was? Hä? Weil er schreibt hier, nicht mehr streamen. Er hat noch nie auf RLO gestreamt. Nicht ein einziges Mal. Weiß nicht, ob du das irgendwie im Schädel hast, dass er schon mal gestreamt hat auf RLO. Also hat er halt nicht. Dann hat er never. So, ich will mir aber mal gucken, was brauche ich denn? Also, ich brauche... Was nehme ich denn heute mit in die Bank? Wir können uns was aussuchen. Wir könnten uns tatsächlich mal, wisst ihr, was ich geil finden würde? Wo ist die denn? Nee. Wo ist die Waffe, die ich gerne hätte? Die M16 wäre geil, ne? Boah. M16 mit Aufsätze wäre schon geil. Oder eine SCAR MK2 wäre heftig. MK2 Frame. Wir bräuchten... M16 Frame, langer Laufgriff aus Plastik und Waffenteile. Plastik habe ich jetzt nicht dabei, das kann ich mir erholen. Könnte mir wenigstens... Ich schau mal hier, was brauche ich denn in der Werkbank? Also, sonstiges. Hier, verstärkter Lauf brauchen wir nicht, wir brauchen langer Lauf, ne? Mündungen. Ah, nee, das gibt's hier drüben, ich bin so ein Trottel. Hier muss ich hin. Teile. Langer Lauf, stell ich mal her. Brauchen wir viermal... Nee, dreimal Eisen, ich habe vier dabei. Hab ein bisschen wenig dabei, ne? Waffenteile. Oh, das habe ich. Eisen 3. Ich brauche ein bisschen mehr Eisen. Ich nehme mal ein bisschen Eisen dann raus. So, herstellen. Einmal einen langen Lauf. So, zack. Dann hole ich mir mal Plastik und ich hole mir noch ein bisschen Metall aus dem Dings raus. Das darf ich mir ja wohl nehmen als Bosseller-Boss. Und ich brauche unbedingt was zu essen, so langsam. Ich schrecke hier gleich ab im Keller. Also, schauen wir mal. Jetzt gucken wir mal hier. Oh, schau, M16 haben sie schon gecraftet. Ich will meine eigene heute herstellen. Ich will heute die eigene herstellen. So, dann nehme ich ein bisschen Plastik mit. Ich sag mal 5 Stück oder ich nehme mal 10 Stück Plastik. Das, was übrig bleibt, tue ich wieder zurück. Und Eisen nehme ich nochmal 10 Stück mit. Oder so ist irgendwas. Aluminium, Silber, nichts. Gut.
Wir müssten mal einen Tag machen, wo wir nur Waffen herstellen. Das wäre richtig nice. Einfach einen ganzen Kasten voll mit Glocks, alles voll machen mit M16. So, jetzt Waffenteile baue ich jetzt noch. Dann einmal herstellen. Dann brauchen wir den Plastikgriff. Den können wir uns easy herstellen. Plastikgriff einmal herstellen. Yes. Und dann brauche ich noch den Frame. Das Gehäuse brauche ich. Und zwar habe ich gesagt, das M16-Gehäuse, ne? Ich habe viermal. Ne, kann ich das herstellen? Viermal braucht er. Ich habe 7. Eisen 8. Passt. Dann sollte ich das perfekt ausgehen, eigentlich, ne? Kann sogar ein bisschen was zurücklegen. Bisschen Eisen. Und dann könnten wir uns jetzt unsere eigene M16 herstellen, Leute. Gehen wir mal hin. Also, Sturmgewehre. M16. Zack, seht ihr, jetzt haben wir alles aufgelistet. Herstellen. Und jetzt craften wir uns die. Sollten wir sie gleich haben. Ja, damals M16. Ist da. 3,4 Kilo. Das Ding. Packen wir es mal aus. Ei, geil. Aber da machen wir jetzt ein paar Aufsätze drauf, oder? Würde ich mal sagen. Ein paar Aufsätzchen. Was können wir denn machen? Ich würde sagen, Schalldämpfer groß. Brauchen wir Eisen für. Erweitertes Magazin könnte ich mir schon machen. Ah, erweitertes Ding brauchen wir. Hier, das hier brauchen wir. Rifle Mag brauchen wir. MG. Das ist ein MG Mag. Da brauchen wir das nehme ich auf jeden Fall mal herstellen. Dann brauchen wir noch, was können wir noch? Ein Scope wäre noch geil. Weiß nicht, ob das da drauf passt. Mal ein erweitertes Mag. Oh nee, die ist nicht kompatibel mit einem erweiterten Magazin. Ich hoffe, Mann, was machst du? Oh nee, warum nicht? Tops kaufen. Schau mal, Magazin, ja. Welches brauche ich denn dafür? Oder hat die keins? Ich glaube, die hat keins dann. Die hat kein erweitertes Magazin. Okay, das ist jetzt sad. Ich habe gedacht, ich kann dann weiter das draufschallern. Gut, dann lager ich mach das Magazin hier ein, falls wir das noch später brauchen. So, Magazin. Guck mal, erweitertes Mag. Ja. So, ich tu mal ausprobieren. Was passt denn drauf? Scope M. Ich probiere mal, ob das drauf passt. Nee, das passt nicht drauf. Ich muss halt echt mal drauf kommen, wo was auf welche Waffe passt. Kann ich das nicht sehen eigentlich hier? Fallen lassen, kopiere Seriennummer? Nee. Nee. Scope M, Drum Magazin, Griff, Plastik. Schalldämpfer klein, eigentlich wenigstens Schalldämpfer groß müsste ich ausgehen, wenn wir den hier irgendwo hätten. Ich glaube, muss ich selber herrschen, ich glaube, den haben wir hier nicht drin, ne? Großer Schalldämpfer, nee, haben wir nicht. Thermit haben wir drin. Scope L, geht sich Scope L aus? Oder ist das, glaube ich, nur für... Nee, das ist nur für fette Gewehre. Das ist es nicht. Erweitertes MG-Mag. Nee, langer Lauf. Verstärkter Lauf, kann ich mal probieren. Vielleicht... Ist auch nicht kompatibel. Sag mal, was kann die Waffe überhaupt, die ich da habe? Die ist ja voll kacke. Ich kann nichts draufbauen. Scope S vielleicht? Geht auch nicht. Muss doch irgendwas geben, was ich hier draufschmeißen kann, oder? Nee. Aber mich wundert, dass das erweiterte Magazin da nicht draufballert. Das müsste eigentlich funktionieren. Auf der Waffe. Erweitertes Rifle Mag. Ich könnte mal SMG Mag, ob das geht, aber ich glaube auch nicht. Macht ja gar keinen Sinn, wenn das funktionieren würde. Erweitertes Pistolenmagazin auch nicht. Verstärkter Lauf geht nicht. Schalldämpfer klein kann man probieren, aber ich glaube, das Einzige, was ich da drauf kriege, ist ein großer Schalldämpfer, aber da ist keiner. Also ich weiß nicht, seht ihr hier irgendwo einen großen Schalli? Ich glaube, Eisen brauchen wir für, ne? Für einen Schalldämpfer. Ich nehme sonst mal 5 Eisen mit und ein bisschen Kunststoff. Ich habe keine Ahnung, ich glaube, Eisen und Kunststoff brauchen wir. Ich schau mal rüber, weil einen großen Schalldämpfer wäre schon wenigstens was Cooles. Aber ey, dass die Waffe echt keine Aufsätze hat. Ich dachte, ich kann die voll machen, aber die M4 kann ich voll machen, das weiß ich. Aber ohne Aufsätze wird die sich auch nicht so geil verkaufen. Gehäuseteile. Nee. Muss ich mal fragen, ob die wissen. Schalldämpfer groß. So, da brauche ich nur Eisen. Perfekt. 5-mal. Also wenn der sich nicht ausgeweisen nicht. Und vielleicht der taktische Grip könnte funktionieren. Und Scope M. Nee, Thermalvisier.
So, Schalldämpfer muss aber drauf gehen. Ah, der geht ja. Immer, immer was gefunden. Ein Schalli, der da drauf passt. Guck mal. Etwas. Eine Sache gefunden. Jetzt die Frage, haben wir Licht, was wir drauf tun können? Weil ich finde, die M16 ja ist ein geiles Gewehr eigentlich, ne? Das ist schon geil. Es könnte sein, dass da ein Drum-Mag sich ausgeht. Stimmt, ein Drum-Magazin könnte sein. Weil irgendwas muss die können. Wenn das Erweiterte nicht geht, müsste das Rifle-Drum-Mag. Komm, wir probieren es mal aus. Nee, geht nicht. Das geht auch nicht. SMG-Drum-Mag. Nee, das kann nicht sein. Erweitertes Pistolen-Magazin, wenn das klappt. Nee. Vielleicht bin ich auch zu lost. Also Drum-Mag geht auch nicht, weil das ist das Shotgun-Drum-Mag. Ich verstehe auch nicht, dass der verstärkte Lauf nicht geht, weil das ist doch eine perfekte Waffe dafür. Ein Barrel-Slot ist schon... Achso, das ist, weil ich jetzt die Dinge vorne drin habe. Ja, weiß schon. Dann geht der verstärkte Lauf nicht. SMG-Drum-Mag wird auch nicht funktionieren, ne? Nee. Oder wisst ihr, was sein könnte? Ist das vielleicht als das ist die MG... Gibt's ein MG-Ding? Bin im Keller. Na, ist schon runter. Servus. Hallo. Wie findest du mein Outfit? Oh ja, das ist es. Ich hab ne Idee. Lass uns doch mit den Dingern eine Bank machen. Das ist doch mal richtig lustig. Ey, sag mal, kann das sein, dass auf die M16 relativ wenig Aufsätze drauf passen? Habe ich tatsächlich nicht ausgetestet, weil ich bei Ivan im Ankaufsteam bin. Okay. Dachte, das habe ich schon ausprobiert, weil ich krieg da kaum Aufsätze drauf. Ich habe jetzt gerade mal einen Schalldämpfer drauf bekommen. Marc, soll ich hier mal was geben? Ja, zeig mal. Ich muss jetzt mal spielen. Ich mag ja die M16 sehr, aber wenn da nichts drauf geht, ist blöd, weil ich kann nicht mal ein erweitertes Mag draufballern. Das ist shit. Das wäre schon geil. Weißt du, was die für Muni braucht? Ich kann das mal gucken. Du brauchst die... Ah, Munitionstyp, die 556er brauche ich. Mhm. Da, die hier. Jetzt mal 100 Stück mit. 200. Steckst du mal die? Ja, wenn ich nur Platz habe. Ja, dafür hast du noch Platz. Eine AUG MK2, ja. Ist da was? Ist die voll? Die ist voll, Fool. Du musst nur Munition, glaube ich, noch holen für. Ja, die haben wir gespinnt. Krass. Ist die gut? Ich probier so am Schießstand aus. Ja, nicht, dass die Cops kommen, das hören. Probier's mal. Brauchst du Munition? Ich glaube, ich hab. 556er. Hol doch mal aus, welche wir mitnehmen. Also eins werde ich mir merken, die M16 braucht mehr Aufsätze. Probieren wir die mal aus. Wir müssen echt mal gucken, was die beste Waffe ist, weil es gibt jetzt sehr viele neue Auswahlmöglichkeiten. Boah, die sprayt aber ganz schön, du. Ja, aber ich finde es trotzdem nicht schlecht, ey. Und mal probieren die andere. Also ich muss sagen, im 16 gefällt mir besser vom Schießen, ja. Die Aussehen finde ich die MK2 schon wild. Aber nee, die sprayt mir viel zu viel. Die ist zwar geil so, aber vom Sprayen her, die geht mir irgendwo hin. Okay, ich habe schon gesagt, da musst du schon gucken, wie du dann schießt, ne? Ja, klar. Ey, hast du was zu essen dabei? Ich verhungere hier gleich. Nee, aber bestimmt Heinrich. Hast du was? Tatsächlich noch Boah. Ein Sandwich. Ey, danke. Ich gehe mir da gleich was einkaufen. Ey, aber eins muss ich sagen, die M16, die ist heftig gut, was das betrifft, ne? Ja, die AUG, die verzieht ein bisschen. Ja, das ist nicht so meins. Kannst du gerne wieder haben, die AUG, ne? Ja, gerne. Dann gebe ich dir die gleich wieder zurück, warte. So. Dann bleibe ich bei der M16. Das ist eigentlich ganz geil vom Aussehen her. Die G36C. Oder das schon. Die G36, die verzieht auch ein bisschen in alle Richtungen. Hey, aber schau mal, die M16, die zieht halt gar nicht. Die ist straight on point gefühlt. Also schon ein bisschen, aber halt nicht so extrem, ne? Dann sollten wir überlegen, ob man den Preis dann nicht was höher machen, wenn die so krass ist.
Naja, der einzige Unterschied ist jetzt gerade, ich kann hier kein erweitertes Mac oder sowas draufballern. Da müssen wir gucken, ob wir noch was finden und was wir draufschmeißen. Müsstest du mal gucken, ob die nicht schon vielleicht drauf ist, weil das hatte ich nämlich auch schon mal bei meiner Glock. Nee, da ist nur ein großer Schalldämpfer drauf. Ich habe die, ja, hab die ja neu gemacht, ich habe die ja frisch hergestellt gerade. Dann, warte mal, was brauchst du denn? Dann müsstest du ja... Eigentlich Rifle Mac erweitert das, aber das passt nicht drauf. Da sagt er, da kriege ich das nicht rein in das Ding. Die will nicht, okay. Das klippt nicht rein. Vielleicht ist das so eine, die will nicht. Die ist ein bisschen komisch. Ja, das kann sein. Der hat da keinen Bock drauf. Weißt du, was auch geil wäre? Waffentarnung wäre mal geil zum draufballern. Ja, stimmt. Dann hätte ich keine pinke Waffe, Mann. Trau ich dir zu. Ey, das könnte ich mal ausprobieren, ob es funktioniert. Soll ich mir mal eine pinke Waffe herstellen? Ich meine, das kann zwar nur ich, aber... Aber was schauen wir, wenn wir jetzt gucken. Das ist hier. Das muss ja drüben sein, ne? Das ist ja, wenn es dann zufällig das erweiterte MG-Mag ist. Erweiterte MG, glaubst du? Das kann ich tatsächlich nicht. Sogar sein, weil das weil Mac. Oh, da. Das wär's, ja. Ey, wenn es das ist, wär super. Nur Mac. Könnte es auch sein. Ich weiß es nicht. Schießt da jemand ohne Schalldämpfer oder hört sich das nur so an? Ja, am besten mit Schalldämpfer am Schießstand. Sonst kommen sie mich wieder hier hin. Dann haben wir gleich eine Razzia bei uns. Pass auf. Hast du gelesen, dass du uns da ein bisschen... Bitte? Wir haben uns ein bisschen Verdacht. Wie Verdacht? Dass das eventuell sogar das Trommelmagazin ist. Oder Führung. Das ist ein Drum-Mac. Haben wir den umgebracht? Anscheinend. Weiß ich nicht. Wen haben wir denn umgebracht? Ja, keine Ahnung. Sollen sie mal auf Mutmaß. Ach so. Aber eine blöde Frage, Marc. Ja. Wäre es möglich, dass wir auch noch wirklich irgendwie Waffeln verkaufen? Weil die Cops stehen nämlich dann auch unten am Tor und wollen Waffeln. Die Cops? Ja. Du musst dich gestern wegschicken. Oh, wir brauchen Waffeln, ja, da müssen wir irgendwelche backen oder so, weiß nicht. Ja, ich weiß nicht, ob man sowas kann. Pass mal auf, wir kaufen so ein Waffeleisen, wo wir dann ernsthaft Waffel herstellen, dass wenn die kommen, wir auch welche haben. Weil dann müssen wir sie mal wegschicken und sagen, wir haben leider keine. Ich hab jetzt gesagt, ja, wir haben keinen Teig mehr. Ich mach dann extra Werbung, wenn wir einen neuen Teig haben. Super. Ja, müssen wir schauen. Wir brauchen. Es wäre auf jeden Fall keine schlechte Idee. Dann stellen wir noch so einen kleinen Stand hin, weißt du so. Aber dann probiere ich mal, weil wir haben keins im Lager. Ich probiere mal das erweiterte MG-Merk, ob das Richtige ist. Aber ich glaube nicht. Das kann sein. Ja. Ich probiere es aber mal. Ja, schön, können wir es ja. Guten Tag. Guten Tag. Wir haben kein erweitertes MG-Merk hier drin, ne? Warte, vielleicht geht der Grip da drauf. Das wird auch mal nice. Ah, der Grip geht drauf. Super, ich habe was gefunden. Endlich ein Waffenteil. Ja, geil. Endlich ein Waffenteil, was auf das Ding drauf geht. Ich bin entzückt. Lampen haben wir keine, gell? Weil wir da dieses Board, glaube ich, brauchen. Müssen wir mal herstellen en masse, die Lampen. Stimmt. Ich glaube, dass die sich nicht rentiert haben, weil die Emulation auch verfügbar sind zu einem richtig günstigen Preis. Ach, die kann man dort kaufen. Kaufe die dort ein, ist auch kein Problem. Stimmt, die haben ja die Dinger. Okay, lass mich schauen. Ja, oh, warte, da gibt es ein weiteres MG-Mac. Ich probiere das mal aus. Nee, das ist es nicht. Geht auch nicht, super. Ja, dann können wir hier kein erweitertes Magazin draufballern, warum auch immer. Ist alles nicht kompatibel mit der Waffe. Das ist natürlich ein Upturner irgendwie. Was brauchst du, Magazin? Ich bin jetzt alle Magazine durchgegangen. Es passt halt wirklich kein erweitertes hier drauf, das ist so. Auch nicht das MG-Magazin? Nee, auch nicht, alle durchgegangen. So beschissen. Das ist... Das ist eigentlich Scheiße. Voll blöd eigentlich, ja. Egal, ich mag sie trotzdem, weil sie nicht so verzieht. So, Munition 95. Ich nehme mal ein bisschen Muni mit.
Ja, das hat aber nichts damit zu tun, dass was im Lager liegen könnte. Da guckt ja jeder drauf, da kann jeder drauf. Ja, das stimmt. Muss man eine große Munilieferung machen, ne? Gut, aber ich bin zufrieden mit der Waffe. Ich habe jetzt immer einen Aufsatz, guck mal, vorne. Dann sollte sie sogar noch weniger verziehen. Ich probiere sie nochmal aus. Ich mag die M16. Ist eine schöne Waffe, oder? Ist so eine schöne Waffe. Das sind MG-Mag, ja. Ja, die ist super. Alter, verzieht die. Er sagt dir, wie es ist, nimm eine M16. Ja, ich hab grad hier ein bisschen für Testzwecke die AK-12. Ey, aber deine ist ja übelst lau, im Gegensatz zu meiner. Ja, schon. Hör dir mal meine an. Ganz minimal. Meine hörst du kaum. Ich sag dir, die meine. M16 ist geil. Die ist wirklich geil. Das hört sich fast an wie normal. Ja, ich bleib bei der M16, ich glaube, da bin ich gut bedient. Mich auch mag das Schießen. Müsste mal probieren. Gut, dann habe ich meine Waffe, Leute. M16 wird heute geschossen. In der Bank. Und ich finde, die sieht ja wirklich badass aus. Guckt euch die Waffe an, wie die aussieht. Die ist schon geil. Gibt es zu, die ist geil. So, Vlog bei Nico. Wir sind lange wieder da. Hoffe, dir geht's gut. Mir geht's sehr gut. Ich hoffe, dir auch. Dankeschön. Tobias Hoppe mit 1,50. Danke dafür. Andy. Moin, mein Lieblingshundi. Ich feiere dich mega. Hab heute wieder im Shop bestellt. Grüße aus Luxemburg. Dankeschön. Ehre geht raus, lieber Andy. Danke und Grüße zurück nach Luxemburg. Die Katrin. Existiert eigentlich noch immer die Säcke mit Red Bull-Dosen bei dir? Los, nee. Nein, schon lange nicht mehr. Ein bisschen sortieren, weil das Eisen brauche ich ja nicht. Das habe ich gleich mal ins Lager gepackt. Marc? Ja? Dann gucken wir ins Lager, wie viel wir gestern eingekauft haben. Das hier? Ja. Jo. Dann siehst du, wie die Leute zu uns gerannt kommen sind. Ach du Kacke, wir haben einfach... What? Wir kommen richtig hart reingelaufen hier. Das Banane heißt, wir haben 1000 Stück? Ja. Die rennen dir die Bude zu hier. Okay, wir müssen unbedingt was machen. Wir müssen, wollen wir gleich mal nach oben gehen, schauen wegen Geld? Das war gestern wirklich nicht mehr feierlich. Das ist ja vielleicht keine dumme Idee. Dann komm mal, dann schauen wir schnell. Ich muss das oben gucken, wie viel wir haben, weil ich sehe das nur oben. Weil wir haben viel zu viel Zeug mittlerweile. Ja, das merke ich. Überleg mal, ich hatte gestern 250.000 und ihr habt jetzt nur noch 45.000. Puh, Alter. Die ich auf Konto hatte. Wir legen das ja auch immer in die Firmenkasse dann rein, oder? Insta. Ja, außer dann eben das, was übrig bleibt, das Plus, meinst du? Richtig. Mhm. Also der Plus, der kommt ja rein und das, was wir vorgesteckt haben, das nehmen wir ja dann zurück. Das ist jetzt aber blöd. Also irgendwie müssen wir da was finden, eine Lösung. Das ist ja das, wovon ich geredet habe, auch in der Führung. Im Mailverteiler. Das ist nur von gestern. Wäre mal cool, wenn ich das mal sehen könnte, ne? Ich sehe gerade nicht, wie viel Geld wir im Firmenkonto haben. Das ist natürlich super. Das ist ganz toll. Sonst gucken wir einfach mal im Tablet die Verkäufer, die Ankäufer an. Man sieht ja, wie die gut eingerannt haben. Auch mit Waschen und so. Waschen. Boah, Alter. Das ist schon Beträge da, ne? Das sind schon Beträge. Ankauf. Ist noch offen. Boah. Menge. Krass, alles drin steht hier. Waffenverkauf.
Vielleicht finden wir da unseren Brie. Nee, sehen wir nicht. P90, da, da, dort. Eine Draco, eine P90, Schalldämpfer, eine Glock 18er. Kunde, aber nichts. Das heißt, es ist ein Stunden Umlauf. Hm. Ist er schon auf der Kundenliste? Nee. Weißt du, was ich gerade suche? Den Brie, den wir angerufen haben, der meinte, er hat schon eine Waffe. Er wurde schon beliefert. Das heißt, das ist nicht von uns, dass er jetzt eine Waffe hat. Hat jemand den Spaß 12 gekauft für 40k mit Schalldämpfer? Gut, ich muss echt mal gucken, warum ich hier die Sachen nicht sehe, wie viel wir gerade auf dem Konto haben. Da müssen wir mal gucken. Ja, aber du siehst ja die Einkäufe, wie extrem die sind, ne? Das sehe ich, ja. Verkäufe. Aber wie viel Kohle brauchst du denn für weiter ankaufen? Ich kann mal probieren, wie viel wir auf dem Firmenkonto haben. Ich weiß es nicht. Ich weiß nicht, wie die Leute angerannt kommen. Reichen 100.000? Das erste? Ich glaube nicht. Ich glaube, das wäre ein Einkauf. Warte. Weil dann will ich das Geld in den Spind legen, weißt du? Pass auf, ich gebe dir 500.000. Die lege ich bei mir unten in den Spind. Und dann sagst du mir, wann du die, dann gibst du die mir aber persönlich später wieder zurück, die 500k. Dann zahle ich die später nochmal ein. Ja, die tue ich jetzt in den Spind anlegen unten bei mir, dass da keiner dran geht. Weil ich will die Kohle nicht auf dem Konto einzahlen, dann lege ich sie mir unten rein. Genau, legst sie unten rein. 500.000, wenn was ist, kaufst du an. Nur nicht vergessen, die 500k, weil du kannst das im Tablet aufschreiben, dass die noch fällig sind. Ich kann ja vermerken, dass ich 500k von dir bekommen habe von der Firmenkasse fürs Ankaufen. Genau. Und dass dann die nächste 500k von mir wieder zurück in die Firmenkasse laufen dann. Du gibst mir am besten persönlich, dass ich das sehe, dass das die 500.000 auch sind, du weißt. Bei Geld hört die Freundschaft auf, ne? Soll ich es dann im Mailverteiler gerade notieren? Ja, notierst ja. Und wie gesagt, gibst du es mir dann wieder zurück, dass ich weiß, dass die 500.000 auch wieder ankommen. Und, ja, safe. Dann passt das. Betrügen würde ich euch nicht. Na, das weiß ich. Nur das, dafür bin weil, ich schon zu lange da. Ich hab's dir halt gegeben. Ich bin dafür verantwortlich, wenn es fehlt, weißt du? Ich bin dann verantwortlich. Nee, weil ich kann's ja nicht sehen, wie viel Geld da gerade drin ist. Das müssen wir mal gucken. Ich sehe jetzt auch nicht, wie viel Geld wir jetzt derzeit drin haben. Das ist ja das Problem. Ich hab keine Ahnung. Ja, dann. Ja, das müssen wir nur machen halt, ne? Oh, warte, ich muss meine Waffe muss ich mal loswerden. Und die tue ich gerade irgendwo schnell rein. Das Schöne ist, man kann jetzt die Waffe hier reintun. Kann ich hier wieder reinstecken, ne? Zack. Dann kann man die Waffe trotzdem rausholen, wenn man drin ist. Das ging ja vorher nicht. Wir können die jetzt einfach rausholen, aber da hast du dauerhaft auf dem Rücken. Oh, ich habe das Plastik und so noch dabei. 50 Gramm. Ja gut, das kann ich später wegschmeißen. Passt schon. Aluminium habe ich jetzt auch dabei. Egal. Hätte ich eine Idee, wir machen eine Saugstaub-GmbH auf und fahren mit diesen Saugstaub-Dingern da drin. Lässt sich einfach benachrichtigen, wenn das Fahrzeug fertig ist. Also der hat das Fahrzeug jetzt, das wird gerade repariert, das sieht doch fast fertig aus, aber der labert jetzt. Verkaufe ich noch schnell meinen Stuff, Leute. Wobei, nee, warte, dann lasse ich doch lieber... Ah, wir brauchen unbedingt einen Spind oben. Ey, das nervt mich so hart, dass wir den Spind nicht oben haben. Muss jedes Mal runterlaufen zum Spind, weil jetzt habe ich was vergessen. Oder ich lagere das schnell hier. Kann ich das hier irgendwo... Ey, wir brauchen oben einen Spind. Da bin ich voll dabei, oder? Hier irgendwo hingehen, hier einen Spind rein, oder? Ey, sag mal, wär's denn eigentlich auch dafür, dass wir den Spind irgendwie oben hin machen? Wenigstens ja, ein. Ey, mich triggert das so hart. Jedes Mal, wenn ich muss immer runtergehen, meine Sachen einlagern. Ja, das wäre sehr gut. Kacke, da muss ich so weit nach hinten rennen. Jetzt muss ich meine Waffe wieder ablehnen, weil ich muss noch schnell was verkaufen, Leute. Das habe ich noch gar nicht gedacht jetzt. Und die kriege ich jetzt hier nicht rein. Ich muss jedes Mal bis nach hinten in den Spind rennen. Guck mal, was das für ein weiter Weg ist. Fahrstuhl runter, Spind rennen. Bin ich hier im Spind? Wir brauchen unbedingt oben auch nur einen. So, das macht mich echt mad sonst. So, dann lagere ich hier den Kunststoff, den tue ich da wieder gleich zurück. Ich habe ein Taschentuch dabei. Krass. Bin das ja. Gut, und dann den Rest, den nehme ich mit.
wäre da zum Ankaufen und Waschen. Ja. Ich muss dann nur kurz runter in den Spind. Ja, easy. Alles gut. Vorm Tor steht ein Kunde. Ich mach dann nebenbei den anderen. Wie viel hat der denn? Das weiß ich noch nicht, da habe ich noch nichts gefragt. Könnte ich das uns auch mal übernehmen, dass ich mal ins Tablet reinkomme? Ja, kannst du auch machen. Ich habe das nämlich noch nie gemacht jetzt. Jetzt würde ich das mal gerne ausprobieren. Aber dann gebe ich dir gerade das Geld dann dafür. Jawohl. Du hast gerade aus dem Spend. Dann mache ich meinen ersten Ankauf heute. Ich bin zufrieden. Ich mache heute meinen ersten Ankauf, Jungs und Mädels. Mir wurde gestern von Jesse gesagt, ich soll hierher kommen. Okay. Der Herr da drüben am Audi. Ach der? Am OB, ja. Ah, ich bin immer nur verwirrt. Guten Tag. Alles klar. Jesse hat gesagt, du sollst. Hallo. Weiß ich. Bitteschön. Jo, ich hätte da ein paar Päckchen vom grünen Tee und ein bisschen dreckige Wäsche, die müsste einmal durch die Maschine geworfen werden. Beides, alles klar. Wie viel denn? Genau. Moment, ich gucke jetzt einfach mal, ja. Ist es hinten drin? Nee, hier. Also ich hätte $48.777 Schwarzgeld. Mhm. Und ich hätte dann noch 158 Baggies mit ein paar Teesorten drin. Mhm, alles klar. Ja. Schauen wir gleich mal nach. Ey, ich muss so dringend essen. Hat irgendwer Essen dabei? Essen oder trinken? Ich noch nichts essen bei. Ey, ich klapp hier gleich um. Oh, das wäre super. Ich bring ja gleich zusammen. Dankeschön, das ist sehr lieb. Ich bin heute noch nicht dazugekommen, Essen zu kaufen, leider. Sad life, aber was ist das? Dankeschön, das ist sehr lieb. So, also ich schreibe das nochmal mit. Name von Ihnen? The Tyrell Grant. Waren Sie schon mal bei uns? Gestern, ja. Schauen wir mal Kundenliste. Herr Grant, kam mir Ivan und BMW sehr komisch vor. Bitte im Auge behalten. Okay. Alles klar. Schauen wir mal, ich muss echt mal reinkommen, ne? Rechner waschen, Rechner Ankauf. So, wie viel haben Sie noch mal dabei, dreckige Wäsche? Dreckige Wäsche wären 48.777. Alles klar, dann kommen wir auf eine Endsumme von 39.022, wenn das okay ist. Ja. Alles klar. Und sonst, wie viel ist nochmal Ihr Tee? Das sind 158 Päckchen. Von welcher Teesorte? Vom Banana Haze. Tee natürlich. Bitte bei der Kundenliste nachschauen bei Tyrell Grant. Da steht was hinter. Alles klar, wir sind bei 82, 160. Können wir das direkt mit den Waffeln verrechnen? Achso, wollen Sie dann was kaufen? Was brauchen Sie denn? Ja, ich hätte gern zwei Keramikpistolen, habe ich gestern gehört, Hamza. Können wir gleich mal? Ja, wären wir bei 10.000. Für eine oder für beide? Für beide. Ah ja, super. Aber ja, dann muss ich schauen, welche im Lager haben, ich glaube schon. Also zweimal Keramik. Okay, ja. Könnte ich dann doch direkt abziehen, ist kein Problem. Perfekt. Genau, mal kurz gucken. Gut. Ja, dann bräuchte ich bitte nur die Ware und dann machen wir das für Sie. Ist kein Problem. Ja, ja. Moment. Dankeschön. Jetzt habe ich nur einen bekommen. Das mit dem Rechnen ist schon geil, ne? Dann kriegen Sie hier noch den Tee, bitteschön. Ah, 148 war das jetzt, mhm.
eine Drachen. 50. Oh, Moment. Ja, da fehlt was. Da sind noch 10 Päckchen in der anderen Tasche. Mensch. Ah, super, dankeschön. Gut, dann bin ich gleich wieder bei Ihnen, gell? Ja, alles klar, ich warte hier. Jawohl, bis gleich. Eigentlich würde ich das fühlen, wenn die wieder hochfahren aufs Grundstück, ne? Aber für den Anfang, ich würde sagen, die grünen Kunden lassen wir bis nach oben fahren. Die gelben lassen wir unten. Ich habe jetzt das gerade gesehen, was ja am Tablet über den steht, direkt über den Namen, aber ich fand, der war jetzt eigentlich ganz okay. Naja, der war nur gestern ein bisschen sehr neugierig nach allem, was wir anbieten. Alles klar. Ja, der hat jetzt 2 Keramikpistolen, wollte er jetzt kaufen. Ja, ich mach die fertig, wir haben keine mehr im Lager. Jawohl, dann gehe ich waschen. Heute ist ja Business richtig am Boomen. Leute, das ist mein erstes Business-Ding. Mal eine kurze Frage, ist 3.0 eigentlich auf ESX aufgebaut oder QB? Bei heftigen Scripts habe ich noch nicht auf ESX gesehen. Er ist auf ESX tatsächlich, aber wir schreiben viele selber. Das Tablet ist, finde ich, eines der geilsten Sachen, die wir haben auf RLO. Das hat unser Developer geschrieben, der für das ganze Web-Zeugs zuständig ist. Der ist auch schon auf einer V2 unterwegs. Also wir bauen das Tablet sogar nochmal komplett um. Das Krasse ist bei unserem Tablet, ich kann es nochmal zeigen. Du kannst hier auch beim Rechner oder bei den Listen, du kannst deine eigenen Listen anlegen. Und das können die User selber machen. Und wir können als Admins da alles selber einstellen, was die Leute machen können. Also wir können hier die Listen und alles einstellen. Also das ist das krasseste Tablet, glaube ich, was es so gibt. Also finde ich halt. Weil es perfekt auf RLO zugeschnitten ist. Also wir haben das halt, unsere Ideen sind da eingeflossen, was wir gerne hätten. Und unser Dev hat das perfekt umgesetzt, wie wir das haben wollten. Allein dieser Rechner, was der schon Arbeit spart, ne? Ich muss gar nicht mehr denken. Ich gebe einfach ein und der rechnet das für mich aus. So, wie viel hatten wir da jetzt? 48,777. Zack, rein damit. Und schau mal, was ich noch als im Tablet einstellen muss dafür. Wir haben ja jetzt hier den Dings hier, muss ich mal gucken, Liste. Ankauf, Kundenliste, so. Dann Ankauf. Ich bin jetzt, zack, ich probiere es mal auf. Kunde. Wie ist unser Kunde nochmal? Kundenliste. Das war er, ne? Tyrell Grant war das. Das ist noch geil, wenn wir die Kundenliste hier aufpoppen könnten. Das werden wir auf jeden Fall mal machen. Der hat jetzt Banana Baggy. War das jetzt, ne? Und zwar eine Menge von, was haben wir da jetzt? Ja, was ist das für eine Menge? Ach so. Ach, verschiedene. Okay, verstehe schon. So, jetzt haben wir Banana Baggy bekommen. Und zwar, was waren das jetzt insgesamt? Banana Baggy 158 war das jetzt, ne? Wir jetzt hier 158 ein, zack, ist drin. Und das passt. Das war Mark Rumpes, wird auch automatisch von mir eingetragen. Und dann tun wir hier nochmal eintragen, zack. Waschen. Damals noch Kunde, das ist Freddy. Freddy hat da irgendwas eingetragen, okay. So, Kunde. Schwarzgeld hatten wir jetzt. Nächste Rechner. Was hatten wir denn? Das ist ein schwarzer Mercedes. 48.000 war allerdings, ne? Waschen. Da bitte jemand vom. Zack, Mark Rump hat das gemacht. Zackeliboom. Ich hab grad was zu tun. Ankauf und dann noch den Waffenverkauf. Müssen wir jetzt auch nochmal eintragen. War jetzt der Kunde. Mann, das wäre echt geil, wenn wir die Kunden hier aufgelistet bekommen würden. Das wäre wirklich noch eine Sache, die noch schön wäre. Weil ich muss jetzt immer auf die Kundenliste, muss den Namen wieder kopieren. Vor allem, wenn wir mehrere Kunden haben, wird das sehr schwer. Aber so haben wir halt, können wir direkt gucken. Info, was waren das jetzt? Das waren 10.000. Keine Aufsätze drauf. Waffe, Keramikpistole, Menge mal 2. Zack, und ist drin. Gut, dann ist alles eingetragen. Jason, du machst eine und ich eine, okay? Dann ziehe ich ihm 10.000 ab von den Sachen und schmeiß die dann rein, ne? Ja, easy. Dann kriegt er 10.000 weniger von seinem Stuff. So, dann lage ich mal ein. So, zack, 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 das war jetzt... Das ist halt jetzt echte Arbeit hier, ne, was wir hier machen müssen. Das ist for real jetzt echte Arbeit. Das heißt, ich rechne mal zusammen, wir haben jetzt minus 10.000. Weil ich muss echt mein Tablet Quick Key mal machen. Er bekommt vom Rechner. So, wir sind bei 29,22.
Oh, warte, das sind einmal die 200. Ach, weißt du was, ich gebe erstmal das hier. Position bla bla blub. Wir bräuchten einen Rechner, der hier alles, was hier drin steht, einmal zusammenrechnet. Das wäre noch geil. Wenn wir das hier zurücksetzen, müsste der Liste leeren und dann hätten wir hier noch einen Rechner und der rechnet dann insgesamt aus, was die Gesamtsumme wäre. Das wäre noch nice, fällt mir gerade ein. Weil der hat jetzt mehrere unterschiedliche Sachen. Das heißt, er bekommt von uns erstmal 82.160 zurück. So, habe ich noch irgendwas vergessen? Die Keramikpistolen, hast du die zwei Stück? Ist fertig, die eine braucht noch ein bisschen. Jawohl, weil ich gehe mal nach oben, ich brauche dann das Geld. Ja, 45 Sekunden noch. Gut, gehen wir mal rauf hier. Jason, ich packe alles wieder im Lager. Alles klar. Ist Ivan da? War Ivan nicht gerade erst da? Ja, doch. Hast du das Geld? Ja, ich hab das Geld da. Alles klar. Ich kann's dir gerade geben. Komm grad hoch. Jawohl. So, ja, 72.160, ne? Warte, ich sag's dir gleich. Schau mal nach. Ich komm wieder unten, alles gut. Ich muss echt mit dem Key mal gucken. So, der eine Betrag wäre mal 29.000, weil wir 10.000 abziehen. 29 was? 29.022. Dann hast du dich schon mal. Oder auch nicht. Ah, wobei, war das vom Waschen. Ja, gibt's mir nicht. Ich hab ja das Geld. Ich muss auch ein bisschen da wieder weggehen, sonst... Nee, das musst du mir nicht geben. Ja, ja, aber ich muss ja jetzt gleich das andere Geld geben. Die 82.000... Ja, ja. Das sind 82.160 ist es genau. Eine Frage, der Typ mit den Waffen, hat er schon bezahlt? Nee, ich mach das erst. Hast du die 10.000 schon abgezogen, oder? Bitte? Hast du die 10.000 abgezogen? Ja, die ziehe ich ihm ab vom, er kriegt 29.000 zurück bei dem einen, vom Waschvorgang, da ziehe ich ihm das ab. Ach, der erste, die schlechtesten Waffen. Jawohl. Ich habe dir jetzt das Geld gegeben dafür, ne? Danke. Und ich habe eine Glock 17, super. Die ist besser. Die Keramikpistolen hast du ihm schon gegeben, oder gibt's das später? Nee, ich gebe dir das, alles los. Okay, super. Nur Momento. Jawohl. Das erste Mal, dass ich mich mache, ich muss mal reinkommen mit dem ganzen System, weißt du? Ja, du willst, kannst du mal auch einen Aufsatz antreten. Nee, ich will es mal einfach machen. Ja, alles gut. Alles mal vereinfacht. Man muss ja mal reinkommen ins neue System hier. Ich hab meinen Kunden jetzt einen Schatten angetreten. Die haben immer eingekauft. Also, gucken wir mal. So. Hallo? Ja. Gucken wir mal kurz alles nach, was einfach... Nanonat. Okay, wir hätten wieder ein bisschen Wäsche zum Waschen. Das waren wir 29.000. Moment. Jo. So, einmal die 29.022 ja, minus 10.000 Abzug wegen den Waffeln. Ich kann übernehmen, alles gut. Ich okay. Und dann... Schauen wir gleich noch, dann haben wir noch den Rest, der kommt gleich. Okay. Und die Person selbst noch. So, erstmal, wir haben uns weiß. Ja. Das gerne. Ist für den Tee. Alles klar. Und den Rest, warten Sie, kriegen Sie noch zwei Sachen? Ja. Dankeschön. Was schon mal bei uns? Das ist das gestern, andere, ja. Spende. Alles klar. Mehr Moment. Alles klar, es muss alles sein, ne? Willst du auch mal alles aussetzen? Super. Da gehe ich recht in der Annahme, dass die 9mm Patronen brauchen. So, ja. Hier ist ein Ausweis, aber bitte unten, genau. Ich muss ich durchsuchen. Brauchen Sie welche, oder? Weil die kann man frei kaufen, ne? Nee. Warst schon mal bei uns? Ja, ich weiß. Alles okay. Gut. Ach so, ich wollte mir nur mal kurz. Alles klar. Okay, dann vielen Dank. Ah, ja. Okay. Bitteschön. Was ist das? Was ich wieder sehe. Jawohl. Lass ich auch mal kurz zu. Man sieht sich. Bitte was? Ebenfalls schönen Abend. Tschüssi. Nee, never mind. Alles klar, also, dann aber und schon haben wir einen Gewinn, Leute. Schon haben wir einen Gewinn. Der Rest, der halt übrig bleibt, den können wir jetzt halt behalten. Das ist das, was jetzt übrig geblieben ist vom... Das ist jetzt von Waffen haben abgezogen, minus 10. Das andere war jetzt... Also ich brauche den Key, Alter. Ich muss das echt mal einschieben mit dem Tablet. Das macht mich fertig.
Tablet. Wir haben einmal die Keramikpistolen verkauft für einen 10er, die leere ich mal die Liste. Dann haben wir 39,22 für das Waschen. Das Geld haben wir jetzt, glaube ich, eingenommen, was halt übrig geblieben ist für uns. Und Rechner ankauft, da ist jetzt eigentlich nichts in meine Taschen gegangen. Das ist alles, ging jetzt in die Firma, ne? Das geht, also das geht in die Firma, das, was übrig bleibt beim Waschen, gehört uns. So ist das, ne? Der Waschen ist recht lukrativ derzeit. Ja. Gut. Also das System funktioniert, aber ich habe gerade ein paar Sachen bemerkt, die man noch umsetzen könnte. Um es einfacher zu machen. Ich sag mal, trinken habt ihr nirgends, ne? Ich glaube nicht. Nee, ich sag, wir brauchen einen Kühlschrank. Ich gehe einkaufen. Halt dich sonst nicht mehr aus. Demnächst wieder Geschäfte hier oben machen. Ich glaube, wir kommen wieder so back to old school, wenn hier die Leute stehen und hier warten, ne? Am Grundstück drauf. Sollten wir vielleicht aber auch mal den gelben Leuten reinmachen, außer die ersten, die da sind. Mal gucken. Das ist am besten. Okay, passt. So, fahren wir mal. Also, das ist schon mal gut, dass ich eingearbeitet wurde. Jetzt weiß ich, wie es geht. Ey, aber es ist ziemlich complicated, weil ich alles eintragen muss selber. Also, die Namen eintragen wäre noch geil, wenn man das übernehmen kann. Dass man einfach nur den Vornamen eingibt. Ey, vor allem, ich bin so ein vergesslicher Dude. Ich kann mir Zahlen nicht merken, wie ihr merkt, ne? Euch hat das sicher übelst aggressiv gemacht, weil ich mir erstens den Namen nicht gemerkt habe und zweitens die Zahlen mir nicht merken kann. Aber ich komme da sehr schön durcheinander. Der hat gerade drei Sachen auf einmal bestellt. Das war einfach gerade zu viel für mich, diese drei Sachen auf einmal. Das Marc, muss schneller gehen. Was essen zu trinken mit? Ich nehme Essen trinken mit, ja. Du was mit? Ja, ich schau, was ich kriegen kann. Sonst fahre ich mal bei der Pizzeria vorbei und nehme ein bisschen was mit. Perfekt. Wegen Bank, müsst ihr sagen, ne? Aber man müsste jetzt einen Plan haben. Eine Frage an Ivan. Ich wasche gerade das Geld bei Rechner waschen. Grüß Sie. Grüß Sie. Guten Tag. Hallo. Bekommt, ne? Ich will nichts okay, aber woher kriegt man Aluminium her? Können Sie beide zusammen? Wir sind zusammen, wir sind ein Pärchen, ja. In der Tat. Ja, auf jeden Fall, ja. Okay. Na, aber ich war gerade vorhin, weil ich bin am Hauptplatz gestanden und dann stand ich da am Hauptplatz und habe halt so die Zeitung aufgemacht und da habe ich währenddessen, habe ich gerade so irgendwie noch, ans Schnorcheln, habe ich so Schnorchel gegoogelt und da wurde Bank, mir dann, habe ich in der Zeitung nachgeschlagen und da ist ihr Gesicht auf dem Titelblatt vorne und da stand dann, sie verkaufen Waffen. Ach, sie sind DJ Selector. Ah, schon lange nicht mehr gesehen im Bollwerk. Wann legen sie wieder auf? DJ Selector, Bitch. Ja, wann legen sie wieder auf? Ich lege auf, sobald das Gespräch am Handy vorüber ist. Achso, okay. Gut, dann muss ich... Aber das stimmt es, was man so hört, wenn man Schnorchel denkt und währenddessen ich gerade, ich muss auch noch dazu sagen, ich habe das auch schon vor zwei Tagen in der Mine, hat man gesagt, beim Kloppen hat einer gesagt, ja, dieses Fahrzeug, da, Kennzeichen, ah ja, perfekt, Boss, Kennzeichen, Boss, ja, der verkauft Waffen, also stimmt es schon, gell? Kann man sich eigentlich bei euch bewerben? Ja, eigentlich geht das schon in irgendeiner Form. Sucht sie eigentlich noch Waffenschmiede? Also ich bin da eigentlich voll Ohr. Ja, warten Sie, mich gerade angerufen. Hallo? Hallo, ich habe eine Frage. Kurze Frage, ja. Hast du die 10.000 eingezahlt? Aluminium her? Die zahle ich noch ein. Die hab ich abgezogen von Ding vorhin. Die habe ich vergessen. Weißt du, der hat ja Ding, ich habe jetzt nicht dran gedacht. Der hat ja von seinem Ding, habe ich ihm das Gerät abgezogen, hat es mir nicht gegeben, deshalb, ja. Eigentlich muss ich das noch einzahlen. Ach so. Die 10K. Ja, alles gut. Fehlen die jetzt? Nee, jetzt gerade ist nicht wichtig, aber nur, dass du dran denkst. Ja, ich bin ein bisschen lost, was das betrifft. Ja, alles gut, ich bin auch lost. Alles perfekt. Klar. Gut, dann bis gleich. Gut, ciao Sie. Ciao, ciao. Also, Sie verkaufen jetzt schon Waffen, gell? Was verkaufen wir? Ui. Waffeln. Meine ich ja. Nee, wir verkaufen Skateboards, wir verkaufen Aluminium, also das sind sie falsch bei mir. Also stimmt es nicht, was die Zeitung sagt? Nee, das kann nicht stimmen. Und was man so beim Tauchen hört oder was man auch so in der Mine hört? Kein Kommentar. Kein Kommentar. Sie farmen alle für Mark Rumpel. Hallo, kein Kommentar.
Kein Kommentar. Bewerben kann als kein Waffenschmied. Kein Kommentar, okay. Ich war nämlich im alten Staat, war ich nämlich bei euch. Ich muss was zu trinken kaufen, ich reck sonst. Andere Leute wieder ganz lustig als Admin unterwegs. Na, hoffentlich nimmt er das nicht in ZP-Meter rechts neben ihm. Muss schnell was zu trinken kaufen, ich reck hier halb ab. Und ich muss 10.000 Dollar nochmal einzahlen, hab ich voll vergessen. Stimmt, ich hab die ja von ihm abgezogen, aber ich muss die ja einzahlen, die 10k. Ah, schön, dass man sie hier auch trifft. Ist hier geheimes Waffenlager? Wie kommen Sie da hin so schnell, hä? Ich arbeite hier. Ich könnt für Sie Unterhändler für Waffen sein. Nein. Ich habe da starkes Interesse dran. Ich höre am Hauptplatz, jeder spricht davon. Das ist unglaublich. In der Mine, alles ist voll. Okay. Müssen Sie mal hinschauen, hängen Plakate von Ihrem Gesicht dort. Der Waffenhändler Nummer 1. Okay, ja. Und dass Sie, verkaufen Sie auch Kusch? Oder, na, Sie kaufen an, gell? Habe ich auch gehört. Und sonst geht es Ihnen gut, oder? Wie ist denn gerade die Preislage? Ich habe ein bisschen was bei. Verkaufen Sie auch Kusch an? Ich bin ein alter Stammkunde von Ihnen. Schön für Sie. Nein. Ja. Wir kaufen Schauen gar Sie meine an. Tasche, vielleicht haben Sie ein Taschentuch. Da können Sie vielleicht mir ein bisschen was reinpacken. Das habe ich schon benutzt tatsächlich, das Taschentuch. Ah, scheiße. Ja, das ist natürlich. Sorry. Woher ich das weiß, das habe ich auch. Ach, komischerweise, Sie! Ich hab's genau gehört und ich habe diese Schritte gehört und auf einmal hatte ich ein Taschentuch drin. Das waren Sie! Das hat mir OpenAI zugesteckt. Ja. Das waren Sie. Das war ChatGPT. Sie gehen mir gerade einfach auf den Piss, weil ich die ganze Zeit das Rubellos verliere wegen Ihnen. Ja, Sie müssen mehr Waffen verkaufen, ich sag's doch. Ja, komm. Ja. Ich beliebe gerade. Also behandeln Sie Ihre Verkäufer gut, auch Ihre Waffen auch Ihre Bewerber. Ja. Mhm. Ja, wenn ich so einen Taui wieder zurückbekomme von der Scheiße hier. Ja, gut. Da ist er weg. Ja, aber ich denke mir so, ich stehe unten, ich dachte mir so, wo habe ich dieses Taschentuch auf einmal her? Und ich habe unten Steps gehört, da dachte ich mir zuerst so, okay, ja, vielleicht beobachtet mich gerade irgendein Admin oder so. Und auf einmal, jetzt weiß ich, wo dieses Drecks Taschentuch einfach hergekommen ist, was ich jetzt gerade vorher benutzt habe. Ey, das ist ja mal mega weird von ihm. Sag mal, verfolgt er mich schon den ganzen Tag oder was? Ey, danke schön hier an die Kartoffel. 1, 2, 3 für 10 Mitgliedschaftsverschenkungen vorhin und die Kartoffel. Warte noch auf die Hochzeit mit Chandel. Oh, danke. Ey, Kartoffel, vielen, vielen Dank. Ein Fuffi donated im Superchat. Die Ehrenkartoffel wieder am Start. Das Matschtoast. Hi, wann heiratest du endlich im RP? Ja, ihr wollt unbedingt Cringe-Content, ne? Ich heirate dieses Jahr in Real, by the way. Cooles Hundi-Plüsch. Danke. Und viel Erfolg bei der Hochzeit, mein Lieber. Viel Erfolg, dass du eine schöne Hochzeit hast, mein Lieber. Leon, ein bisschen Taschengeld für dich. Hoffe, bleibst gesund. Ich hoffe, ich ebenfalls für dich. Der BMW M380 Fuxion, danke für 1 € auch. The Real One. Gott, Joshua 2.0, Finn MLG, Xion Fan und all. Och, zeig, ich kann jetzt ein Wort sagen. Black Woman ist VIP geworden, dankeschön. Also, es gibt mein Gerät an von Amazon. Ihr wisst, welches Gerät ich meine, wenn ich den Namen sage. So, ich gehe mal kurz bei der Pizzeria vorbei. Fand vielleicht ein bisschen Pizza für mich. Weil es wäre mal gut, wenn mir da ein bisschen was. Wo sind die überhaupt da, ne? Oh, falsch gefahren. Da kommt jetzt die Einblende, die war lang gedauert, ne? Alter, hat die lang gedauert. Bruder. Mit F7 kannst du das Tablet öffnen. Ah, mein Gott. Ey, ich habe die ganze Zeit F11 gedrückt und habe gedacht, warum geht das Tablet nicht auf? Das ist F7. Der liebe Chat hat mir gerade meinen Abend versüßt. Dankeschön. Und ich die ganze Zeit im Ready-Menü herumtun und pipapo und hast nicht gesehen. Die sieht aber zu aus, die Pizzeria, ne? Die sieht heute zu aus. Das ist nicht gut. Wollt doch Pizza kaufen gehen. Wollt doch Pizza kaufen gehen. Auch die haben zu! Ah. Da will ich einmal mit dem Pizza kaufen gehen und die haben einfach zu. Ich könnte kotzen. Einmal im Leben. Einmal bin ich hier und sie haben nicht offen. Ja, gut, dann gehe ich mal einen Stuff mal verkaufen. Pascal Deutschland für 5,99 Singsi 2005. Wie geht's, liebe Grüße? Dankeschön, mit Glück, ich hoffe dir auch. Bamenung ist VIP geworden, Spencer. Ah ja, apropos. Bamenung. Ich habe heute und gestern die Gönner Cheese probieren können, weil mir der liebe Robert, also aka Freddy, weil Robert heißt ja in Real Life, mir die Dosen zugesendet hat von Gönner Cheese, die neuen Sorten, weil die gibt es ja in Österreich nicht. Ich sag euch etwas. Für die, die jetzt immer schreiben, Gönner Cheese schmeckt scheiße, gibt ja Leute, die machen so sagen,
also TikTok ist voll damit, wo sie Gönnerchi des Todes haten. Ey Bruder, ganz ehrlich, die neuen Sorten kannst du eigentlich gar nicht hassen, die schmecken alle gut. Bei den alten Sorten sage ich vielleicht, ja gut, das Raspberry Cheesecake, was es da gab, vielleicht nicht so jeden seinen Geschmack, aber Alter, die neuen Sorten, die ballern richtig. Also ich verstehe das, dass er sein Ding... Ich habe ja gerade alle... Warte, hört mal, hier. Ich habe gerade die Dosen vor mir und ich habe halt alle drei Sorten probiert, die neuen. Und no joke, die schmecken halt alle. Aber die geilste Sorte, finde ich, ist White Peach. Dann kommt das, was ist das nochmal? Lemon, ne? Sweet Lemon? Was, Sweet Lemon, ja. Und dann erst kommt das neue, das Juneberry Jam. So, von links nach rechts. Aber ich sag dir, ey, die schmecken echt gut. Vor allem das White Peach hat mich umgehauen. Ist echt geil. Und irgendwie, ich weiß nicht, was er gemacht hat, aber man schmeckt den Süßstoff gar nicht mehr raus. Im Gegensatz zu davor. Ich finde, beim davorigen hast du den Süßstoff, so diesen bitteren Nachgeschmack, ne? Bei denen gar nicht. Die schmecken, als wäre da Zucker drin. Erinnert mich so ein bisschen an Monster, weil Monster Energy kriegt es auch hin, dass es nach Zucker schmeckt, obwohl keiner drin ist. Und hat er gut hinbekommen, der liebe Monte. Hat er hinbekommen. Also wirklich, das hat mich gerade umgehauen, letztes Mal. Dass die besser sind als die anderen Sorten, hätte ich nicht gedacht. So, dann verkaufe ich mal. Dann verscherbel ich mal mein ganzes Gesülze, was ich hier noch habe. Ich habe gar nicht geguckt, wie viel gerade der Emerald wert ist. Hersteller gewechselt. Ich weiß, ja, aber man merkt schon, dass der einen Hersteller gewechselt hat. Merkt man schon. So, Gold, Aluminium, Smaragd. Na gut, komm, ich verkaufe den einfach für ein bisschen Kohle. Ey, sind 3K, ne? Kunststoff verkaufe ich. Ist Kunststoff, den habe ich vom Dings hinten. Ist mir egal. Gold, Aluminium. Komm, Gold verkaufe. Ich brauche halt das Geld, Leute. Aluminium brauchen die, glaube ich, drüben, ne? Und... Ja, Silber brauchen sie, glaube ich, nicht. Die brauchen nur das, ja, Metall haben wir eh genug. Ich verkaufe meinen Schmarrn einfach, dann ist es weg. Dann trage ich das nicht die ganze Zeit mit mir rum, hat ein bisschen Kohle gemacht in der Zwischenzeit. Ja, dann habe ich hier endlich mal Platz. Uppala. Habe ich hier endlich mal ein bisschen Platz, Leute. Ist doch schön. Meine Waffel tue ich hier auf den Slot. Meinen Führerschein habe ich hier stehen. Ich müsste das alles mal schön sortieren hier, ne? Hier, so, hier habe ich mein Essen. Ich muss unbedingt meine Sortierungsanlage bauen. Wie sortiere ich mein Stuff, dass ich alles auf einmal sehen kann? Na komm, machen wir mal so. Das passt, oder? So, dann Reparaturkit. Oder, ach warte, Waffel? Handy? Oh, ich habe zwei Phones. Ich muss das eine wegschmeißen. Das brauche ich doch gar nicht. Wo ist denn der Mülleimer? Mülleimer. Wo ist der Mülleimer, jo? Ah, hier. Da ist er ja. Huch. Ein Phone kommt weg. Hallo. Hallo. Ist euch eigentlich aufgefallen, dass Schaber falsch geschrieben ist? Man schreibt es ohne R. Schaber, nicht Scharber. Großes Problem, Leute. Großer Rechtschreibfehler an dieser Stelle. Puh, ja, passt schon so. Ich bin zufrieden. Ich bin zufrieden, ist okay. Ich habe ein bisschen was zu essen mitgebracht. Also ich habe extra wenig mitgenommen, weil ich gedacht habe, ich fahre zu Pizza. Aber wir fahren eh nochmal vorbei. Ich fahre nochmal bei der Pizza vorbei. Vielleicht haben sie dann offen, wenn ich Glück habe. Wenn nicht, dann gehe ich zu einem Supermarkt. Kaufe ein paar Sachen ein für die Jungs. Ey, heute, ey, habt ihr gehört? Heute ist Bank angesagt. Wir gehen heute mit einer Bank mit der selbstgebauten M16. Hoffentlich funktioniert sie gut. Weil die nützt sich ja ab. Hoffentlich nicht zu schnell. Lecki bitte. Auf geht's. So, Highground Player, danke für 2 Euro und Leon, Servus. Was steht heute an? Wir gehen heute in die Bank, wie es aussieht. Und ich werde heute mal selber bohren probieren, weil letztes Mal haben wir alle verkackt beim Bohren. Heißt, wir holen das Geld und müssen noch 10.000 Dollar einzahlen. Ich habe nur vergessen, 10.000 Dollar ins Firmenkonto einzuzahlen. Ich trottel, ja, das ist halt passiert. Das ist passiert. Fruchtsaft Gaming. Mach weiter so, dankeschön, Fruchtsaft. Andy, danke fürs Pipieren. Tobias Hopper hat 1,50 raus. Dankeschön. Und nochmal Andy. Das haben wir vorgelesen aus Luxemburg. Eine Katrin haben wir vorgelesen. Roy Seime, danke für 2 Euro auch. Ort Wexrexti, was Name, danke für CP werden. Die Kartoffel haben wir vorgelesen auf dem guten Stil. Da vorne 50er Donate, also die Kartoffel. Zweimal heute. GG Koff 03. Erna, zeig mal Pfoten. Warte. Okay, komm mal kurz zurück. Warte. Das ist Pfote. Ist das genug? Ich hoffe. Dankeschön für 5 Euro vorhin, ne? Vor einer Stunde. Nach einer Stunde durftest du Pfote sehen dafür. Das ist doch super.
Also bitte seid da, ich will nur Pizza kaufen für meine Mannschaft. Aber sieht zu aus, ne? Ach, das gibt's doch nicht. Ist das Problem, ist die Pizza? Ist das, was dir am meisten Health gibt von allen Sachen. Deshalb wäre es so wichtig gewesen. Oh, ich weiß, was ich kaufen muss. Ich muss Westen kaufen. Westen muss ich auch. Brauche ich. Ich fahre hier in den Laden. Westen kaufen und vielleicht mal ein Outfit zusammenstellen, was wir heute anziehen könnten beim Raub. Ja, vielleicht gar nicht so eine schlechte Idee. Wusstet ihr, dass 127 ein eigenes Logo hat? Also für ihre echte Firma? Ich zeige euch das gleich. Habt ihr vielleicht vorhin schon gesehen, den Pulli? So. Ahnung, das ist ganz komisch, schlecht zu hinterfragen. Ja. Erstmal, dass ich im Waffenladen bin. Hier, guck. Ah, hier gibt's das Licht. Ah, das kaufe ich mir. Das kaufe ich mir, das Licht. Lampe gekauft und 5 Kilo Schutzweste nehme ich mit. Und ich nehme mir, glaube ich, noch ein bisschen Muni mit. Ich habe hier 51, 9 mm, dann nehme ich noch 50 mit. Kostet 4 Dollar. Ja, insgesamt, was ich jetzt bezahlt, 200, passt schon. Und hier die 5, die kosten aber viel, Alter. 9 Dollar eine. Eine Patrone, so viel. Ja gut, belasse ich dabei. Was gibt's denn hier für Waffen? Ah, schau mal hier. Ich habe noch keinen Waffen. Ich muss einen Waffenschein beantragen. Mache ich gleich. Zieh ich durch. Wobei nicht, dass mich die Cops suchen. Nee, mache ich lieber nicht. Aber letztes Mal hab ich ja mit Freddy dieses Problem da gehabt. Nee, mach mal lieber nicht, Alter. Besser nicht, Jungs und Mädels. Das geht nicht gut aus. So, dann kaufe ich jetzt noch mal im Laden ein. Wo ist denn der nochmal? Hier vorne oben, ne? Nur ein paar Sandwiches mit für die Brees. Ey, sorry, ich wollte Pizza mitnehmen, aber die Pizzeria hat geschlossen, leider. Sandwich mitnehmen. Passt schon. Schnell die Sandwiches mit einpacken. Ja, do the way. Ich brauche bitte noch 2 Sandwiches. Oh, zack und zack, zack, zack. Passt. Dann sollte das genug für heute sein, oder? Ich für die Jungs auch ein bisschen was mitgenommen, siehst du? Ach, wie viel habe ich eigentlich auf dem Konto? Hab ich geguckt heute. Die sind auf dem Konto drauf. Bitte sag kein Minusbetrag, weil dann ist blöd. Ja, 630, das kannst du echt in die Tonne kloppen, was ich da Geld drauf habe. Das ist echt in die Tonne kloppen. Kommen wir mal zurück zum Anwesen, bringen wir mal die Sachen mit. Ach ja, zukünftig. Leute, wir machen tatsächlich in den Crime-Fraktionen Garagen rein. Weil mir aufgefallen ist, wie kacke das jetzt ist mit dem neuen System auch, weil wir müssen ja die Autos immer dort parken, wo wir sie, also raus, wo wir sie eingepackt haben. Das ist natürlich ein bisschen blöd, wenn du ein Palito oder ein Auto einparkst, und dann musst du alles hoch, dass du irgendwie, wenn du dort offline gehst vor allem, kommst du auch wieder nicht weg, so. Jetzt haben wir gesagt, ach komm, wir machen für Crime-Fraktionen jetzt auch die Parkplätze, weil die, ich sag mal, alle anderen Fraktionen haben ja auch Parkplätze, also alle. Außer die Crime-Fraktion. Oh, was liegt denn da? Schön. Das heißt, demnächst Crime-Fraktion bekommt jetzt auch Garage. Müssen wir nur gucken, wo wir die hinstellen. Dann kannst du einfach dein Auto dort ein- und ausparken. Das heißt halt für uns, wir können endlich hier offline gehen, ohne die ganze Zeit das Auto wieder vom Hauptplatz holen zu müssen. Das ist so schön. Hallo, wer hat Hunger? Ja, ich. Ja, warte, ich hab ein bisschen was dabei. Sandwiches. Also, bitteschön, ein Sandwich. Ich hab leider nicht genug Sandwiches für alle, weil ich wollte eigentlich Pizza mitbringen. Hast du auch Hunger? Dankeschön. Ich hau mal den Grill an. Passt schon. Ich soll dir was mitbringen. Ich habe jetzt noch 3 Sandwiches übrig für heute. Och, die sind ja nur eine Stunde haltbar, ne? Ja, ja. Boah, dreckig. Ich weiß nicht, warum was da drauf ist, dass es nur eine Stunde haltbar ist, aber... Oh, hallo. Ein Feini. Du bist aber ein Feini, hm? Jo. Wie heißt er denn? Das ist Hope. Das ist eine Sie, tatsächlich. Ach so, eine Sie? Ja, ja. Aha. Hast du gerade Hope oder Hope gesagt? Hope. Hope. Hope wie Hoffnung. Ja, ne? Meine letzte Hoffnung. Gibt's da nicht so ein Anime mit einer Katze, die Hope heißt? Keine Ahnung. Das kann sehr gut sein. Boah, fällt mir gerade einer ein. Perfekt.
Gut, ja, leider Pizzeria geschlossen, was auch immer ist. Oh, ich habe ein Match bekommen. Oh, ich habe viele Matches bekommen. Oh. Ui. Check. Oh nein, ich habe hier ganz viele Anfragen von Boys bekommen. Okay. Was? Ja, kleiner Reminder, ich habe Freddy als hier auf Spark auf der App reingemacht und habe irgendwelche Leute angefangen hier zu matchen und jetzt habe angegeben, dass ich auf Männer stehe. Jetzt habe ich hier den Salat. Jetzt habe ich einen Eiersalat, habe ich hier. Wortwörtlich, ja. Mach krass, was das zu trinken für mich. Ja, ich habe was mitgenommen. So. Ich habe extra ein bisschen trinken. Was willst du, pink, grün oder blau? Ist egal. Nix so pinken. Oh, wie schön. Der ist für dich. Willst du sonst noch was zu trinken? Essen? Ich hab noch was zu essen. Brauchst du? Ja. Oder hier? Nein, brauchst du zwei Sandwiches? Ich kann auch zwei geben, das sind meine letzten. Ein bisschen was mitgenommen. Wie gesagt, es ist leider Pizzeria zu. Das macht mich traurig. Ja, wie gesagt, der Plan wäre eigentlich wegen der Bank, ja, dass wir die kleine und die große zusammen machen. Boah, Alter. Das wirst du durchziehen, kleine und große Bank. Also die kleine Bank hat nur der Förderraum 67.000 gebracht, ne? Ja, aber ganz ehrlich, wenn wir zusammen die große machen, haben wir eigentlich eh genug, weil du musst dir vorstellen, jetzt, wir haben letztes Mal mit dem Bohrer verschissen. Wenn wir jetzt alle Sachen aufknacken mit Bohrer, kommt ja schon ein guter Ding bei raus. Ja, okay, ich bin schon außerhalb nur dabei heute. Nächstes Mal wäre ich dann mit dabei. Da bräuchte ich auf jeden Fall 5 Leute. Eben. Das kriegt ihr ja safe zusammen. Ja, schon, aber trotzdem. Ich weiß halt nicht, wie viel Uhr wir dann. Muss halt gucken. 20 Uhr. Goebbels wäre so eine Stunde wieder da. Aber ich weiß nicht, ob man so lange jetzt noch warten möchte. Nee, nicht. Wir ziehen das durch. Wir ziehen das durch, das Ding. Weil wir brauchen Leute, die bohren können. Da ist Koffermann der Richtige. Koffermann bohrt. Was ist mit ist Ryan noch da? Ich weiß nicht, ob der war heute noch nicht da. Der war nämlich vorhin bei mir im Funkgerät drin. Ja, der war heute Morgen mal da. Das mich blöd, ja, das Funkgerät spinnt manchmal ein bisschen rum. Achso, mit der Liste, okay. Ja, ja. Ja, tatsächlich, der ist jetzt hier gar nicht mehr drin. Davor war er drin. Ich habe mir gedacht, das ist da. Ich denke mir so, ich funk mal durch. Vielleicht meldet er sich. Okay, gut, du weißt Bescheid. Eben, weil hat einer die gleiche Cap wie auch über einen. Habe ich gesagt, das ist eine ganz dumme Idee. Meinst du, der da unten stand? Vom Auto? Nein, hier einer von uns. Ach so. Ich dachte, das ist da unten. Ganz, ganz dumme Idee. Ich auch im ersten Moment, weil ich schon sagte, hey Ryan, und dann. Nein, das ist nicht Ryan, das sind nicht die richtigen Klamotten. Nee, das kann's nicht sein. Also, ich glaube, wenn Ryan den mit der Kappe sieht, oh. Dann muss er die 10.000 einzahlen, wait a second. Ihr vergessen einzuzahlen. Die nicht mir gehören. Hätte ich fast mitgehen lassen, Leute, hätte ich fast mitgehen lassen, die 10.000. Und 10.000. Das ist nämlich der Waffenkauf, ich habe ja noch genug vom Waschen. Das ist der Sound auf die Spende. So. Weil ich es verkauft, bis das überprüft worden ist. Ja, gut. Weil das hört sich für an. So 2 Wochen kein Marshall mehr. Ja, ja, ja. Juli, wie geht's? Also, du stehst ja gut, ich hoffe bei dir auch alles. Das Ding ist, wir sind eh schon unter Verdacht, da sollten wir jetzt nicht einen Ex-Marshall oder sowas verkaufen. Nur weil auf meinem Kennzeichen Lidl. Niklas, moin, wieder am Start. Wie riecht es in Villa Kunderbund nach Pippi? Oder Aldi. Die kann ich leider auch schon. Ey, ich brauch ein Hofer-Kennzeichen. Brauch ein Hofer-Kennzeichen. Das ist der Bodenlose, ich sag's dir. Fruchtsaft, Gaming, danke fürs Sip werden. Besser nicht. Momentan ja. Führerscheinprüfung, Stress, bin seit 2 Jahren dran und schaff's einfach nicht. Xy und Wuschelbusche. Ach, das wird schon. Setz dich mal ran, ein bisschen lernen, dann geht das. Dann ziehst du durch. Wie gesagt, ich weiß ja nicht, wer alles mitmacht. Du bist ja auch so stehen. Jesse macht bestimmt mit. Ne, Jesse? Ja? Du machst mit bei einer großen Bank. Natürlich. Groß. Jeder, der bohren kann. Dann fahr ich mit dir mit, Jesse. Wow. Dann weiß ich, dass ich entkomme. Ich meine, theoretisch könnte ich mit rein. Ja, wie war das vorhin? Geiseln bleiben. Ja, komm, hör mal auf, Alter.
Ich glaube, Marc, wir haben Weltrekord geschrieben, ne? Warum? Die kürzeste Verfolgung in L.A. Wie lange? Ungefähr 45 Sekunden. Nee, die kürzeste hat, glaube ich, Adrian und ich letztes Jahr gemacht bei der großen Bank. Ja, aber dieses Jahr 45 Sekunden. Achso, bei der Bank war das 45 Sekunden. Das waren zwei Kurven und dann waren wir schon weg. Gut, das können wir machen. Also das war ein bisschen sehr kurz. War mal irgendwie ein bisschen enttäuscht drüber. 45 Sekunden in der Bank? Also das ist schon schnell. Ja, ne, 45 Sekunden, die Verfolgung. Ja, sag ich doch, wegkommen. Deswegen kommen sie. Ja, ja. 45 das Sekunden war, nach der Bank ist schon sehr schnell. Sehr das war schon, wir waren sehr traurig darüber. Ey, mit was hast du denn unterwegs, dass du 45 Sekunden weg warst? Ein Raptor. Was? Ich dachte, die Explorer kam. Ich dachte, du hast so P1 oder was gesnackt oder irgendwas. Da kommen wir einfach. Nein, gut, nein, nichts. Nein, okay. Die Raptor. Alles klar, beide Bescheid. Deswegen waren wir so traurig. Oh mein Gott. Okay. By the way, ich hab jemanden gesehen mit Saugstaub GmbH Pullover. Ja, ich glaub, das ist der Koffermann. Was haltet ihr davon, dass wir mit den Dingern in die Bank reingehen? Oh, komm, Alter. Das wäre doch mal so funny. Dass wir können auch gleich als Gorilla da reingehen. Ja, nee, aber lass wirklich so reingehen mit Saugstaubaufschrift. Mal Firmenausflug und rein geht's und dann saugt man da drin mal ein bisschen auf, das Geld. Was ist die Idee? War halt dreckig in der Bank. Ja klar. Das sind die Ghostbusters mit den Staubsaugern hinten drauf. Und was möchtest du erfahren, Marc? Das ist komplett egal. Irgendwas Spaßiges. Lass irgendwas Dummes oder weiß nicht. Weißt du, was wir machen könnten? Wir klauen einfach Autos von irgendwelchen Kopflosen von damit weg. Du wärst ein Monster-Talk. Die sind aber auch teilweise richtig krass von den Kopflosen, wirklich. Die sind ein paar gute. Die sind gefühlt schneller als irgendwas anderes. Was ist zum Beispiel schnell? Da gibt es so einen Viertürer, der hat auch ein Panoramadach, glaube ich. Der ist richtig schnell. Also können die auch nicht zurückverfolgen, ne? Das ist der Sound of a Spinde. Das ist halt das Gute da drin. Mhm. Was ist, wenn man mit PD-Wagen da reingeht? Ja, also viel Spaß zu holen im PD-Wagen. Jungs, ich fahre nach Palito. Will einer mitkommen? Gerade nicht, ne? Nö, okay. Überlegen gerade, was wir machen. Top. Die Wette gilt. Ja gut, dann wollen wir das durchziehen mit den Pullovern? Ich würde das schon fühlen. Die gibt es jetzt wirklich, oder wie? Ja, ich habe einen gesehen. Koffermann hat Staubsauger an. Da ist vorne das Logo drauf. So, da steht Saugstaub geben oder irgendwas drauf. Das ist doch perfekt für uns. Wir wollen das Staubsauger-Oberteil haben. Du musst uns gleich Saugstaube. Mal das, sagen. Saugstauber, genau. Easy, ich fahr zum Kleidungsladen. Ja gut, dann ziehen wir uns mal um und schauen mal, wie es aussieht. Ja, easy. Wie einfach keiner mitgeht, traurig. Ja, es muss ja keiner, ne? Wird ja keiner gezwungen hier. Steigen Sie ein, hier ist auch noch Platz. Gut. Das ist die Sache. Kannst du mit deinem fahren? Das ist kein Problem. Ich habe halt genug Platz hier drin, weißt? Ich habe nicht umsonst. Der Kofferraum ist Mangelware, ne? Ja, der ist. Kann ich mal gucken, ob das jetzt schon besser ist. Mal schauen. Das mit dem Kofferraum, das triggert mich ja selber, wirklich. 20 Kilo! Aber immer noch zu wenig, oder? Ist das nicht. Wie viel hat eine Limousine? Boah, ich würde so vielleicht 20, 25 Kilo sagen. Okay. Weil der X5, der hat 30 Kilo. Ja. Ah, oh, ja, dann ist das doch okay, oder? Ja, das Verhältnis ist okay. Besser als 5 Kilo davor. Was soll ich denn sagen bei meinem VW, den ich in der Versicherung habe? Der hat nur 10 Kilo. Okay, ist traurig. Was meinst du, was das für eine Buckelarbeit war, in der Mine zu hin und her zu fahren? Bist du wirklich damit Minenarbeiten gegangen? Ich bin da wirklich am Anfang Minenarbeiten mitgegangen. Das ist traurig. Ich hatte kein Geld für einen Raptor. Ja, aber du kannst jetzt auch irgendwas cool, oder so ein Van oder so, das kostet ja auch nicht so viel, oder? Da am Anfang war nicht teurer. Achso. Mittlerweile geht es. Mal schauen, bei den Oberteilen. Gucken wir mal. Kleiderstange 271.
Alles klar. Beste Parkplatz. Was war Oberteil? 251 Oberteil hat er gesagt? 271. 271 Oberteil, okay. Lass mal gucken. Oberteil 271. 27. Nee. Doch, hier. Kommt ihr alle hin? Ich bin gleich weg. Ah, hier. Untershirt. 15, ne? Passt. Brauchen wir noch eine Hose, eine anständige, so eine Arbeitshose. Gibt es so eine grüne Hose, die so die dieses Grün zeigt, so ein bisschen? Nee. Eine grüne Hose. Grüne Hose. Ah, hier, die hier wird passen, oder? Ist die Kacke? Genau, ja, mit Taucher, mit Taucherausrüstung. Jetzt sieht nicht so aus wie eine. Das haben wir aber noch nie gesehen. Alter, da gerade werden im Superchat 500 Euro gespendet. Ich glaube auch. What the hell? Ja, die Einblende braucht aber heute lange. SuperGoro93, liebe Grüße an Clouchy und Jana. Bleib geil. Da haut der im Superchat 500 Euro gerade raus. Was? What? Ich hoffe, du hast dich nicht verklickt. Okay, ich sollte eine andere Hose anziehen, die nicht. Super Gogo 93. Ja, die Einblende braucht aber. Jetzt weiß ich, bin ich vorbereitet auf die Einblende. Mit, ich 100 Pro erschrocken ist reingegangen. Ja, ey, vielen, das vielen. Ich eben gesucht, Dank, was soll ich dazu sagen, Alter? 500 Euro Superchat? Lukas. Und die Einblende lässt auf sich warten, das ist schön. Die Einblende lässt auf sich warten. Aber hier steht dabei, liebe Grüße an Clouchy und Jana für 500 Euro, Alter. SuperGoro93, ich hoffe, du hast dich nicht vertippt, Alter. Wollte einmal 5 Euro eingeben, bevor 500 Euro dastehen. Nee, ich hoffe, dass du dich verklickt. Ich hoffe, du weißt, was du da machst. Schreib ab bitte in den Chat, dass du dich verklickt hast, bitte. Von SuperGoro93, Alter. Passt doch. Ihr seht's alle im Superchat. Ist einfach real. Bitte schreib was in den Chat, ob das gewollt war. 500 Euro hier reinzuballern. Das Gute ist im Superchat, da sieht man das auch, wer das hier reinschreibt. Das ist ja saumäßig viel Geld. Für eine Hose? Da freut sich YouTube. Ich hab einfach eine Jogginghose angezogen. Die ziehen da mal schön ab. Wie wär's damit, Alter? Alter Schwede. Ich hoffe, Marc will jetzt nicht in den Boxershort da reingehen. Ja, hoffentlich nicht in den Boxershort hier. Wäre auch was. Ah, guck mal hier, der Herz im Boxershort. Ich sehe SuperGoro nicht schreiben. Hilfe. Alter, das sind 500 Euro Superchat, nehmen, ja. Alter. 500 Euro, ernst Leute. Nehmen. Was heißt der ernst nehmen? Und Schul. Boah. Ja, jetzt kommt die Einblende, Alter. Jetzt habe ich mich trotzdem erschrocken, weil die Einblende kommt. Ja, ein bisschen Verspätung heute, wie die Deutsche Bahn. So ist schön. Alter Schwede. So, sag mal an, Jungs hier. Dann lass doch mal durchrasen, die Einblende, oder? Hab mich nicht verklickt, bleibt geil, Alter. Guck mal hier, Alter. Ja, da kommt die Einblende. 500 Euro, du, die Einblende. Ach, du Scheiße. Das ist krass. Ey, SuperGoro93, ich weiß nicht, warum du das machst. Aber vielen herzlichen Dank. Mit bleibt geil. Der Chat soll geil bleiben. Ey, das ist so schwer, ich weiß gar nicht, was ich dazu sagen soll. Ohne Witz jetzt. Alter Schwede. SuperGoro93, aber hat hier bestätigt, hat sich nicht verklickt. Soll ich das jetzt gut finden? Soll ich das? Wir sollen alle geil bleiben. Also Leute, bleibt geil, Alter. Vielen Dank, ich weiß nicht, was ich dazu sagen soll. Meine Hose ist im 42. Außer vielen, 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 vielen Dank.
Oder warte, es geht eigentlich anders. Kuss, Digi. Mit einer frische Cap. So muss man es eigentlich machen. Aber schön, dass die epische Einblende doch noch gekommen ist. Auch wenn sie heute Verspätung hatte wie die Deutsche Bahn. Ja, meine Schuhe zum Glück wurde ich heute nicht erschrocken, so ganz krass wie sonst immer. Egal. Also sonst kriege ich immer den Schock meines Lebens, weil die so laut ist. Also ich hab die auch extra laut gemacht, ne? Da kann man sie nicht übersehen oder überhören. Die muss ja laut sein. Aber holy shit, das sind einfach 500 Euro Superchat. Da wird sich YouTube freuen, wenn die das mitnehmen. Nee, also wirklich vielen, vielen Dank. Und schön, dass du dich schön, dass du dich nicht verklickt hast in irgendeiner Form. Und schön, dass wir das jetzt im ganzen Stream oben stehen haben, dass es jeder sehen kann. Das ist immer das Schönste im Superchat, das sieht es jeder. Das heißt, jeder, der hier reinkommt, sieht, dass hier jemand einfach 500 Euro eingeschmissen hat in den Server. Ab geht's. Alles für die Server. Ich glaube durch die letzten Donations im Stream kann ich mir den Server jetzt mittlerweile ein Jahr durchleisten, ne? Just saying. Also die ganzen, eigentlich sind damit die ganzen Unterhaltskosten sowieso schon fertig für ein ganzes Jahr. Was wir hier, BCW, die Basic-Betriebskosten, die wir zahlen, ne? Jetzt unabhängig von Scripts oder so, was wir kaufen, also nur die Betriebskosten. Ich glaube, die sind jetzt für ein ganzes Jahr gefüllt mittlerweile. So viel, wie die Leute hier schon donated haben, auch für den Server teilweise. Also geht echt Kuss an euch raus. Hier will ich ein fetter Kuss raus. Ein fetter Schmatzer. Ey, ich weiß nicht, welche Hose ich hier anziehen soll. Wobei, die wäre schon cool. Nee, die ist kacke. Die guckt durch. Och Mann, ey. Brauch nur eine Hose, die passt. Ey, wie wär's mit der Hose? Jungs, Mädels, guck mal. Ach. Die ziehen wir an. Welches Regal? 144. Regal 150, die ist perfekt, so richtig Shorts, weißt du? Und dann noch Sandalen mit Socken oder so, oder guck mal hier die. Ja, welche, Alter? Ich hab so. Ich sehe jetzt aus wie ein richtiger Saugstaubverkäufer. 144, sagst du? 144, ja. Da sieht man, Pop ist schön. Fresh. Du musst dir noch Crocs anziehen, Alter. Mit Socken so, weißt du? Ja. Im 112. Regal sind die. 112? 112, ja. Wenn es gut aussieht, nehme ich die mit. Was war jetzt die Hose? 144. Aber dann in weiß, ja. In weiß, ja, wollte ich auch gerade sagen. Voll weiß. Oh, sieht das geil aus. Oh Mann, ey. Ich bin zu sehr tätowiert, ich sag's dir. Ist das geil, Alter. Ja, Leute, Saugstaub, GmbH und KKG, wir sind da für Sie. Wenn es mal wieder brennt. Welches Video waren jetzt die Schlappen? 112. Genau. Fühle ich. Fühle ich total gerade. Das Einzige, was ich nicht fühle, sind die Schuhe, aber sonst fühle ich es, ja. Ja, aber das muss doch aussehen, Alter. Das muss doch so aussehen. Wir haben den richtigen Flex. Und guck mal, wie der Popo rausguckt. Guck dir den Arsch an. Oh nein, Alter. Wir sehen aus wie so Tennisspieler. Weißt du, was das Schlimme ist? Wenn ich so in die Runde gucke, ihr habt so alle kaum Tattoos und dann komme ich. Nein. Guck mal. Ja. Wenig Tattoos? Wenig? Na warte, ich habe noch ein paar mehr. Ich habe auch noch ein paar mehr. Alter, danke! Boah, ich muss halt so viel vorlesen. Kann leider nur 50 Euro spenden. Hab Limit, dass ich nicht mehr als 50 spenden kann. Das ist aber völlig gut, so die Kartoffeln. So. Danke, Bruder. Er schreibt nur, weißt du, wie viel 50 Euro sind, Bruder? Er schreibt nur 50, da dachte ich mir auch gerade. Vielen Dank, jetzt brauchen wir eine weiße Maske. Maskentechnisch müssen wir halt gucken, was wir anziehen, ne? Ich finde die Maske von Lukas ganz fresh. Wir zeigen mal. Mit so einem Bandana. Aber wir brauchen was richtig Dummes. Oder wir gehen was richtig Wildes noch. Ey, es gibt ja noch so eine Corona-Maske, gibt's auch noch. Das ist immer gucken. Ja. Gibt's auch noch in Wald. So eine Corona-Maske, oder so eine Maske. Ey, das sieht echt so aus, als hätten wir, ich weiß nicht, so irgendeine Party oder sowas gerade laufen. Mit den ganzen Outfits. Wir sind der Reinigungsdienst. Wir reinigen alles, was Sie nicht reinigen wollen. Heute wird die Bank schön gereinigt. Da wird kein Bündelchen Geld mehr am Boden liegen.
Ich habe jetzt gehört, dass du... Der hatte $600 Schwarzgeld und hat 50 Monate dafür bekommen. Ja, passiert. $600 Schwarzgeld. Ja, das kann schon mal passieren, ne? Jetzt überleg dir mal, wenn wir geschnappt werden mit unserem Schwarzgeld. Ja, dann gute Nacht. Kommen wir dann überhaupt noch aus dem Knast? Ausbrechen, ne? Ja, ich weiß ja, wie man das baut. Das haben wir, glaube ich, eh schon mal erklärt, ne? Ja. Oh, leider kannst du das Handy danach nicht mehr aufladen. So, wir sind gleich da. Schau mal, wie schneller war das die anderen. Ich glaube nämlich nicht, ich bin einen Umweg gefahren. Ah, bin ich einen fetten Umweg gefahren. Ey, das war was los, du! Dann gucken wir mal, was die Saugstaub-Boys so drauf haben. Also das Tuch, was ich habe, gibt es auch noch in weiß. Ja, aber gibt es diese Masken noch? Diese... Ah, ich weiß, was du meinst. Diese Corona-Maske da? Ja, die wäre ein bisschen zu krass. Warum? Guck dir doch mal, das ist Corona, aber hochexplosiv, Alter. Wie willst du denn dann sagen, ich habe irgendwie... Boah, ist echt schwer, da was zu finden. Wohl gehen als Früchte. Ey, schau, was ist damit? In diese... in weiß gibt's die. 169. Die überlege ich mir, 169. Die in weiß? Das oh, guck mal. Matchen, oder? Guck mal das hier. Aber ich glaube, da sieht man zu viel auf der Seite. Ja, sieht man seitlich Markus, rein. Was ist zu der Maske hier? Ja, die hat er angehabt. Ja, die hatte ich, glaube ich, auch gerade an. Wir könnten rein theoretisch so ein... So, wie bei mir. Warte, ich schau mal. Nee, wir sehen wir zu Gangster aus. Wir sollen so aussehen wie so eine richtige Reinigungskraft, würde ich sagen, oder? Ja, eigentlich schon. Ich suche so einen Mundschutz, weißt du? Ja, vielleicht ist es unter Helme. Vielleicht muss man bei Helme nochmal gucken. Vielleicht was drunter ziehen? Und dann nochmal einen Helm drüber. Hast du einen Bauarbeiterhelm, Alter? Ja, aber ich glaube, wir ziehen einfach diese, die ich vorhin hatte, diese... Die ich schon weißen. Dieses Tuch, da. Ja, dieses... Was war das nochmal? 100? 169. Ja, hier und die in weiß. Aber da gibt es auch noch in anderen Farben. Aha. Oh, schau, die gibt's auch in grün, guck mal. Würde auch passen, mit der Aufschrift drauf, oder so mal weiß. Immer weiß. Also ich würde weiß machen. Jawohl. Das passt zum T-Shirt. Das stimmt, ja. Ja, und dann brauchen wir nur noch vielleicht einen Helm drüber ziehen oder was. Dann so eine Maske, wenn es das gibt irgendwo. Das ist so dumm, Alter. Wir müssen auf jeden Fall die Maske hinterlegen im Kleidungsladen. Sonst ist sie weg. Mal gucken. Guck mal. Ich sehe mich schon so. So, hier schön sauber machen. Ich würde sogar sagen, wir gehen wirklich als Reinigungskraft rein, ne? Das ist die Sound. Und putzen da drin ein bisschen. Ja, die Freiwilligen nehmen wir dann mit. Die dürfen dann auch putzen. Uiuiui. Das ist der nächste Laden da vorne links irgendwo, ne? Ah, es ging gegenüber vom PD, glaube ich. Das ist nicht so gut. Ja, das ist vielleicht nicht gut. Ja, komm, wir fahren nach im Norden. Vielleicht dann noch so eine Kappe oder so anziehen. Ja, so ein Cappy. Wenn ich eine Arm bekomme, ich habe mit meinen Haaren so viele Probleme mit dem Gel, was ich drauf habe. Okay, das könnte sein. Ich dann eine Maske kaufen soll. So, wo wir hier. Alter, der Weg geht gut. Der geht wirklich wie Hölle.
I need Helme. Helme, Helme, Helme. Wo sind hier die Helme? Ohrringe. Nee, hinten sicher, ne? Da sind sie. Vielleicht gibt es da nämlich genau so einen Gesichtsschutz, wisst ihr? Sowas hätte ich gern. So ein Kopftuch noch dazu. Aber hätten wir auch nicht dumm. Ich glaube, das gibt es hier irgendwo. Ja. Okay. Oh nein. Guck mal, wer da kommt. Ist das eigentlich so gewollt, dass ihr da gerade alle dasteht? Boah, ist das wichtig? Das ist voll der Zufall, weil ich war da gerade so bei der Durchfahrt und habe gerade einen Freund hier am Hauptplatz getroffen. Dem habe ich dann erzählt, dass ihr jetzt neuerdings Waffen verkauft und man sich bei euch auch bewerben kann. Gell? Ich habe dann nämlich euch eben vorbeigebracht. Den habe ich beim Tauchen kennengelernt. Aber wir waren zum für den Namibier da am Tauchen und wollte ich mich einfach mit einer Waffe bewerben. Ja, stell dich mal vor. Kann er nicht, er steht hinter mir. Ja, ist das jetzt eigentlich so gewollt, dass sie hier gerade so rumstehen? Weiß nicht, ist das so gewollt? Schau mal, dass die da. Schau, ist das so gewollt, dass da die Gesichter durch die Maske durchgehen? Also anhand. Wenn ich die Masken da anschaue, kenne ich schon alle Gesichter. Ich weiß, da vorne steht Mark Rumpe. Das habe ich gerade geraten. Ist das der Waffenverkäufer? Ja, das ist der Waffenverkäufer. Und das ist der Chef. Dort kann man sich auch bewerben. Die kaufen auch Kusch an. Ist das... Oh. Das ist einfach so dumm. Da ist Ivan Ramos. Das habe ich jetzt habe ich gerade geschätzt. Das ist alles nur geschätzt. Das, hast du nicht Ramos gesagt gerade? Ramos? Ramsoße. Komm, ich hab Kopfhörer auf, ich höre die nicht. Ist das eigentlich so gewollt, dass der da ich glaube, das ist der Gehörschutz für die Waffen, die er verkauft. Oh nee, jetzt meine Maske weg wegen dir. Ach oh, nee. Ja, jetzt, warte mal, ich vermute jetzt aufgrund dessen, dass der da einen Gehörschutz trägt, testet der sicher sehr viele Waffen, oder? Ich glaube auch. Jetzt muss ich nochmal ein Dings kaufen. Ich glaube nämlich auch. Ich muss jetzt nochmal ein Dings kaufen wegen dir. Chat wird grün. Alter, danke für Xyon Huschelbuschel, die Kartoffel und The Dark Soul und baut hier noch raus. Ich habe auf die Firmen-E-Mail eine Bewerbung Alter, geschickt. Gell, Dankeschön fürs VIP raushauen. Möchte ich jetzt nicht weiter erläutern. Ich hoffe dann auf eine baldige Antwort. Hörst du die? Ich habe Kopfhörer auf. Was wollen die da? Ich höre nichts. Ich weiß nicht, was die wollen. Ja, ich höre nämlich gerade nichts. Du antwortest dir auch auf die Mails, gell, für das Bewerben. Wann kaufst du Kusch an? Weil ich wieder Geld habe. Okay, sehr gut. Und verkaufst du mir auch Waffen? Ich habe das gehört. Also, wo hast du das denn gehört? Das habe ich, wie gesagt, beim Tauchen in der Mine habe ich das gehört. Im Krankenhaus Tauchen hat das gerade auch einer Ach, erzählt. Ja, im Rollstuhl da im Krankenhaus war jemand. Ja. Ich antworte natürlich gerne auf Mails. Im Autohaus, ja. Ist das eigentlich... Hoppala, ich habe irgendwas angefahren. Ja, Retourgang claimen, was soll ich denn machen? Das Auto ist schon alt. Er kommt jetzt auch schon in seine 20er Jahre bald. Ja, Jason. So. Kann schon mal den Retourgang claimen beim Automatikgetriebe. Marc braucht eine neue Maske. Ja, ich habe die Maske verschmissen. Ich habe gesagt, man muss das noch hinterlegen, aber irgendwie hat sich das dann geändert. Ey Leute, vielen Dank für die ganze Mitgliedschaftsverschenkung gerade im Chat. Da geht der Liebe raus. Maske an. Ich dachte, das passt schon so. Ein Schaß passt das so. Warte mal. Irgendeiner ist, glaube ich, noch da. Das ist der Sound auf die Spende. Der Goebbels ist noch da. Mal eine Maske kaufen. Ich mir auch eine neue Maske holen. Unterhalb vom alten Anwesen. So war das. Marc? So, jetzt passt. Ja? Ja, das ist ein Schatter. Wo seid ihr denn hier gerade? Beim Maskenladen nochmal. Ich habe nochmal eine Maske geholt. Passt es mit 21 Uhr, dass wir dann den Raum starten? Also ja, Woche. Klar, top. Wird passen. Haben wir noch ein bisschen Zeit. Wir müssen eh noch ein paar Sachen holen.
Ja, wir brauchen ja ein paar, paar Pakete, die wir abholen müssen, oder nicht? Das meinst du, ja. Ja, bitte. Bohrmaschinen, stimmt. Sind deine Goebbels noch im Funk? Ja. Yes, bin da. In deinem X5 sind ganz viele Bohrmaschinen, die sind auch für die Nation offen. Ja, der ist... Nee, der ist nur Goebbel. Der ist Goebbel, aber alle sagen ja, aus Meme zum Goebbels. Mal fragen, wenn, wenn wir wieder frische Waffen verkaufen. Nee, gerade sind wir beschäftigt. Ach wirklich, das habe ich ja Dings. Mann, zu welchem Kleidungsladen fahrt ihr denn jetzt? Bitte? Ich meine Ivan. Normal, ja. Oh, meine Rechnungen. Ja, das glaube ich Landschatter. Oder achten, wenn Werbung ist. Ja, ciao, ciao. Nee, der ist Goebbel, aber ich weiß auch nicht, das hat sich irgendwie so eingebürgert, dass da alle zu dem Goebbel sagen. Das ist irgendwie voll wrong. Muss ich schnell tanken gehen. Schau, da liegt ja jemand. Ein einheitliches Outfit für die Bank, oder? Ja. Dann am besten nochmal die Nummern dann bitte von den Kleiderstangen. Über diese Blitzer, ja. Die habe ich gerade nicht im Kopf, ich bin gerade an der Tankstelle. Outfit speichern, ja, sollte ich eigentlich, aber oh, egal. Fragt, ob mal auch zu doof. Und so. Aber ich sag, die Werbung ist bestimmt. Ja, die können alle nicht warten. So, das heißt, wir holen uns erstmal die Sachen, die wir brauchen, Bohrmaschinen und so weiter, ne? Haben wir alles schon besorgt. Aber hast du alles eingepackt oder die müssen wir mitnehmen? Nee, nee, aber wir sollten trotzdem nochmal zum Gelände, weil ich hab da noch ein bisschen was einstecken. Ja, und okay. Handschellen, wie sieht's da aus? Haben wir? Handschellen haben wir, glaube ich, keine. Sollten wir vielleicht welche holen, oder nicht? Müssten wir dann herstellen, ne? Ja, mach mal schnell. Das kostet ja nicht viel, oder? Ich weiß es. Ich glaube, 2 Eisen. Ich bin mir gerade nicht sicher. Ja, dann nehmen wir die mit. Dann fahren wir wohin und machen die schnell. Wir müssen mal einen ganzen Ding rausholen. Schau mal, ich bin schon froh, dass wir das, was... dann am Samstag fertig sein muss mit den Eisen, so dass alles fertig ist damit. Goebbels von Nationalsozialist ist nicht komisch. Ich verstehe schon, was du meinst, Bre. Aber er ist halt Goebbel bei uns, aber alle sagen zum Goebbels. Keine Ahnung warum. Hat sich irgendwie so eingebürgert. Aber ich weiß, was du meinst, aber ich weiß, woran ich immer denke. For real jetzt. Ja, ja. Ich kann ja Goebbels tatsächlich nur, jetzt kommt's, aus Switch Reloaded. Von Stromberg, diese Verarsche. Und da gab's auch diesen Goebbels, ja. Wir wissen, wer das eigentlich ist, schon klar. Aber ich weiß auch nicht, warum die zu dem das sagen, weil er ist Goebbel. Also der Typ heißt Nachnamen Goebbel bei uns und alle sagen immer Goebbels. Aber ich muss sagen, mittlerweile, also ich habe ja for real auch Schwarzhumor. Mich juckt das jetzt gerade null. Also mich juckt das halt einfach nicht, wenn der so, wenn der Spitzname das so ist. Weil wir haben bei uns auf dem Server auch die Sachen, wir haben ja keine Leute, die irgendwie sowas toll finden oder weißt, sonstiges. Ich gerade echt triggert. Und wenn wir darauf kommen, dass jemand sowas toll findet, nope, und das verherrlicht, dann wird er direkt aus dem Projekt geworfen. Und das kann ich euch auch sagen, wir hatten jemanden drauf, der hat öffentlich so Stuff gepostet und haben wir uns direkt rausgeschmissen. Aber ich hab von mir selber Schwarzhumor. Ich habe halt keine Ahnung, warum die jetzt alle so nennen, ob das humormäßig so ist. Viele finden das nicht lustig, ich weiß, aber mich juckt das jetzt nicht so arg. Mich juckt es dann, wenn es wirklich Leute gibt, die wirklich Scheiße bauen in Real Life oder wirklich ernst sowas unterschreiben und unterstützen und sagen, sie feiern sowas. Das kann ich überhaupt nicht nachvollziehen, Bruder. Aber ich denke immer, for real, ich denke immer an Switch Reloaded, an dieses Stromberg-Ding. Jedes Mal, wenn ich den sehe, den Bre. Ich denke immer an den Bre. Ich denke halt nie schlecht. Ich finde sowieso, also ich bin ja eigentlich auf YouTube, bin ich euch ganz ehrlich, ich finde so, bei mir hat so Politik hier wenig was am Hut. Auf meinem Kanal, ich bin ja kein Politikkanal oder so. Aber sag mal so, ich verachte halt so alles, was Extremismus betrifft. Also egal, ob es Links- oder Rechtsextremismus ist.
Ich verachte jegliche Hinsicht, jeden Extremismus. Kann auch einer, das unterstütze ich gar nicht. Egal, ob es religiöser Extremismus ist, ob es Rechts- oder Linksextremismus ist, das ist alles nicht gut. Alles, was Extremismus ist, ist an sich nicht gut. Und da sollte man insgesamt nie unterstützen. Ganz einfache Sache. Und ich bin halt auch kein Politikkanal oder sowas. Ich setze mich damit auch nicht auseinander, dass ich mich über euch hinsetze und alles politisch auseinandernehme. Aber wichtig ist, Extremismus ist alleine der Begriff Extremismus, sage ich schon, dass man extrem auf einer Seite ist und extrem etwas unterstützt, das ist immer schlecht. Also finde ich halt, meine Meinung nach, sollte man sich davon sowieso fernhalten. So, was brauche ich denn? Ich brauche hier, wie heißt der nochmal? Ich überlege, meine Waffe würde ich gerne mitnehmen, die brauche ich, die ist hinten gelagert. Wo ist sonst? Ach, da hinten. Marc, erinnerst du dich bei der letzten Nazio, wo du dabei warst? Wie viel Termit habt ihr hatten? Ich weiß es nicht mehr genau. Wir haben vorne eine Tür gemacht. Und dann waren noch zwei Türen, glaube ich, die offen waren. Keine Ahnung, aber ob die Termit aufgemacht wurden. Die habe nicht ich aufgemacht. Also ohne Spaß mit Nachnamen Goebbels, aber zum Glück. Ja, aber schau mal. Das, ich finde, das ist ja auch ein normaler Name. Übrigens, das ist ja Achtung, nicht so wie das H, ne? Ich weiß, was ich meine. Mit Nachnamen H heißt es schon scheiße. Aber ich finde, das ist noch ein normaler Name. Du denkst halt auch nicht daran, dass das jetzt der Typ ist. Also wenn ich den Namen Goebbels, dann ist das für mich ein Nachname einfach. Und ich habe halt damals das immer mit Switch Reloaded dann, weil der so Goebbels gesagt hat, das verbinde ich damit, aber nicht mit dem Typen. Eigentlich ist es ja ein normaler Nachname. Gut, ihr wisst schon, der böse Österreicher mit Nachnamen heißt, dann hast du da reingeschissen. Es gibt immer noch Leute, die so heißen, ne? Die nicht mal was dafür können eigentlich. Das ist es halt. Nee, ich brauche... Ey, sonst nimm mal einfach mehr mit als eigentlich, ne? Weil ich hätte jetzt eher gesagt, wir hätten drei mitgenommen, aber nimm einfach ein bisschen mehr mit. Es waren sogar vier, die man mitnehmen. Waren es vier? Okay. So zweimal für den Tresor. Und zweimal für die Schließfächer. Ah ja, stimmt. Ich glaube, vorne war ja nur hacken, ne? Die erste Tür. Ja, beim Tresor, da musstest du ja auch nochmal hacken. Und dann gab es ja... Und wir haben vorne... Weiß ich, haben wir vorne... Die erste Tür ist mit Ding, ne? Mit Hack habe ich aufbekommen. Die Tresortür habe ich mit Hack aufbekommen. Hinten, Tresor waren zwei Türen. Ich glaube, die waren Termit. Und zwei Türen links und rechts waren noch irgendwo. Das heißt, da vier müssten richtig sein. Sind vier. Chat schreibt 6, ich glaube, wir brauchen nur 4. Weil ich habe die erste Tür aufgehackt. Ich schätze mal Treffen am Gelände, oder? Jo. Okay, ja, dann fährst du bei mir und Ivan mit. Jo. Jo. Passt. Ciao, ciao. Wie viel Termit haben wir denn? 3, ne? Ja, ich pack mal alles ein. Ich habe jetzt 3 Bohrmaschinen dabei, 3-mal Termit. Ich weiß nicht, wie viele Bohrmaschinen brauchen wir? Weißt du das? Mindestens 6 Stück. 6 Stück mindestens. Was? Ja. Dann ich nehme alles mit und ich verteile das dann einfach. Mach mal so. Ja, ich stelle dann nochmal Termit her und... Jawohl. Da bauen wir noch Handschellen, müssen wir noch herstellen und dann geht's los. Jo. Kosten auch nicht viel an Eis. Laptop. 3 Stück oder so. Laptop nehme ich auch noch mit, ein paar Stück. Ich war noch nicht, ich war mit Marc unterwegs, ich war nicht im Kleidungsladen. Irgendeiner unten in der Stadt, der mal gerade nachgucken kann. Was nachgucken? Die Klamotten. Ich weiß nur Hose 144. Schuhe waren, glaube ich, 112. Das T-Shirt war 169. Ja, wir schauen mal, wir werden, glaube ich, die große Bank machen, Leute. Sind 6. Nee, es müssen 4 sein, Leute. Ich glaube, 6 haben wir letztes Mal mitgenommen zur Sicherheit, aber ich glaube, es sind nur 4, weil wir haben die erste Tür aufgehackt bekommen. Da habe ich ja keinen Termit gebraucht. Der Tresorraum braucht keinen Termit. Du hast nur links und rechts hast du 2 Türen, da brauchst du Termit und hinten die 2 Türen brauchst du Termit. Es sind 4. Ich glaube, wir haben letztes Mal nur 6 mitgenommen, weil wir uns unsicher waren. Aber
Aber rein theoretisch müsste das Ding sein. Ihr müsste das, wie sagt man? Also eigentlich sind es 4. Also wenn ich das richtig aussehe, 6 sollte nicht sein. Weil macht keinen Sinn, weil ich habe zuerst auch gedacht, 6, und ich glaube, wir haben 6 mitgenommen, weil wir nicht wussten, ob die Tür vorne auch mit Termit ist, weil die ging mit dem Heck auf. Bin mir sehr sicher sogar. Die ging ja nicht mit Termit aus. Das heißt, es sind 4. Meinte Dynamit. Na, Dynamit brauchen wir nicht, wir haben nur Termit. Termit brauchen wir, 4 Stück. Waren 6. Ja, Leute, werdet ihr sehen, ich werde euch das GTA beweisen, es waren 4. Wir brauchen nur 4 davon. Ich glaube, wir haben zu viel letztes Mal mitgenommen. Oben ist auch ein Termit. Nee, oben ist doch kein Termit, Jungs. Wo ist denn da ein Termit? Ist oben ein Termit? Also ich könnte mich nicht dran erinnern, dass oben ein Termit ist. Habt ihr da einheitliche Maske? Nee, wir nehmen 4 mit, passt schon. Ja, wenn wir stehen bleiben, Leute, wenn wir stehen bleiben, weil ich kann mich nur an 4 erinnern. 4 Termitstellen weiß ich. Oder sagen wir mal 4 Türen, wo nicht zum Hacken war, glaube ich. In weiß. Das macht halt Sinn. Schau, einer schreibt, ihr habt 6 mitgenommen, 4 gebraucht. Das glaube ich halt auch, es waren keine 6. 6 ist safer, ja, aber ey, komm, ist egal. Scheiß drauf. Wir riskieren einfach. Wenn wir mit 4 nicht durchkommen, dann holen wir halt noch, dann holt jemand Nachschub. Dann passt das schon. Dann holt jemand Termit Nachschub, Jungs und Mädels. Das passt schon. C4 haben wir nicht. Ey, die Dark Soul, vielen, vielen Dank für die ganzen Mitgliedschaftsverschenkungen, ne? Und moin, moin, bin seit 2010 dabei. Heute hau ich mal raus. Alter, vielen Dank, der Dark Soul, nochmal mit 2x50 € in den ganzen Mitgliedschaftsverschenkungen. Da geht echt Herz hinaus. Ich hau mal einen Herzring raus, das muss mal sein. Das ist einfach ein Herz dafür, den Bree. Einmal herzlichen. Hallo. Ich sag mal, Marc, kannst du uns eigentlich mal hören, oder? Oder was? Kannst du uns hören? Du bist sehr laut, ja. Ah, oh, perfekt. Sehr, sehr laut gerade. Ich meinte wegen den, Ja, ja, ich hör super durch. Ich hab nur vorhin gelogen, weil die mir auf den Sack gegangen sind. Ja, was soll ich machen? Nee, wir brauchen Handschellen noch. Ich verteile mal, wer will bohren? Wer kann bohren von euch? Ich kann nicht bohren. Du kannst ich nicht bohren. Ich sag so, wie es ist. Erste Mal Nazio dieses Jahr. Okay, dann lieber nicht. Ja, ich kann auch nicht Geiseln bleiben, deshalb kann ich auch nicht bohren. Och, Kacke, wer bohrt denn dann? Ich kann es probieren. Dann muss der Koffer mal nur noch mal einen Crashkurs geben, dann klappt das schon bestimmt. Okay. Also der ganze X5 ist auch voll mit Bohren. Weil sonst hätte ich eine Idee. Ich habe letztes Mal ja aufgehackt. Ich habe letztes Mal alles auf einen Dings aufgemacht, beide Türen. Ich mache beide Türen auf. Erste Tür mache ich. Irgendwer muss das Termit machen von euch. Das könnt ihr wohl, oder? Ja, ich kann das Termit machen, wenn mir gesagt wird, wo. Ich am besten 2 machen von euch Termit. Also wir brauchen. Hast du welche dabei? Ich brauche 2, die mit mir zum Tresorraum gehen. Termit. Ja, ich hab genug dabei. Ich habe 2 Stück. Wir brauchen ja insgesamt 4. So, da hast du mal 1. Dann gebe ich dir auch einen Termit. Also kommst du überhaupt mit? Nee. Ich okay. Muss schon bei den Geiseln filmen. Wer kommt sonst noch mit von euch? Na, da komm. Ja, sonst gebe ich dir noch. Jetzt gebe ich dir auch nochmal Termit. Pass auf. Wo ist das Termit hier? Folgendes, wenn wir in den Tresorraum reingehen sollten, ne? Hinten im Tresorraum sind 2 Türen. Ihr macht hinten den Tresorraum die 2 Türen mit Termit auf. Sobald ich da drin bin. Ach, warte. Ich hab ne bessere Idee. Wir machen folgendes. Das ist sogar noch bessere Idee. Weil es dauert ja ein bisschen, bis ich im Tresor drin bin. Ihr kriegt beide alles an Termit. Insgesamt 2-mal jeder. Jetzt fehlt noch ein Termit. Das wird noch hergestellt. Ach so. Du kriegst auch noch eins. Also wenn wir reingehen in die Bank, ist links und rechts 2 Türen. Die eine Tür braucht Termit, die andere hat Termit. Und dort wird gebohrt. Ihr greift aber nicht die Bohrer an. Die lasst ihr. Das heißt, ihr macht dort nur die Türen auf. Mehr müsst ihr 2 nicht machen. Ich bin derweil am Hacken vom hinteren Terminal, das ist dann der große Tresor. Und da wartet ihr dann hinter mir am besten, wenn ihr mit eurem Termit natürlich fertig seid. Ihr müsst ja den Termit an der Tür platzieren. Und sobald der Tresor offen ist, könnt ihr mit mir zusammen reingehen und platziert dann nochmal 2-mal Termit an 2 Türen hinten. Das heißt, dann sind eure 4 Termit weg und ihr leert dann hinten den kompletten Tresorraum. Und ich gehe dann nach vor und gehe dann probieren zu bohren. Mit Koffermann. Mhm. Nehmen wir diesmal alles mit oder nur wieder Geld? Die versuchen alles, oder? Alles. Wir versuchen alles mitzunehmen, was geht. Alles. Weil letztes Mal haben wir ja die Goldbahn extra beigelassen. Nee, wir nehmen alles mit, was geht.
Ja, okay. Deshalb ist wichtig, schaut, dass ihr viel Platz im Rucksack habt, dass wir alles mitnehmen können. Und wie gesagt, das mit dem Termin habt ihr jetzt verstanden. Wir gehen in die Bank rein. Ich hack den ersten Terminal. Einer geht links, andere geht rechts. Ihr macht auf, geht aber nicht rein und keiner bohrt. Ihr wartet, bis Koffermann da ist. Koffermann bohrt und ich werde da später auch probieren zu bohren. Ich weiß ja nicht, weil ihr habt anscheinend noch gar keine Idee, wie wo was funktioniert, ne? Ich hab's letztens verschissen mit dem Bohren. Dann lass es lieber. Gut, dann, wie gesagt, nochmal fertig. Koffermann wird dann anfangen, unten zu bohren. Das ist der einzige, der dann bohrt, schätze ich mal. Und ihr wartet dann, Wir machen den Tresorraum auf, also ich mache den auf, ihr rennt dann rein, platziert das Termit und räumt komplett den Tresor aus, währenddessen ich auch versuche zu bohren. Und ich glaube, dann kommen wir sogar zeittechnisch gut hin, dass wir alles mitnehmen können. Wo sind denn die ersten, wo die ersten zwei Türen sind? Die unmittelbar, wenn du drin bist, links und rechts? Oder? Nee, das ist ein großer Raum. Und im großen Raum ist einmal eine links und eine rechts. Werdet ihr schon sehen dann. Okay. Es geht ganz einfach. Das kriegen wir hin. Ansonsten kann man das immer noch gerade zeigen, wenn wir da unten sind. Das geht ja fix. Wie gesagt, ich werde einen Tresor aufhacken, ihr rennt rein und leert den kompletten Tresorraum. Da ist nichts zu bohren, gar nichts. Da müsst ihr einfach nur einpacken. Und ihr müsst halt zweimal Termit anbringen. Für das Termit gibt es aber nicht irgendwie einen Zünder oder irgendwas. Nee, das müsst ihr nur anbringen. Nein, nur anbringen. Perfekt. Kurze Frage, machen wir das dann gleich, wenn alle da sind? Ja. Wenn alle da sind, machen wir dann Aufteilung für Autos? Ja, können wir machen. Ich kann zum Beispiel nicht fahren. Ja. Warte, ich muss so kurz durchfunken. Frage, macht auch jemand schnell Handcuffs, also Handschellen? Habe ich jetzt gerade hergestellt und Top. Super, danke. Wie viel hast du hergestellt? Ich konnte jetzt nur 5 herstellen und 2 Stück. Reicht. Das reicht aus. Ivan, dann fahren wir zwei mit Jesse. Oh, das wird geil, da habe ich heute richtig Bock drauf, Leute. Da habe ich richtig Bock drauf. Ja. Leute, lasst Like da, wenn ihr auch drauf Bock habt, komm, machen wir mal ein Like da drauf. Auf geht's. Ich gehe mal schnell auf Toilette. Ja. Ich habe jetzt eine schöne Toilette im Haus. Ich muss mich wirklich kurz aufs Klo. Auf Klo. Lasst auf jeden Fall ein Like da. Ich bin gleich wieder da, Leute. Gib mir 2 Sekunden, ich muss schnell pisseln. Und dann hole ich mir schnell ein Gönner-Chi. Das beste Gönner-Chi seit langem Jahr. Ich meine, wir hätten jetzt Hacker-Laptops. Wie viele? Die Frage, haben wir welche oder nicht? Ich meine ja, oder Koffermann? Koffermann?
So. Das im Regal ist ein Schwamm, ja, was ist damit? Dachte jemand, dass es eine Kartoffel ist oder was hier oben? Hä? Da hier ist eine Kartoffel. So. Ein Bohrer. Mal gucken, wie viel ich jetzt mitnehme. Wenn jeder einen mitnimmt, wird Premium. Aber Frage wegen Bohrer, bricht der immer ab, wenn man fertig gebohrt hat? Nee. Der bricht halt ab, wenn du den überhitzt. Das heißt, ich habe gleich zu viele dabei. Ja, dann kannst du mir ruhig eingeben. Willst du auch mitbohren? Ja, ja. Schaffst du das? Kriegst du das hin? Wie viel brauchst du nur? Einen. Nur einen? Und dann gebe ich, ja, du wolltest die Handschellen, oder? Genau. Ja, oder? Willst du keine zwei zur Sicherheit? Na, wenn ich verkacke mit dem, dann ist das Schließfach eh hin. Da ist ja die Bohrding dann im Schließfach. Okay. Hast du halt gekackt? Nee, verschießen. Aber hast ja mehrere Schießfächer. Und wie viele Leute sind wir denn dabei? Ja, es spawnen nicht so viele. Ja, dann wo ich ja dann noch einen. Ich gebe dir lieber, am besten jeder nimmt zwei mit, dann kann nicht so viel schief gehen. Oder jeder, der hat bohrt. Jo. Ist hier noch jemand dabei, der bohren möchte in der Bank? Ich nicht. Ich nicht, aber ich mach das mit dem Termit. Jawohl. Dann leg ich das doch nochmal runter. Im Endeffekt brauchst du, wenn du. Dann lege ich die mal schnell nach unten. Auf geht's. Nach unten. Into the Bunker. Dann das eine Termit. Hat das eine Termit schon hergestellt? Laptops und so sind hergestellt, müssten unten im Lager sein, meinte Koffermann, wenn ich mich nicht irre. Termit meine ich. Termit haben wir jetzt 5 Stück. Habt ihr es auch in die richtigen Leute als alles aufgeteilt? Jesse, du kannst mir noch eins geben. Okay. Nur zwei mit. Hacker-Laptop nehme ich. Zur Sicherheit nehme ich 3 mit. Da kann ich so viel. Oder ach komm, 2 sollten ausreichend sein. Ah, wobei, zur Sicherheit, wenn ich den kaputt mache. Ja, komm, reicht. Reicht aus. Kriegen wir hin. Ich mach das. Ich krieg das hin. Glaube ich. Wenn nicht, dann RIP. Dann war's das mit dem Raub. Dann war's das mit dem fetten Raub. Spawnen gesagt, wo ich in Spawnen gesagt habe. Was? Ich hab Spawnen gesagt? Aber hä? Wo ich gerade Spawnen gesagt? Hä? Leute, was hab ich gesagt? Ich sehe gerade Spawnen im Chat. Was hab ich denn gesagt? Entweder ich bin wieder so lost, dass ich es nicht check oder. Aber Chat schreibt spawnen, hast du gesagt. Lel. Ja, das Hast du keine Cappy auf, weil das leider durchbuggt durch die Haare. Der Laptop ist schon oben, weil die sind hier gerade noch im Tresor. Nee, ich habe hier mitgenommen, 3 Stück. Das ist der Sound of a Spende. Ups, Juwelier Ische. Perfekter Zeitpunkt. Hätten die nicht ein bisschen später machen können? Das ist echt so. Vanessa Strübig, gönn dir etwas Schönes. Und Dankeschön, Vanessa. Da Andi haut 42 aus. Vielen Dank. Merchant AD, Fake Smoke, Jana, Kerstin, Maximilian VIP geworden. Danke dafür. Julian, sauer Dank für den Euro auch. Miko Kokoro, moin. Erste Spende, bleibst du bist. Dankeschön. Kümmel Lord, auch wieder dabei. Bin auch mal wieder da. Irgendwann mal wieder mit Karl-Heinz-Streams. Liebe Grüße. Ist jetzt eine noch nicht geplant, aber vielleicht. Zum Spotten oder so. Kühl Gefrierschrank, damit Nahrung länger hält. Ist ja wurde auch schon vorgeschlagen, müssen wir das komplette Inventory umschreiben.
Seitdem fahre ich nie wieder bei Daniel. Das Reik, den Reik grüßen wir, jawohl. Und ich Dankeschön. Wieder bei Shelby. Kein Plan, kannst du auch mal kochen. Ich mach Bock drauf, Fabian. Mit Fabian. Shelby waren wir mal in der Nation. Selber bin auch wieder am heißen, diese voll Liquid Viper. Jawohl, bist der beste, cool, bleib wie du bist. Dankeschön, Liquid Viper mit dem Big Sailor. Richtig, richtig. Krass, Wunder, ich hab dich auf Insta markiert wegen Idee. Das war mehr Glück als Verstand. Vielen Dank. Ich weiß noch einmal, da ist er ab seit 13.10.2010 abonniert. Ich dachte, ich hau mal raus, Alter. Danke, The Dark Soul, ne, nochmal. Vielen, vielen Dank. So komplett frontal rein. Dominique, danke für 1,19. Lenny Müll, danke für Euro auch. Martin, friedliches Abend. Gleich wenn dann holen die Grüße zurück. The Dark Soul mit 5 Euro. Dankeschön, Matze und Franzi. Trinkspiel immer, wenn du. Wie wenn jeder reingeht. Sagst, trinken wir einen Shot. Als würde jetzt jeder reingehen, oder? Ding, 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 ding. Ja, ich glaube, wenn die ersten weg sind, dann können die ja Backup bilden. Ding, 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 so ein Ding, 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 ding. Ich habe notfalls auch noch meinen RS7 halt in der Garage. Ding, 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 ding. So viel Spaß bei der Alkoholvergiftung im Krankenhaus, meine lieben Damen und Herren. Matze und Franzi, meine Lieben. Also, die werden heute wegen mir schön eingeliefert. Da haben wir heute echt Spaß. Nee, bitte macht das nicht. Jedes Mal, wenn er Ding sagt, an kurzen. Nee, Jakob, danke fürs VIP-Werden. Jakob, auch danke fürs VIP-Werden. Ein Jakob und ein Jakob, alles klar. Juli, was geht, wie steht's? Ja, alles muss, ne? Warum ist jetzt... Was? Wieso ist denn der jetzt oben ohne? Ja, darf er doch. Darf er nicht? Ist das verboten? Wir warten und wir warten. Ich bin so froh, dass mein Auto jetzt ein bisschen Kofferraum jetzt hat. Sehr froh drüber. Kofferraum, guck. Oh ne, jetzt habe ich wieder mit jemandem gematcht. Ich krieg den Account nicht gelöscht, ist das Problem, Leute. Ich krieg den Account nicht weg. Ich hatte schon wieder irgendwie gematcht hier, guck. Das macht mich so fertig. Wolfgang hat gematcht, das ist ganz schlimm. Und ich krieg diesen Account nicht gelöscht. Schau mal, ich kann hier nicht, ich kann nur speichern, ich kann nicht löschen. Macht mich schon traurig. Tape, Schuhe waren die Crocs, oder? Ja, vielleicht für später. Aber erstmal die. Ja, das ist dann 112. Erstmal die Waffel hier. Ja, die war. Ausstatt mit dem Licht, hätte ich gesagt. Ja, mit weißen Socken. Jetzt funktioniert. Oh ja, es geht. Oh, geil. Guck mal, guck dir das Gerät an. Das ist ein richtiges Gerät, das ist ein Bröller. So muss das. Okay. Zack. Mit denen gehen wir heute in die Bank. Wird spaßig. Das wird richtig spaßig. Mit der M16. Löscht die App, ja, aber dann habe ich ja trotzdem den Account. Ich will ja den Account löschen, darum geht's ja. Das ist ja der Grund. Gibt's bei euch eigentlich schon den Anzeigenhauptmeister? Sag mir Spiegeldruck. Nee, noch nicht gesehen, aber ich habe überlegt, sowas im RP mal auszuspielen. Ja, ja. Alexander Xenger. Kannst du mich grüßen, Alexander? Jawohl. Lackjan mit 20 Euro von mit. Danke, Robert. Danke an den Jan, an den Lackjan Ali. Wollte mal fragen, wie der Server läuft. Sehr gut, wie man sieht. Zum Glück. Whitegul 107, ich liebe deine Streams. Dankeschön noch dafür. Der Paul, moin, hoffe, es wird noch spannend. Ja, ich hoffe, wir kriegen heute den Bankraub so, dass wir mal alles mitnehmen. Dann kommen wir ein bisschen Geld auf die Seite gelegt. Weil ich bin eh schon wieder komplett ohne was dabei. Das Maschtoast. Cyber Knight ist eigentlich nur PS, haben wir so vorgelesen, ne? Ja, das haben wir vorgelesen. So. Da haut noch wer Mitgliedschaften raus hier. Tim K., Leon Kandas, Killer, Urin, Luffy, Hannes, VIP geworden. Romino, ich liebe deine Streams, schau dich seit 4 Jahren. Mach weiter so, Dankeschön. Ich hab. Vielleicht ein Anzeichen, das sind so Leute. Klaus, danke fürs VP werden auch. Mathis Binder, ganz normaler Nachname. Und diesen Helm anhatten. Ey Bruder, ich hab meine Stellung zu abgegeben. Wenn hier jemand EWP Göbel heißt und jemand hat ihm den Spitznamen Göbbels gegeben, auf mexikanisches Essen angelehnt, du machst jetzt gerade so eine Büchse auf. Du machst jetzt eine riesen Büchse auf, wegen so einem Scheiß. Es gibt so viele krassere Probleme als das. Und ich sag dir, wie es ist, bei uns auf dem Server sind Nazis nicht willkommen. Wir schmeißen die Nazis bei uns raus. Wir hatten einen, der hat öffentlich auf Instagram ein Symbol gepostet. Der war mit einem Tritt draußen. Wenn du jetzt sagst, weil der Göbel heißt immer P und einer nennt ihn Goebbels,
da jetzt rumzuheulen, dass das so schlimm ist, Bruder, ich weiß nicht. Das finde ich, ja. Weil der halt Göbel heißt. Das ist eigentlich ein fucking normaler Name ist. Das ist ein normaler Name, Göbel. Also nicht, heißt ja nicht Göbels, aber einer hat ihn halt einmal Göbels genannt und dann ist dieser Joke entstanden, dass jetzt jeder zum Göbels sagt. Und das findest du so kritisch, Bruder. Also wenn man das kritisch sieht im Leben, dann hast du keine anderen Probleme. Das sind dieselben Leute, die sagen, Dreads dürfen nur Schwarze tragen. Du darfst keine Dreads haben, wenn du weiß bist. Das ist genau dieselbe Scheiße. Das ist so Abfuck, Alter. Und ich schwöre dir, ich hasse jegliche Sache von Rassismus. Ich hasse da wirklich jegliche Sache. Will ich nicht. Aber wegen sowas, das ist doch kein Ding, Alter. Der heißt halt Göbel, der Typ. Und einer halt hat damals einen Joke gerissen und ihn damals Goebbels genannt und dann sagen halt alle zum Goebbels. Aber das ist doch nichts Verwerfliches, wo man ja sagen soll, das ist so schlimm, da muss man was jetzt gegen machen, Alter. Immer diese Woke, ohne Witz, also, da muss ich ehrlich sagen, ich hasse links und rechts. Ich hasse beide Seiten, weil ich beide Seiten nicht ausstehen kann. Ich hasse diese ganze links hasse ich und rechts hasse ich. Ich bin so den Typ, ich will einfach keine Extremisten. Ich hasse Extremismus über alles, wirklich. Ich mag das nicht. Aber jetzt zu sagen, dass das ein Problem ist, da wäre ich jetzt mad, Alter. Wirklich. Weil ich habe selber schwarzen Humor, muss ich euch ehrlich sagen. Ich habe schwarzen Humor. Ich mache das auch nicht auf YouTube, dass ich jetzt irgendwie Jokes über Sachen mache oder so. Aber wegen einem Namen, weil der Göbel heißt im RP, sorry, Alter, wenn das dein Problem ist, mit dem du dich jeden Tag befasst, dass du sagst, das geht gar nicht, dann hast du echt keine anderen Probleme im Leben. Weil es gibt wirklich echte Probleme wie echten Rassismus, wo man drüber nachdenken soll, was da ist und man sollte vielleicht aufklären, was damals so alles passiert ist, aber wegen einem Namen, weil einer Göbel heißt, alter Bruder, krass, da jetzt so eine Welle zu machen. Wie sieht doch mal meine Freundin aus, Alter. Du musst das, ja. Oh, nee. Dann, wenn du happy bist, dann banne ich den Typen raus oder muss ich jetzt sagen, soll seinen Namen umbenennen in ich weiß nicht was. Das ist einfach so krass. Weil ein MRP so heißt, Alter, und der heißt ja nicht mal exakt so. Wollen wir mal gucken. Wie ist denn der Typ eigentlich im vollen Namen? Ja, die meinen halt die ganze Zeit diesen Josef Goebbels, der heißt ja nicht mal so. Der heißt ja im RP nicht mal so. Und einer hat einen Joke drüber gemacht, weil sein Name so ähnlich ist. Der heißt halt Göbel. Und das findet der Bruder jetzt so schlimm, Alter. Und weil ihn halt einer Goebbels jetzt genannt hat. Das musstet ihr auf der Zunge zergehen lassen, wir haben echt keine anderen Probleme. Und der spendet da auch das noch, dass das ein Problem ist. Er sagt nämlich ganz normal nach, der heißt ja Göbel, der heißt ja nicht mal Goebbels. Hä? Ach, alter Schwede. Was ist denn das für ein Ei, Alter? Warum leuchtet das grün? Keine Ahnung, das ist ein Hä? Aber ja, wir sollten vielleicht echt alle Leute umbenennen, weil es gibt tatsächlich auch Offiziere, die damals Müller geheißen haben. Die sollten wir vielleicht auch. Also den Namen Müller finde ich verwerflich. Schauen wir mal. Was gab's denn da so alles? Was ist mit Heinrich Müller? Der SS-Oberführer. Ja, was ist mit den ganzen Müllers auf dem Server? Darf jetzt keiner mehr Müller heißen? Glaub, sind wir jetzt schon so weit? Nur als Beispiel. Ich will es euch nur sagen. Da darf sich jetzt auch keiner mehr Müller nennen auf dem Server, weil sonst irgendein Vollidiot daher kommt, bei mir reinspinnt und sagt, der Name ist kein normaler Name. Das ist problematisch. Das kannst du nicht ausdenken. Das kannst du dir nicht ausdenken. Ich hab nur ein Video bekommen, wo irgendwelche... Nee, da krieg ich die Krise. Also ich kann verstehen, dass wir jetzt hier keinen haben, der jetzt Adi irgendwas heißt. Das verstehe ich. Ja, ist okay. Weil das ist obvious, aber einer, der Göbel heißt, nicht mal echt heißt wie dieser Typ, das ist halt was ganz anderes, Bruder. Ich würde sagen, jetzt auch, schau mal, wenn der jetzt wirklich so heißen würde, oder einer heißt Heinrich Müller, ja, okay, dann ist es okay, dann sage ich ja raus damit. Aber wenn einer jetzt heißt Matthias Müller, was soll ich denn da machen? So, weißt du? Also das kannst du nicht ausdenken. Das kannst du nicht ausdenken. Mit welchen Fahrzeugen fahren wir überhaupt? Also man merkt, die Welt hat keine anderen Probleme. Das ist echt Schwachsinn. Das ist wirklich Schwachsinn. Aber ich reg mich, sorry, dass ich mich darüber aufrege, aber es ist ja nicht der Einzige. Weißt du, man muss eh schon so aufpassen, was man sagt. Man muss eh schon so aufpassen, weil du wegen jeder Scheiße wirst du heutzutage kritisiert.
für jede Scheiße. Und deshalb, ich bin ganz ehrlich, deshalb, ich mache auch keinen Politik-Content oder so auf meinem Kanal. Ich spreche das auch sonst gar nicht an, weil ich da überhaupt keinen Bock drauf habe. Weil heutzutage, ey, die Leute zerfleischen sich gegenseitig. Die linke und rechte Seite, beide. Das geht immer hin und her, leider, ne? Deshalb, ich halte davon nichts. Wahrscheinlich auf Geiselsuche gehen. Irgendwie dauert es immer. Ach, das ist immer was. Ganz komisch. Reg dich nicht auf. So. Nee, aber sowas regt mich auf. Insgesamt, das ist so schlimm, dass jemand einfach. Der heißt ja nicht mal wie dieser Typ und der regt sich auf, dass der so ähnlich heißt. Das musstet ihr mal auf der Zunge zergehen lassen. Weil ich sage, das ist halt ein normaler Nachname, was es ja auch ist. Genauso wie Müller ist ein normaler Nachname, ist das ja auch ein normaler Nachname. Und sich da darüber aufzuregen, sagen, nee, das ist nicht so, das kannst du nicht sagen. Das ist krass, ja, dann nennen wir ihn namenlos, ja. Dann nennen wir ihn einfach um zum Müller. Stoppen, ich muss. Dass der Nächste kommt und sich beschwert, dass der so heißt. Nee. Da müsst ihr dich selber bannen, den Rumpe. Ist Rumpe auch ein schlechter Name? Lass uns kurz gucken. Gab es einen Offizier Rumpe? Wir hoffen, dass heute gut ist. Wenn er heute gut ist, einen guten Tag hat, sonst war ich mit Marc. Ich war einfach mit Marc. Ey, kannst du die ganze Liste durchgehen, was da alles für Namen damals gab, ey, die daran beteiligt waren. Also fährst du selber? Wo kann ich denn fahren, Alter? Ey, aber genau das meine ich, Leute, deshalb die. Ja, nee, Politik ist so scheiße. Glaube ich, ein bisschen kritisch. Und können sich Menschen nicht einfach so gern haben, wie sie einfach sind und gut ist? Wir sind auch da wegen Zocken, genau, wir sind auch nicht da wegen Politik. Aber ich sage euch deshalb, ich fasse das auch gar nicht an, so das Thema Politik, weil das ist Schwachsinn. Weil das ist, wie sagt man so schön, Plus und Minus bei Magneten zieht sich an. Jetzt nichts mehr sagen, dass jemand gut fährt, weil. Das ist aber in einem schlechten Zusammenhang. Ich hab keinen Namen gesagt. Das zählt nicht. Ich hab keinen Namen gesagt. Und wie sieht's denn jetzt aus? Weil wir brauchen ja jetzt eine Fahrzeugzuteilung, sonst wird es ja nichts. Wann zieht ihr durch? Ja, ich warte jetzt noch auf die Dings, die noch warten, ne? Wir brauchen ja noch die. Der Geschichts-RP. Ja, machen wir Geschichts-RP. Genau. Sonst wird gecancelt, ja. Ich muss mal einen Rennfahrer helfen. Alter, der Server wird gecancelt, weil jemand Göbel heißt. Das musst du dir mal vorstellen. Einer heißt Göbel auf dem Server und der ganze Server ist gecancelt. Und ihn aus Choke jemand Goebbels genannt hat. Das musst du dir auf der Zunge zergehen lassen. Ja. In Real Life gibt es ja auch Namen, die man seinem Kind nicht geben darf. Ja, das verstehe ich. Aber du, ich sag auch nichts, wenn jemand sein Kind. Also, da muss ich auch sagen, wenn jemand sein Kind Adolf nennt. Das heutzutage, okay, verstehe ich, das ist nicht so geil. Verstehe ich. Das ist, ja. Das ist, ja. Ist eigentlich ein normaler Name gewesen früher. Aber jemand hat es verhunzt. Genauso, das Krasse ist ja, das Hakenkreuz an sich war ja eigentlich ein schönes Symbol. Das findet man im asiatischen Raum immer noch. Das ist kein Joke, nur andersrum. Das wurde halt abused, kann man sagen. Deshalb, wenn ihr in den asiatischen Raum guckt, ihr werdet überall Hakenkreuze sehen, aber in die andere Richtung. Weil das dort ein Symbol im positiven Sinne ist tatsächlich, ne? Also man kann sich leider auf der Welt alles so hinrichten, wie man möchte. Weil, ey, es ist eigentlich auch echt so dumm, ne? Aber Menschen. Also eigentlich ist es ja auch so dumm, dass man sagt, ja, der Name Adolf, aber man versteht dann wiederum, ja, man weiß, dass es eine Person gab, die hat Scheiße gebaut, so. Und das ist dann nicht so schön, wenn du dein Kind einfach so nennst, ne? Weil du dich dran erinnerst, natürlich. Schon klar. Das ist ein Kreuz des Friedens. Und das ist so die Ironie dabei, ne? Das ist so ironisch. Das ist so diese Ironie dabei, ne? Krass. Stimmt, man darf sein Kind nicht Joghurt nennen. Das ist das Problem, das ist ein Problem, das ist wirklich schlimm, weil ich wollte mein Kind Joghurt nennen, weil ich bin der Kurt. Und dann kommt der Joghurt, weißt du? Ich darf mein Kind nicht Joghurt nennen, das macht mich voll matt. Das macht mich wirklich matt. Hey Jungs, Kopfhörer hat er ja gesagt, dass ich mein Kind nicht Joghurt nennen darf. Ich wollte ihn auf Marc. Achso, ihr wart auf mich, ich dachte, ihr seid doch immer am Herumdingsen, sorry. Also tut mir leid. Bist du heute gut drauf? Ich bin gut drauf, ne? Warum? Also was Fahren angeht, meine ich. Nee, das bin mir jetzt immer weggekommen, also ja, vielleicht, maybe. Gut, dann fahr ich mit dir. Hast du was zum Abkleben?
Das ist wieder falsch mit dir. 44 Klebeband haben wir irgendwo, glaube ich, noch. Ja, irgendwo ja, ist gut. Warte, ich gebe. Hast du das hier? Ich habe eins, ja. Ich habe noch so 5 im Handschuhfach. Top. Kind liegt, ja, ich wollte mein Kind echt Joghurt nennen, das macht mich traurig. Ja gut, dann fährt Ivan mit Marc. Ich fahr auch mit Marc. Ich hab genug Platz, ich hab 4 Sitze. Und der Wagen geht wie Schmitz Katze. Ja, Jason fährt bei mir mit, ja das passt. Dann haben wir 3-3. Ja, Marco noch, ne? Marco, oh, Marco. Du musst mal gerade bei Koffermann. Fährt der Motorrad? Nee. Koffermann, mit was willst du fahren? Eigenem Auto. Ja, dann ist er gut. Dann passt das. Ich hab noch einen Platz frei. Beziehungsweise theoretisch. Ein Ball hat dann die Leute, die Müller heißen, ne? Wir dürfen jetzt keinen Müller nennen. Dann dann los, ne? Ja. Noch kurz Bauch vollschlagen und dann auf geht's. So würde ich auch sagen. Würde ich mich als haben wir, zurückhalten, oder? Haben wir Plan B, wenn irgendwas nicht funktionieren sollte? Ist wer außenstehend da? Unser Backup. Alles Backup klar. Bei, ganz gut, Daniel. Super. Ist Backup. Dann sind wir ready, haben wir alles da, ne? Außer die Pakete, die wir noch abholen müssen. Die Pakete holen wir jetzt. Wo hast du denn meinen Raptor hingestellt von eben? Der steht immer noch da hinten in der Grove. Oh, wunderbar. Warte, ich kann dir gerade. Bist du mit dem da? Nee, da ist meiner. Gar kein Auto hier. Wo ist mein Auto? Steht vorne. Ich nenne mein Kind A10 Warthog. Wenn du den Sound hörst, weißt du, es geht ab. Gewinnt, so bist du? Bist du schon weg? Ja, ja, bin schon weg. Bin den Standort von dem Raptor gebraucht. Halt dich erstmal nur bereit, eventuell für Abholungen. Man darf sein Kind nicht Schlüpfer nennen. Ja, das das sind echt Themen, die sind hart. Ich jetzt schon Kennzeichen abkleben? Das wäre, glaube ich, keine schlechte Idee, ne? Warte, ich mach das hier irgendwo unterm Busch. Ich durch. Ich glaube, wir müssen aussteigen. Oder Gelände? Netz unterwegs. Beide, ja, danke. So auf Geiselsuche, ja. Wir wollen noch gerade Bauch vollschlagen und dann geht's los. Ab geht die Luzi. Was macht ihr? Noch kurz ein paar Sandwiches holen. Elon Musk XAI, das verstehe ich auch nicht, wie er das durchgekriegt hat, ne? Elon Musk mit seinem Kind. Das arme Kind. Haben wir schon Pakete oder fehlen die noch? Schlüpferessen ist fertig. Ich hätte mein Kind Robert, da kann ich immer Danke Robert sagen. Ich muss ja gerade tanken. Wie viele Fahrzeuge haben wir dann an der Bank? 3, glaube ich. Wie viele Personen gehen rein? Das sind alle 4 Sitze. Ich glaube 7. Müssten 7 sein, ja. Ich vergesse ja, ich hab ja kein Kennzeichen dran, ist egal, wie ich rase. Ich wollte gerade sagen, du bist eh nicht geblitzt. Ey, braucht jemand von euch Handschellen? Gibt's. Leg sie in den Handschuhfach, dann kann. Ja, ich leg die rein, warte, ich fahr schnell woran. Leg die rein. Kann sich der Beifahrer die nehmen. Oh nee, ich hab nur noch ein Stück, das wurde aufgeteilt vorhin. Na, never mind. Ja, ist okay, wir brauchen doch nur einen Platz. Ja, ja, nee, passt schon, hab schon. Dann nehme ich sie. Dann ich nehm den nächsten fest, okay. Ich finde. Ja, erstmal einen Laden, ein bisschen Essen holen und dann los, ne? Yes. Ich glaube, das ist PD von uns. Nein, nein. Oh, mein Jungs. Ja, dann fahre ich da mal ran, ne? Ja. Beschäftigt. Vielleicht haben wir ja nochmal Glück, dass jemand in die Bank geht. Das möglich. 310. Oh. Aua. Stock ohne Tuning, Bruder. Wie teuer war der jetzt, der Panamera? Wir haben ja sonst keine Probleme auf dieser Welt. 330. Aber immer PN Göbel geht gar nicht und Müller auch nicht. Soll ich den Namen einfallen lassen? Gibt's, dann komme ich irgendwann drauf, es gibt einen Officer Mark Rumpe irgendwo. Ne, Offizier Mark Rumpe. Na, dann kann ich's vergessen. Dann war's das. Dann werden wir gecancelt, Leute. Dirk. Hat es einen Grund, wieso sie einerseits maskiert, sind sogar 3 Herren und mit abgelegten Bleiben Sie mir bitte da stehen.
Nö. Gut, dann würde ich Sie einerseits bitten, dass Sie einmal stehen bleiben. Wir fahren. Guten Tag. Ja, Digga! Perfekt, direkt die Kopf am Arsch! Und schnelles Getaway, ne? Mhm. Ja, was soll ich denn machen, Alter? Haben wir zufällig noch Handschellen im Lager? Ich hab ehrlich gesagt keine Ahnung. Ich weiß nicht. Haben wir jetzt eigentlich genug Bohrer dabei? Die stehen da noch. Die stehen da immer noch, die sind sich immer hinterhergefahren. Der dachte sich so, ne, komm ich hier nicht hinterher, da bleib ich aber stehen. Krass. Ivan, habt ihr jetzt da alle Laptops abgekommen? Kein Rumpel, hab ich bereits gerufen. Ja, dann kann ich ja nicht, Gott sei Dank, kann dann ich nicht gecancelt werden. Zum Glück. Frag nach. Zum Glück kann ich nicht gecancelt werden. Aber es gibt sicher einen Offizier Karl-Heinz, gibt's hundertprozentig von damals. Da muss ich aufpassen. Mit Karl-Heinz werde ich uns gecancelt, Leute, weil der Karl-Heinz heißt. Hundertprozentig gibt's da einen. Marc? Ja. Hast du die Hacker-Laptops bei? Alles dabei. Marc hat alles bei. Du hast 6 Laptops erstellt. Dann werden wir mal eine Blacklist einfach aufführen auf dem Server, welche Namen man nicht mehr haben darf. Ey. Oh, ich konnte nicht geblitzt werden, zum Glück. Aber eine ganze Blacklist von Offizieren, die es damals gegeben hat. Und die dürfen dann nicht mehr auf RLO spielen, die Namen, also Nachnamen vor allem. Danke dir. Gibt es. Ja, siehst du, Karl-Heinz? Ich werde schon mal wegen Karl-Heinz gecancelt. Wir werden wegen Müller gecancelt, wegen dem Göbel gecancelt. Wegen was werden wir noch gecancelt, Leute? Cancel Culture on its best way. Wir können leider nichts dafür, dass es sehr viele deutsche Nachnamen gibt, die damals da involviert waren. Da kann da keiner was für. Das ist halt. Deutsche Nachnamen sind deutsche Nachnamen. Und deutsche Namen sind deutsche Namen. Fragen, aber ja, wir werden alle gecancelt, ich sehe es schon kommen. Ne? Wir werden für deutsche Nachnamen werden wir gecancelt. Das ist logisch. Oh, guck mal. Was ist mit dem? Okay, der ist bestimmt keiner von der Pizzeria. Sollen wir zu durchziehen? Mal gucken, wo der hinfährt als nächstes, ne? Ja, warte, ich fahr doch mal weg. Ich tu mal so, als würde mich nicht interessieren, so, weißt du? Der fährt hier in den Norden. Der Taschentuch, ja. Ach Leute, es gibt so viele Sachen gerade im Leben, dass ich bedenke, es gibt so viele Problematiken gerade. Aber ich glaube, die drücken ganz schnell den Dispatch. Und wir wollen einfach nur Spaß auf dem Server haben. Mehr wollen wir nicht. Wir wollen einfach Spaß haben. Für Polizei. Ich glaube, das sind die vom Juve. Ich glaube auch. Möglicherweise, ja. Aber man darf doch Emily heißen. Schmidt, stimmt, Schmidt, Oberleutnant Schmidt. Jetzt, auch einer der Schmidt wird ja auch gecancelt. Meine Anmeldestelle. Das ist ja auch kein normaler Name. Also laut der Donation ist das auch kein normaler Nachname. Schmidt. Schmidt ist, da gab es ja so viele Schmidts damals auch. Das wäre vielleicht eine Möglichkeit. Ich mach nochmal hier mit Frauen. Der hat beim PD auch Schmidt, ne? Und der dann bei uns war. Gecancelt, Leute. Auscanceln, geht schon. Der nächste. Der Server muss dicht machen, der muss gecancelt werden dafür. Wird for real so. Aber wisst ihr, aber jetzt merkt ihr eigentlich, wie lächerlich das eigentlich ist, ne? Das ist krass, dass sich da Leute beschweren. Das ist wirklich crank, ist das. Wie lächerlich. Schmidt ist ja genauso ein komplett normaler Nachname so. Da merkt man, wie dumm das manchmal ist, aber deshalb, es gibt so viele andere Probleme, aber das ist das Problem, dass jemand Schmidt heißt. Oder Müller. Oder Göbel. Das sind die Namen, die müssen wir auskauen. Die können weg. Die werden alle gecancelt. Wir distanzieren uns davon, ja. Wir distanzieren uns von jedem Müller und Schmidt. Sowieso.
Da distanzieren wir uns komplett von. Von diesen Namen. Ich distanziere mich von allen deutschen Nachnamen. Und Vornamen, weil Karl-Heinz ist ein Doppelname. Da werde ich mich auch strengstens davon distanzieren. Es wird kein Karl-Heinz mehr kommen aus diesem Grund. Sorry. Marc, du musst auch dran denken, zu fragen, wo die Person arbeitet, ne? Ja, du, haben wir das mal relativ auch gut hinbekommen. Die haben gesagt, wenn wir nochmal Pizza haben wollen, dann sollen wir sie jetzt besser nicht mitnehmen. Das, ja, ja, wir haben jetzt mit der Pizzeria ja eine Vereinbarung. Jawohl. Die nehmen uns nicht und wir nehmen die nicht. Darf jemand das drin, ja? Ist ja auch verständlich. Ich geh nochmal auftanken, wir haben nur die Hälfte Tank. Mann, der wäre so perfekt, wäre der nicht eingestiegen, im Moment hätte man den direkt gepackt. Ja, ist so. Wie sieht's bei euch aus mit den Paketen? Jesse ist gerade noch im Bus, ja, und dann machen wir uns auf. Ey, aber Cisco hat ja auch voll das Ding bekommen wegen diesem einen Video da, ne? Mit diesem Adi da drauf. Wir bräuchten ja eigentlich nur zwei Pakete. Mindestens. Der hat voll kassiert, ne? Weil er das gemacht hat, so ein Video. So viele, wie wir kriegen können. Aber es ist klar, wenn du so, ich sag mal. Wenn du so einen Content machst, also das ist ja, wie sagt man, das ist ja nicht ernst gemeint, das ist ja Satire. Und Satire ist immer ganz kritisch, also wenn du Satire-Content machst, wo du dich, gibt ja auch im deutschen Fernsehen, wo sich Leute als Ding verkleiden, ne, mit allem drum und dran, Switch zum Beispiel, das halt Satire ist. Das ist halt auch immer so ein Thema, ne, wo viele Leute sagen, das geht gar nicht und so, und ich denk mir so, nee, das ist Satire, das ist ja nichts Böses, der tut ja nichts. Und ich glaube, viele können das auch nicht ab, Satire oder Ironie vor allem. Sehr viele checken, dass sich das etwas ironisch gemeint ist und nicht ernst gemeint ist. Genauso wie dieses, dass der Göbel heißt und einer sagt, ja, Göbel ist das halt, wer sich über den halt lustig macht. Muss ich mal irgendeiner tanken fahren, so wie wir. Positiven Sinne, ne? Und da hat ja Cisco hat ja voll auf den Deckel bekommen von ein paar Leuten, habe ich mitbekommen, für dieses Satire-Video. Und ich mir denke, okay, kritisch. Aber deshalb, ich mache keine kritischen Videos. Das ist bei mir, ich bin auf meinen. Ich will ja eigentlich überhaupt nicht in die Politik hier gehen mit dem Kanal, so 0,0. Deshalb, ich lasse das eigentlich immer. Aber wenn ich halt schon so Nation kriege, dass das schon grenzwertig ist und so. Das ist halt das Ding, ne? Mein Gott, ey. Steht er da 5 Stunden vor der roten Ampel? Ich glaub's nicht. Die Hupe ist so schön, ne? Ich wollte gerade aussteigen und die mitnehmen. Ja, ich hab überlegt, aber dann, weißt du, ich dachte mir so, nee. Das war nicht der Richtige. Ey, warte, ich hab eine Idee. Oh, ich glaub, Kurt, hast du die Grafikmod drin? Ja, die ist drin. Alles gut, die ist drin. Themenwechsel. Nee, ich finde, das ist schon gut, wenn wir das ansprechen. Alles gut. Ist alles nice. Ich habe jetzt nur mal meine Meinung dazu geäußert und gut ist, dann ist das auch weg vom Fenster. Weil Themenwechsel, das mach immer noch ich hier. Okay? Immer noch ich. Wisst ihr was? Wir machen Themenwechsel. Ich rede gerne über Unterhosen. Leute, habt ihr Boxershorts an? Slips? Oder was trägt ihr denn so alles Schönes? Bitte nur Leute über 18 antworten, weil sonst kriege ich da den nächsten Cancel Culture Schock des Lebens. Och, Kacke. Stell dir mal vor, der schreibt mir einer rein hier. Das ist jetzt nicht falsch gemeint. Ich wollte einfach ein Thema wechseln, okay? Habt ihr Boxershorts an? Habt ihr Slips? Kurze Info von mir. Ich glaube, ich habe mit 12 habe ich noch solche Slips getragen, Alter, weil meine Mutter mir die gekauft hat. Und irgendwann habe ich da Boxershorts gehabt. Oh, nee. Das war aber so peinlich, ey. Das ist mir erst aufgefallen, ey. Das war, ich weiß noch ganz genau, Turnunterricht. Im Turn, ich war 12 oder 13 war ich dann noch, 12, 13. Und ich war einer der Einzigen, der solche Slips hatte, weil meine Mom die mir gekauft hat. Und alle hatten Boxershorts an. Ey, und dann kommt einer zu mir, also mein Kumpel kommt zu mir und sagt, ey, hast du jetzt wirklich noch diese Unterhosen da? Und ich so, ja, warum? Ja, guck mal, hier alle Boxershorts, das ist schon komisch. Und dann habe ich meiner Mutter gesagt, dass man bitte Boxershorts kaufen. Weil alle anderen auch Boxershorts hatten. Und ich fand die übelst unbequem, weil alles da rumgewickelt ist da drin. Und ich fand diese Slips eigentlich immer ganz angenehm. 1 Kilometer noch. Weil da das Biest natürlich schönen Halt hatte. Und ja, dann hatte ich Boxershorts an. Das ist die Frage, ist das jetzt mein Auto oder nicht? Oder was? Ich muss das Kennzeichen gucken. Obwohl, du hast dich ein bisschen lange gewichst, sag dir ehrlich. Was ist mit dem? Will tanken, was? Hier steht nämlich Steak
X5. Da muss ein Tattoo-Studio drin sein oder Klamotten haben, ich weiß es nicht. Komm, wir nehmen. Guten Tag, der Herr. Guten Tag. Haben Sie Lust auf ein bisschen Action? Nehmen Sie mal die Hände hoch! Das seid ihr eigentlich nicht. Was für eine Unterhose tragen Sie? Für wen arbeitest du? Drehen Sie sich um! Ihr schon wieder selber. Ist ja noch eine, ja. Drehen Sie sich um! Schön, Boxershorts, schön. Das gefällt mir. Ich arbeite für niemanden, ne? Ja, natürlich arbeitest du für niemanden, deshalb nehme ich jetzt auch mit. Oh, nicht so hart, Junge. So, komm mal hin. Jetzt zum Auto, frech? komm. Nein, nein. Oh, Junge. Wenn das Zelt Auto hier steht. Machst du auf? Na, ich mach doch gleich auf. Perfekt, komm zweit. Für wen arbeitest du? Wir arbeiten, wir haben 100.000 Schulden. Ja, ist mir egal, wie viel Schulden sie haben. Ey, was ist mit dem da vorne? Wo kommt der denn her? Nimm mal auf die Schulter. Ey, Jungs, damit ihr Bescheid wisst, ich habe eine Waffe, aber... Ja, du kannst ja nicht viel machen, oder? Nein. Ja, probier mal. M10. So knapp bei Kasse sind wir, dass wir sogar eine M10 müssen kaufen. Das ist traurig, das ist wirklich traurig. Ach nee, eine Glock 17 habe ich auch, sorry. Ah, okay. Also wir hätten zwei Pakete. Check. Noch zwei weitere, oder? Ja, weiß nicht, wenn ihr welche auftreiben könnt. Ich hoffe mal, dass ihr gut gegessen habt und getrunken. Ich hoffe auch. Hoffe ich auch. Knapp, natürlich. Aber geht noch fit. Was knapp geht noch fit? Hast du jetzt noch ein bisschen oder was? Weil sonst muss ich irgendwas holen. Ich hab noch was für die. Kein Problem. Okay, alles klar. Darf ich mir aber gleich meine Hose wieder anziehen? Nein. Nein, du bleibst in der Unterhose erstmal. Gott sei Dank hast du Boxershorts an. Leben ist hart, oder? Also wirklich meine Dinger. Das ist dir selber ausgesucht, das ist schön, Alter. Ja, zum Glück nicht meine Pinken, hab ich gesagt. Die Tangas bei Victoria's Secret sind gut. Von Maron, da wünsche ich dir viel Spaß damit. Ich war noch nie in so einem Laden, ich war noch nie in Victoria's Secret. Da muss ich mal reingehen. Gibt's bei Victoria's Secret eigentlich auch was für Jungs? Ich war noch nie in so einem Laden. Ich kenne ihn von The Office. Also ich bin gerade bei der Versicherung. Und nicht anfahren. Nö. Da vorne steht. Da steht ein schönes Auto, hast gesehen. Ich hab geguckt, ob was vorne steht. Steht was Schönes. Mach er da war an, Bro. Nee, ohne ist lustiger. So schön schwarz. Dann warten wir hier, oder? Dann chillen wir hier ein bisschen. Ja, genau. So, wer von euch braucht jetzt Essen, von euch zwei Haschspulanten? Ich hinter dir. Wer ist ich hinter dir? Du mit den Fesseln, oder was? Ja. Oh, das wird jetzt aber lustig mit der Fessel. Komm, steig. Achso, du kannst ja nicht aussteigen. Kann ich. Ich wollte gerade sagen, du musst... Ja, krieg ich hin. Alles cool. So, pass auf, ich durchsuch dich jetzt. Alles klar, ich betatsch dich jetzt mal. Aufpassen. Durchsuch den auch mal. Ja, ich nehme dir mal alles ab. Ah, ich sehe, eine kleine Waffe hast du hier, ne? Ja, und eine Glock 17. Ja, muss ich dir leider abnehmen, Bruder. Da komm ich dir wieder. Lass den mal runter und... Ich glaube eher nicht. Ey, Bruder, hast du einen Waffenschein? Vielleicht. Hast du einen? Jo, Ratso, bei der Versicherung. Das ist die Sound, wir haben die jetzt, wir haben dir eine Frage gestellt. Ja, nein. Ja, das ist doch besser, wenn wir sie behalten, oder? Weil du kommst dann in die Arme der Cops. Ah, ja, okay. Ah, dann behalt die. Ja, weil sonst kriegst du noch Probleme, oder? Ich kann sie dir wiedergeben, aber schau mal. Nee, alles gut. Pass auf, dann nehmen dir die Cops die ab und du zahlst Strafe und kommst in den Knast dafür. Willst du das? Ja, willst du das? Ja, ich mach dir, Bruder, ich mach dir gerade gutes Angebot, dass ich dir die abnehme. Ich kann dir auch drin lassen und drauf scheißen. Alles gut. Alles cool. Nee, kann ja nichts. Dann dreh ich nochmal um. Okay, Chef. Oh, ich mach mal den Kollegen nochmal drüber schauen. Ist der I? Und dann trinkst du was, okay? Und mach keine falsche Bewegung oder so. Kein Problem. Hast du was zu essen?
Zu essen nicht, aber zu trinken, ja. Musst du was essen? Brauchst du was? Nehmen wir mal weg. Ja, wird schon ein bisschen knapp. Ja, warte, ich schau mal schnell. Was willst du mit zwei Handys? Ey, oh shit, ich hab nichts zu essen dabei. Er hat jemand was zu essen dabei? Meins Reserve, ne? Leider nein. Ich hab was zu essen dabei. Ja, kannst du dem Essen geben, ein bisschen den Typen da hinten? Ja. Top. Ich nehm die SIM-Karte aus dem Handy und, warte, und das Funkgerät nehme ich dir ab. Ja, natürlich. Ach, warte, stimmt, du hast ja nur sein Handy. Noch auf dem anderen. Nimm mal die Hände hoch. Handys sind die SIM-Karte raus. Nee, ich nehm sein Handy ab, alles gut. Nichts mit SIM-Karte rausnehmen. Also wir werden bereit zum Anfang. Wir brauchen noch einen Moment. Was? Ey, kannst du ihm Essen geben schnell? Perfekt. Ja, Mann. Dann soll der schnell essen, dann nehme ich den wieder fest. Genau so. Kann ich aber meinen Helm ausziehen, bitte. Schon mal wieder. Bei der Lazio, wir können anfangen. Bitte schön. Hier steht noch ein Auto. Du bleibst aber schön in Unterhose, dass du mich verstanden hast. Bleib in der Bank drin. Nee, jetzt nicht. Darf ich meinen Helm ausziehen, zumindest? Den kannst du ausziehen, weil ich weiß nicht, wie du aussiehst. Zieh mal aus. Mit den Spoten können wir den auch noch einsammeln. Oh nee. Digga, zieh den Helm. Ey, zieh den Helm einfach wieder an, Bruder, bitte. Warum? Zieh ihn an, zieh ihn einfach an. Zieh ihn bitte an. Komm. Danke. Danke. Besser. So, dreh dich nochmal um. Passt. Staugen Sie den Saug? Ja. Okay. Team BMW? Wir müssen ein bisschen Inventur machen, weißt. Achso. Können wir schon anfahren? Schlauch noch. Super. Wir fahren jetzt an. Check. Abdo, auch anfangen. Ja, das ist doch der Ananas-Typ. Ich hab ihm gesagt, direkt wieder aufsetzen. Was will ich denn noch rausholen hier, ey? Kein Bock auf das. Auf geht's. Ich hab richtig viele Geiseln, Alter. So, rein da. Leute können noch rein da. Hey, die Drifty ist überfallen. Komm rein jetzt, bisschen schneller. Okay, Chef. Wir gehen hin, Platz, ja? Okay. Jawohl. Ich will mal nicht ehrenlos sein, ich lasse mir mal das Handy, das Funkgerät, je nachdem. Bau das, keinen Scheiß, okay? Das ist ja, alles gut. Ihr könnt mir auch gerne. Ich meine, die SIM-Karte, die gut ist. Also ganz schön viele hier. Hui. Google, dann irgendwer das Handy raus. Das Geodreieck vom letzten Mal. Mr. Kotelett, Geodreieck. Alle mitkommen. Die Geiseln. Dann ziehen wir durch. Nochmal mitkommen. Wir machen das so, dass die auf der Treppe sind. Jawohl, ziehen wir durch. Die Geiseln nochmal mitkommen. Alle hier rein. Alter, wie die Knochen. Kann mir mal meine Fesseln abmachen, bitte? Oh, ja. Hast du Hunger, oder wie? Jemand noch einen Bohrer? Er doch gerade das gegessen, du bleibst jetzt im Fesseln. Ja. Der will sich nur wieder seine Hose anziehen. Da runter, ihr stellt euch jetzt alle da hin. Runter da. Und wartet dort. Ach, allein. Wirklich einfach hier stehen bleiben und mehr nicht. Ja. Denk schon. Alles klar. Wunderbar. Er wollte uns seine Boxershort zeigen. Jo, hier. Jürgen, du machst das, ne? Easy. Jürgen, du stellst dich da am besten nach oben hin, weil dann könnt ihr dich auch nicht überwältigen. Ja. So, stopp, GmbH und Coca, geh, guck das mal. Wir machen nochmal einen Plan, wie wir das angehen, okay? Nicht, dass wir jetzt hier einen Hühnerhaufen haben. Soll ich hacken? Ah, ich glaube, der hier kann das recht gut. Ich kann das. Das war richtig schnell. Ich hab's letztes Mal gut hinbekommen, pass auf, also. Zwei Leute bleiben. Hört ihr mich alle? Ja. Sind wir jetzt alle, die hier reingehen? Wir sind jetzt zu fünft, ne? Ich hab jetzt. Also, wer ist denn mit Termit hier? Also, ich hab Termit. Ich auch. Wie viel habt ihr? Perfekt. Wie viel Termit? Okay, dann. Jeder zwei. Ich hab zwei. Und du? Okay, dann muss einer rechts, einer links. Ja, ich hab drei. Du hast drei, okay, pass auf. Einmal da hinten links, einmal hinten rechts. Ihr macht das auf. Mhm. Ihr bohrt nicht. Du bohrst, ne? Jo. Bohrt sonst noch jemand, außer wir zwei? Ja, okay. Ja, auch noch. Okay, dann ihr zwei bohrt direkt. Ich mach hinten Tresor auf, okay? Sobald der Tresor offen ist, gehen die zwei mit dem Termit zu mir, machen dort nochmal hinten die zwei Dinger mit Termit auf und ihr zwei räumt aus und ich komme dann zu euch nach vorne und helfe nochmal bohren.
Jo, so machen wir's. So hört okay. sich gut an. Ja, Elfriede, zeig's mir dann, wo der Miet, gell? Seid ihr ready? Einmal ganz rechts und einmal links. Warte mal, wer macht rechts und links? Wer macht das? Dann mache ich rechts. Du machst ich rechts? Links. Okay, er macht okay. links. Du okay, musst ich. Aber wirklich nur nach links rennen. Soll ich durchziehen? Ja, mach zieh durch. Durch. Alles klar. Ich brauche ein bisschen mehr Platz, ein bisschen Abstand hier, bitte. Jo. Bohren, wisst ihr Bescheid? Ja, schon. Ich versuch's, Alter. Es war letztens unterbruch, Digga. Abkühlen lassen. Bin drin. Stück für Stück durch. Ja, du bist richtig krass, Alter. Holy shit. So, rein geht's. Der Profi. Auf zum Tresor und ihr okay, zwei macht rechts, links und rechts. Noch weiter, noch weiter. Hier, genau. Einmal hier links und andere Seite rechts. Okay, auf geht's. Zeitdurchpunkt. Oh ne, hier ging es nochmal hier. Zack. 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 Eins ist ready, okay. So, der hier ist der das. Mit dem Termin kommt man hier zum das. Das und. Gehst du links oder rechts? Das? Geh du links, ich geh rechts. Ist Match, super. Ich hab noch über eine Minute Zeit, ich kann mir Zeit lassen. Zack, zack, zack. Und was ist das? Nee, das hier ist es, ne? Ja. Ich glaube, wir sind offen. Ich glaube, wir sind durch. Ja, ich habe nur zwei gebraucht, zwei Hacker-Laptops, super. So, bin drin. Guckst du die Zeit durch? Erste Einheit. Beide rein, ich helfe hier mit. Wir haben noch Zeit, wir sind erst bei einer Minute von sechs. Wie ging das nochmal? Viel faster. Ah, so, so geht's, okay. Ist der Hund davor? Na, seht ihr jetzt gerade nicht, aber ich muss das so machen. Okay, durch den ersten bin ich durch. Okay. In zwei Minuten. Oh, jetzt geht's easy. Easy, easy going. Und jetzt noch den letzten. Boah, ich kann das. Easy, Jungs, easy. Bin gleich die durch. Im Tresor sind nur die zwei Golddinger und die zwei Geldwägen, ne? Ja, und halt, ja, genau. Ich bin hier durch. Ist noch irgendwo einer zum Aufmachen hinten, ne? Wir haben noch circa 3 Minuten Zeit. Da ist noch einer. Eigentlich wäre die Musik ganz geil, ne? Hier, die hier. Oder ne? Die hier. Ich glaube, ich bin hier besser jetzt, ja? Ich hab's, ich kann das. Ich versuche durchzubrechen, aber ich bin durch und irgendwie geht irgendwie nichts. Musst weitermachen, ja, weiter. Ich hab's. Wo ist noch einer? Ich mach. Okay. Haben wir alle? Dann haben wir ey, alle. Wir haben noch 2,5 Minuten Zeit, ne? Easy, schaffe ich. Easy, dann sind wir mit allen durch. Denk ich mit dem Vorn. Falls du mir Erklärbär brauchst, ich erkläre, Alter. Der Erklärbär, Klasse. Erklärbär bin ich, ja. Ist irgendeine Mine abgebrochen bei euch? Fertig. Bei mir nicht, ich bin komplett durchgekommen. Okay. Ich auch. Also das heißt, wir sind, wenn er fertig ist, dann haben wir glaube ich alles, ne? Außerdem hat er eine coole Beute, Alter, geil. Ich schau nochmal nach hinten.
Der ist mitgenommen worden. Der ist mit. Der ist auch mit, jawohl. Was sagt die Zeit? Gut. Wir haben noch 1 Minute 30. Also locker, locker easy. Wir sind durch, wir haben alles. Wir kommen jetzt. Easy going. Bei euch ist nicht eine Mine abgebrochen, ne? Alles nein, geschafft. Gut, dann können wir wieder nach oben. Ey, wir haben sogar noch Restzeit, ne? Ja, geil. Über eine Minute Restzeit. Alles mitgenommen. Dann alle wieder nach oben. Alle nach oben jetzt. Wir kommen mit vor die Tür. Okay. Oh, krass, Krolex Day Gold, Alter. Nochmal Schwarzgeld mitgezogen, 72k, das macht schon was aus. Ich jetzt mit deinem hässlichen Motorradhelm, Alter. Die Popboxi gleich tot. Mach das, wenn du eher hast. Ey, ich würde dich mit... Ey, Jungs, chill mal jetzt, Mann. Das brauchen wir nicht. Mit dem Motorradhelm, halt dein Maul, sonst kriegst du Kopfschuss. Ich hab's nicht so weit nach vorne, nicht so weit nach vorne, Leute. Sag dir bitte, wohin, bitte. Setzt euch am besten hier beim Tisch, der kreisförmige Tisch. Wollt ihr mit oder wollt ihr da bleiben? Ich komm mit. Hast du ja vergessen, Kennzeichen abzukleben, ha? Huh? Hallo. Hallo, guten Tag. Wollen Sie nicht lieber nach vorne kommen, statt von der Seite sich zu unterhalten? Ich stehe ganz hier links neben Ihnen. Das sehe ich. Da kommen Sie doch vor uns. Wieso? Tun doch nichts. Wir tun doch auch nichts. Aha. Ich meine, bisher haben Sie die Waffe in der Hand, ich habe hier keine in der Hand. Ja, dann stellen Sie sich hier so. Aber Ihr Kollege hat hinten eine Waffe in der Hand, gucken Sie mal. Da sehen Sie, hier sind viele Waffen. Machen wir direkt einen Deal. Sie machen die Waffen weg und dann komme ich zu Ihnen nach vorne. Ich gehe nicht ohne Waffen weg, oder? Pack die doch nicht einfach weg, Alter. Nee. Dann bleiben Sie da, wo Sie sind. Alles klar. So, wir haben 5 freiwillige Leute. Freiwillige Leute? Ja, ganz freiwillig waren die. Okay. Wie geht's denn den freiwilligen Leuten? Ich würde gerne mal mit dem quatschen. Das ist immer dieselbe, da immer so ein Quatschen hier. Ey, sag mal, reicht einer zum Quatschen? Reicht ihn einer? Reicht erstmal einer, hol das. Sind so viele ja drin, ich hol jetzt hier nicht alle raus hier. Ich wollte gerade sagen, einer. Das wird mir, glaube ich, schon ganz gut. Wo ist der Pisser mit seinem Drecksmotorradhelm? Soll mal aufstehen? Ja. Also kann der nicht aufstehen, ist ein bisschen schlecht, aber doch, klar. Doch, der kann aufstehen. Komm mal mit. Komm mal mit, komm mit. Wir müssen raus kurz mit dir. Du musst nur sagen, wie es dir geht, so, weißt du? Okay, Chef. Du musst denn so sagen, so, dass hier alles cool ist und dass wir hier wirklich viele Leute drin haben. Du sagst dann einfach so, hier ist cool und passt schon alles. Aber ich wurde bedroht von euch. Ja, aber ist doch ja, cool, oder? Ja, ist doch alles gut. Okay. Jetzt heul nicht so viel. Ich will viel weinen. Du hast ein Taschentuch gleich. Ach, den hast du dir mitgenommen. Ja, okay. Klar. Guten Tag, der Herr. Schönen guten Tag. Krieg ich mal einen Vorname, bitte? Maris Panther. Maris. Ja. Alles klar. Geht's dir soweit so gut? Vor zwei Highspeed-Kanonen ja, so davor und einen. Okay. Wenn was passieren natürlich sollte, bitte schreien, aber ich denke, wir machen alles, damit die Herren nichts machen und ich denke, die sind auch kooperativ. Die sehen ja ganz nett aus mit den T-Shirts. Ja. Alles klar. Wie geht's denn den anderen da drin? Auch gut. Wir bekommen zu essen, zu trinken. Das ist sehr gut, das freut mich. Alles klar, dann halten Sie sich ruhig, wir holen Sie da raus, ja? Okay. Alles klar, danke. Na komm rein, da komm. Rein mit dem Helm. Sie können froh sein, der ist so hässlich unter dem Helm. Das war aber nicht nett. Ich weiß. Wissen Sie, wie Sie aussehen? Der Schönste hier. Sind Sie der Schönste hier? Mhm. Ja. Ja, ja, ja. Dann setzen Sie sich gleich mal hier vorne wieder hin, ne? Okay, Chef. Hey, die Trifke ist überfallen! Ja. Ah, Schüsse. Hat das auch gehört? Ja. Ich geh gleich mal raus hier. Das ist böse Geld, ne? Da hab ich gerade was gehört hier, Schüsse ein bisschen. Ja, das war, ja, kein Airone, eine faire Verfolgung, keine Lagebänder und ich würde sagen für den Rest Lösegeld. Für den Rest Lösegeld. Möchte ich mir die Bank kurz absichern? Ich habe Schüsse gehört und weiß nicht, wo die herkommen. Ja, war das nicht draußen? Ich glaube, das war draußen, ja. Das war, ey, habt ihr jemanden raufgeschickt?
Ja. Okay, ich gehe mal kurz hoch. Schauen wir mal. Okay, nach hinten gerannt, ne? Jungs, es gibt hier oben eine Treppe nach oben. Man kommt sogar aufs Dach. Ich habe jetzt gefordert, keine R1, keine Nagelbänder und eine freie ohne faire Verfolgung. Ihr könnt ja über Dach, übers Dach abhauen. Und die letzten zwei würde ich dann Lösegeld von 60.000 nehmen. Oh, ich glaube, das werden die nicht mitmachen, du. Die haben es so angeboten. Ja, dann easy. Wusstest dann nehmen wir das mit. Nö, ich habe die Treppe gesehen. Warum bist du da hochgegangen bist? Aha. Gibt's hier nicht eine Leiter nach unten? Das wär heftig, Alter, das wär richtig heftig. Ich schau mal. Ey, Bruder, wir könnten einfach alle abschwimmen. Ey, da hinten. Da hinten ist gar nichts, Alter. Ey, die würden das nicht raffen, wenn wir einfach gehen. Ey, sollen wir jemanden holen und der bringt die ganze Beute weg hier? Das wäre aber richtig funny. Ja. Oh mein Gott, das ist es. Wir haben doch Außenstehende. Ja, ja, weil ja, wir können. Das machen. Okay, dann. Da holen wir uns mal die ganze Beute, oder? Idee. Ja. Natürlich. Am besten kriegst du. Ey, Jungs, wir haben eine Leiter gefunden, die da unten geht, vom Dach runter. Wenn wir jetzt jemanden holen, der außenstehend ist, da steht kein Kopf oder so. Wir könnten einfach die ganze Beute erstmal safe wegbringen. Wo? Hinter der Bank, das ist so eine kleine Zwischengasse. Mit den ganzen Mülltonnen da. Guck mir das unauffällig mal an. Aber fahr von hinten, von diesem Kiosk an. Jungs, seid ihr sicher, dass ihr das machen wollt? Ja, da ist nichts. Ich kann mir nicht vorstellen, dass die so dämlich sind. Aber da steht okay. Keiner. Ich hab keine Ahnung davon. Ey, einer soll einfach ranfahren, aber so ganz langsam, so ohne dass man es merkt. Oder vielleicht mit einem Fahrrad oder so, weißt du, dass du es gar nicht siehst. Das Ding ist, wenn die das checken, dann stürmen die uns, glaube ich, die Bude ein. Warum wir im Geiseln? Solange wir die Geiseln hier drin haben, sind wir hier der Boss. Die Person mit den beiden Handschellen mit und geben die schon mal ab und kriegen dafür 60.000. Hey Jungs, aber hier nicht zu viel davon reden, die sind über Kameras. Ja. Die Treppe. Nehmen wir den hässlichen mit und die Dame, würde ich sagen, ne? Ey, Frage, können wir die Beute mal alles hergeben, was ist? Stellen erstmal weg. Okay. Ey Jungs, ich bräuchte bitte die Beute, bitte alle mal zu mir kommen. Die Dame? Ich hab nichts. Sicher, dass du das machen willst. Mal ein bisschen mischen hier. Ne, probier's. Ich auch. Ne, du nicht. Was zeigt denn die Dame? Hör zu, Mann. Ah, sorry. Hoch. Nur eins, aha. Ah, Entschuldigung. Ich find's weh. Sorry, muss das sein. So, echt jetzt? Das Blöde ist, der Boxershot, der hat echt einen weiten Weg zu seiner Hose. Ich glaube, er muss sich eine neue Hose kaufen. Ach, kriegt er auch hin. Jederzeit, ja. Ist das viel, Alter? Dann Motorradhelm und die Dame, dann kommen sie schon mal mit. Wo liegt 386.000 dafür schon. Durchmischen, Jungs. Ich glaube. Alter, ist das viel. Der Grove. Ich nehme mal das ganze Ding runter. Wenn wir das schnell dingsen können. Das ist alles, was wir jetzt geklaut haben, ne? Gold. Subgold. 8-mal. Schwarzgeld. Ey, das ist so viel Kohle, was wir haben. Ui. Den wollte ich schon den ganzen Tag ausprobieren. Ist der hier, die Lage hier. Mit dem Motorradhelm ist rausgegangen. Ich kann auch sagen. Lage ist noch okay. Nee, ich meine hier. Ich bin Kopf vorbeigefahren. Wo ist der vorbeigefahren? Ganz hinten an dem Kiosk. Okay, shit. Aber scheinbar zur Tankstelle. Okay, also warte. Könnten wir das durchziehen? Also stehst du jetzt gerade hinten? Geh direkt ganz unten an der Treppe. Ich hab alles, ne? Soll ich gerade hochkommen? Du meinst die Leiter? Ja, also hier geht eine Treppe auf dem Vordach. Warte, da geht eine Leiter direkt runter. Am besten einmal runter, die Straße und
Ich höre was unter mir, bist du das? Im Auto, ja. Ey, komm nach oben, ich geb dir alles. Oder soll ich runterkommen? Moment. Weißt du was, bleib unten, ich komm runter. Fahr. Fahr langsam. Okay, fahr weg zum Anwesen oder so. Oder hoch, genau, fahr hier hoch. Ey Leute, wir haben die Beute. Die Beute ist weg. Wir sind weg. Ist das krass. Ey, fahr schnell Richtung Lager, ich bring alles rein. Ja. Ey, wenn du denkst, die machen jetzt so Verhandlungen und alles, die Beute ist weg. Ja, das ist doch geil. Ey, wie kann man so lost sein und hinten nicht absichern? Oh mein Gott. Dass du da, ich dachte zuerst, dass es ein Bediener, der da angefallen ist. Ich dachte gar nicht, dass du so weit hinkommst mit dem Auto, Alter. Holy shit. Hinten war nix. Ich stand in der Gasse, auf einmal fährt dann kommt zur Tanke vorbei. Wie hat er das nicht gesehen? Also, wenn die anderen schnell sind, können die da auch noch runter, ne? Ja. Aber ey, wir machen das einzeln. Wir machen das einzeln. Ja. Ey, aber probiert noch für die Geiseln was abzustauben, okay? Ja, safe. Ey, wir sind jetzt mit über 400.000 relativ, also 380.000 ist glaube ich. Und dann noch die ganzen anderen Sachen, das ist ziemlich viel Kohle. Ja, ich weiß. Ist der Typ weggekommen? Also wir sind safe weg. Geil. Wie los? Ich würde jetzt Dingens absetzen am Gelände und dann würde ich mich nochmal dahin stellen, dann können vielleicht ein paar von euch raus. Ja, wir kommen dann nochmal von hinten, ne? Alles super. Wie smooth war das denn, Leute? Wie smooth? Einfach Hinterausgang? Die haben das nicht abgesetzt. Ja, ey, die müssen das doch wissen, dass da oben rausgeht. Ey, danke, ich lager mal alles ein. Jo. Wer wurde gefragt? Soll ich nochmal zurückkommen? Ja, warte, ich komm dann auch nochmal mit. Warte ich. Wie so vorstellen, da drüben ist so über der Bankraub, die warten immer noch, bis die rauskommen und ich hab schon die ganze Beute und kann sie einfach runterbringen. Ich hätte. Ey, das sind ja überall Kameras. Wie haben die das nicht gerallt? Okay, ich werde jetzt als Bystander mitkommen. Also erstmal hier. Amelie wäre sonst auch noch unterwegs mit dem Raptor. Ich wasche erstmal das Geld, so, das ist jetzt wie viel? Ich schreibe mir das mal auf, das sind... Alle da hinten raus ist, glaube ich... 386-285. 386-285. 386-285. Wo bist denn du, so. Der das gerade gesagt hat, komm mal zu mir mit dem Motorrad. 386. Warte, ich komm. 65 war es, ne? Dann wasche ich das mal schnell. Dann haben wir gleich das Geld auf Batze. Oh, 20 habe ich gefehlt. Super, 20. Ja, währenddessen die den Bankraub machen, kann ich hier schon gechillt die ganze Ware einlagern. Das ist doch schön. Dann tue ich das mal hier nach unten, ne? Den ganzen restlichen Stuff, der hier ist. Also mich das hier mal... So, gewaschen ist es. So, zack. Zack, zack. Den Hacker-Laptop tue ich hier wieder rein. Den brauchen wir nicht mehr. Meine Glocke la Glock. Ich tue das mal in meinen Schrank rein. So, 20 Stunden haben wir auch nochmal. 285. So, das passt. Kollege, der mit der draußen war, kommst du nochmal? Ich komme. Ich packe noch schnell meine Waffe weg, dann komme ich gleich wieder dazu, ne? Jawohl. Waffe kommt weg, Glock kommt weg. Wir wollen ja, die kommt weg, wobei ich glaube ich nehme eine 17er, ach komm, meine 18er nehme ich schon mit. Fall der Fälle, Leute, Fall der Fälle. Gut, wechseln wir ja, ne?
Alles Illegale weg. Zack, auf geht's. Vielleicht noch ein anderes Outfit anziehen. Das machen wir schnell oben und dann geht's los. Auto gestohlen melden, naja. Oh. Vielleicht fahre ich damit gleich nochmal eine Verfolgung, ohne Angst haben zu müssen, dass ich dafür eingeknastet werde. Ich komme einfach von hinten wieder in die Bank, Leute. Soll ich das machen? Das wäre. Aber lasse ich das Outfit, glaube ich, an, oder? Oder soll ich das nochmal abändern? Ne, komm, ich ändere das ab, dann sind die übelst verwirrt. Outfit wechseln. Das neue Angebot ist 30.000 und eine Highspeed zieht komplett weg. Ne, nimm doch mehr. Sag scheiß auf die Highspeed und sag, du willst 60.000. Ja, das wäre echt gut, Alter, mit dem 60. Ich hab, gesagt, wenn die Highspeed weggeht, dann wirklich weggeht, dann nimm mal die 30. Nee, scheiß auf die Highspeed, das wäre noch mehr. Du, die fahren sich eh gegenseitig rein. Also, die einzige Highspeed... Das Geld, Leute, ist Bargeld, das können sie mir nicht mehr abnehmen, das ist meins. Vertrau mir, das, das gehört mir. Die sind eh nicht gut. Leute, wir haben das Schwarzgeld können sie mir abnehmen, das Bargeld nicht, weil sie können nicht wissen, wie viel Bargeld ich davor dabei hatte. Das dürfen sie mir nicht abnehmen. Also das Geld ist egal, das ist gewaschen, alles gut, alles easy. Das dürfen sie mir nicht abnehmen, was ich hier dabei habe. Was ist denn das für eine Polizeiarbeit? Oh mein Gott, wir sind immer mal freundlich, ne? Also alles gut, wir können mit dem Geld zurück, es ist ja fertig gewaschen. Ich kann direkt in die Bank gehen, das einzahlen. Ey, ich überlege jetzt for real nochmal oben reinzugehen, ne? Ja, voll Spaß. Ja, mach was du willst. Ja, ich geh nochmal oben rein, also sie übelst verwirrt, wer ich bin. Ich geh mal hoch. Ja, hier war das, ne? Ja. Danke. Da ist doch immer keiner. Das müsst ihr euch vorstellen, Leute. Da ist noch immer niemand. Das gibt's nicht. Das gibt es nicht. Hallo, ich bin's, nicht wundern. Und zurück in die Bank mit einem neuen Outfit, Alter. Das glaubt mir doch keine Sau. Jetzt fahre ich mit dem Auto nochmal eine Verfolgung mit, aber die Leute, die Beute ist weg. Die ist weg, die Beute. Und ich mache jetzt mal eine Verfolgung nochmal mit. Läuft. Jo. Was machen wir hier eigentlich Feierabend? Hast du gerade so lange im Keller geschissen? Ja, ich? Digga, er hat ein mieses Ei gelegt, Alter. Ja, du warst schon seit Anfang an in der Bank. Ja, ich hab mich nochmal schnell umgezogen. Ach so. Ich hab mir gedacht, ich. Weißt du, wenn ich schon mitfahre bei der Verfolgung, dann will ich ein bisschen schöner aussehen. Safe. So ein bisschen, weißt du? Easy. Sind wir jetzt nicht mehr schön? Naja, so auf indisches Essen angelehnt. Ich dachte mexikanisch. Mexikanische Wochen kommen wieder. Ach so, okay. Oh, das bringt zweimal. Nee, dreimal. Ach ja. Vielleicht auch viermal. Ja, gut möglich, gut möglich. Ey, tun die gerade noch draußen diskutieren, oder? Ja. Dann geh ich mal raus. Die ganze Beute weg, Leute. Aber ich wollte unbedingt noch mitfahren. Ey, dass das funktioniert hat. Ich hätte gedacht, sobald ich da runtergehe, kommt ein Pedilon und sieht das. Aber nichts, nada. Genau. Alles klar. Dann geht ihr rüber zu die Dame und der Typ in der Boxer schaut rüber da und wir gehen rein. Na, wie viel Kohle hast du abschauen können? 30. Ohne Highspeed-Unit weniger. Oh, so wenig. Ja, besser als nichts, denke ich mir so, weißt du? Ach, warte, dass mich hier schon einzahlen. Der Jürgen, Digga, der Jürgen muss an den Jürgen würgen. Wobei, wir könnten das direkt aufteilen, ne? Ach, gut, wie viel habe ich jetzt, was ist denn das berechnen? Das ist richtig verstanden, alles ist schon safe. Du, was flüstern dahinter, da ist eine Kamera. Flüsterst du? Warte, komm lieber hier. Alles.
or everything. Wir könnten rein theoretisch hier schon, ne? Ja, alles weg. Ja, sehr geil. Aber merkst du nicht, dass ich mich umgezogen habe? Ja, doch, doch. Ich hab mich schon gewundert. Oh, Bruder, ich muss los. Huch. Huch. Kommt mal bedeckt, eine neue Idee. Okay. Verhandeln mit den letzten dreien. Kriegen wir für die noch was? Ich habe gesagt, keine A1, keine okay. Nagelbänder und Fährverfolgung. Ja, das hört sich doch gut an. Dann gehe ich mal raus und sag mal, in 5 Minuten geht's los, ne? Jawohl. Also ich lege mal 400k auf die Bank, Leute. Mal 400k drauf, oder? Aufs Konto. Mark am besten gleich 22. Das hebe ich dann später nochmal ab. Dann haben die auch keinen Verdacht. Habe ich noch irgendwas vergessen reinzulegen? Nee, ist alles, ne? Krass. Das ist schön, das ist schön. Sind so viel gelöscht im Chat. Du musst das Geld einzahlen. Ich hätte es nicht einzahlen müssen, Leute. Alles gut. Ich hätte es nicht einzahlen müssen. Ich hätte nur Schwarzgeld einzahlen müssen. Warum ist der Chat so lost heute? Steht nichts Gescheites drin. Chat ist wieder lost, Darino. Schau mal, wie Florian alles ausblendet. Ich hätte es nicht einzahlen müssen. Ich hätte es auch behalten können. Weil das PD kann es mir nicht nachweisen, dass es geklaut ist. Schwarzgeld musst du verstecken. Das müsst ihr immer so machen. Ja, wir dürfen nicht verraten, wie wir das gemacht haben, dass das einfach weg ist. Wir sagen einfach, der mit der Beute schon immer alle Häuser gezogen. Spendenanzeige spinnen, glaube ich. Ja, die spinnen immer wieder. Die brauchen ein bisschen lang heute. Wisst ihr, was schön ist? Egal, was passiert heute in der Verfolgung, ich weiß die Beute sicher. Das ist so schön. Du hast eine Weste nicht an der Tür, mit der Weste an. Wo ist Tina, Alter? Jo, bist ja. Bist du Tina? Ja, da ist Tina. Jeder bekommt 57.000, aber dann nochmal wegbrechen. Wir müssen ja noch die Rolex und so verkaufen. Was geht's? Ich bin's übrigens. Jungs, tatsächlich ist Geld legal, ja? Das wollte ich auch gerade sagen, also über Keks. Ich bin, Keksmeister. Ja. Das Geisel ausgeben wäre auch funny gewesen, ja? Ich bin so gestochen. Stimmt, hätte ich mich reinsetzen können als Geisel. Oh, das wäre so funny. Aber dürfte ich leider nicht. Ist gegen das Regelwerk. Weißt du, du musst so viel verhandeln da draußen, dies, das, Ananas, so, weißt du? Also du darfst halt nicht die Geisel spielen. Das ist halt das Problem. Ich dürfte mich aber rein theoretisch unter die Geisel untermischen. Das wäre möglich. Ich darf halt nur nicht sagen, dass ich eine Geisel bin in dem Fall. Aber ich kann mich untermischen. Ich glaube, da müssen wir mal die Freiwilligen fragen, ne? Geiler Service. Also ich darf offiziell keine Geisel sein in dem Fall. Wie würdet ihr den bewerten? 30.000 wegbringen ist doch auch schon egal. Gibt's maximal 5. Wenn eins scheiße ist und 10 gut ist? Ja, dann schon 10. So eins von 10 Saugstaubern, 10 von 10, ne? Ich muss leider 9 sagen. Das noch wer draußen, okay. Das will ich mal angucken. Nicht, dass da wer draußen chillt. Was los? Welchen helfen? Ich guck nur. Okay, weil ihr Kollege sagte, um 22 Uhr geht's los und sie stehen jetzt hier draußen. Ist schon 22. Wir haben nur eine Minute Zeit, Prinzessin. Ja, aber warum steht denn hier draußen? Entschuldigung. Ja. Stimmt es? Um 22 Uhr geht's los? Ja, genau. Ja, top. Weil es geht gleich los hier anscheinend. Dann kann man schon mal vor die Tür gehen, ne? Ja, wollte ich gerade sagen. Kommt ihr schon mal mit. So, die haben sich hier vorne aufgebaut und hinten kein einziges Auto in der Bank. Das kannst du dir nicht ausdenken. Ja. Ach ja. Die gute alte Leier. Ja, immer das Gleiche. Immer dasselbe. Muss man überlegen, wie traurig das ist, dass der Geister sagt, wie viel Geduld habt ihr eigentlich? Ey. Weil das PD nicht in die Pötte kommt. So, ein Hübscher da drüben, ja, richtig hübsch. Ihr könnt rauskommen. Und Alex. Yo, yo, yo. Ich bin der Jürgen. Du. Genau, die Täter können sie, die Geiseln können sie dann gerne zu mir geben. Ich
Die anderen schön schon mal einstecken. Ich übergebe nicht, ihm die letzte Geist. Fehlt uns einer? Ihr zwei geht schon mal. Hallo, wer fehlt? Ich warte noch. Also ich will nicht der Erste sein, der wegfährt. Kein Bock drauf. Kann ich verstehen. Uiuiui. Perfekt. Einer muss ja. Einer muss. Aber wie geil ist das denn, dass die Beute schon safe ist? Beste Leben, Alter. Viel Erfolg. Okay, eine normale Einheit, eine Offroad und eine Highspeed. Oh, schade, ich habe keine Nitroflasche dabei. Ich aber. Hast du eine? Ich kann mal gucken, ob ich sie dir geben kann. Ey, leg sie rein. Kannst du sie reinlegen? Ich hab sie dir, glaube ich, gegeben. Nee, ich hab sie nicht. Die Person, die die Flasche hat, bitte mal mir geben. Mir wiedergeben. Was wiedergeben? Meine Nussflasche. Ich hab keine. Hier gehört eine Lachgasflasche drin. Oder wir weitergehen. Meinst du, ich kann die einbauen? Was kannst du? Meinst du, ich kann die einbauen? Nee, muss ich einbauen. Ich habe ja vorne das Ding zum Strom. Der verliert gerade schon ein bisschen. Ja, ich merk's. Ich weiß nicht, meiner fährt halt 300, dann ist aus, das Ende. Abstand wird größer. Abstand wird auf jeden Fall geil. Größer. Ich glaube, ich bin schneller als er, ne? Aber auch. Ey! Einfach Autobahn mit dem 5. Ja, wir sind gleich weg, ne? Wenn es so weitergeht. Ich hoffe doch. Hoffentlich. Ich habe schon eine Idee, was ich mache. Der Abstand ist sehr groß. Ja. Das ist top. Das muss ich gleich. Gleich muss ich überlegen, wie ich das mache. Nach der Grenze. Sind ziemlich so. Außer Sicht. Ja, pass auf. Noch nicht zu 100%. Es funktioniert immer wieder. Es funktioniert einfach immer wieder. Okay, Jungs. Wenn jemand eine Abholung braucht, sag Bescheid. Ah, ist das schön. Dieser alte Trick, er funktioniert einfach immer wieder aufs Neue. Das ist so schön. Wo wollen wir uns abholen lassen? Das ist eine gute Frage. Kleidungsladen Palito oder so? Ja, ziehen wir uns dort oben, oder? Dann kann ich auch schnell das Auto einparken. Dann packt noch schnell was anderes aus und dann. Ja. Oder ich verstecke ihn irgendwo dort hinten. Ja gut, ich stelle ihn irgendwo schnell hin. Ich hätte maximal einen Van oben. Scheiße, Mann. Ja, scheißegal. Wir ziehen uns um und packen dann die Van aus. Passt doch. Ja. Muss ich nach Palito durch? Heinrich hat einen Van. Wir können gleich einfach umsteigen. Okay, perfekt. Ich weiß schon, warum ich mit dir gefahren bin, Bruder. Ich hab's mir auch gedacht. Ja, fahr ich so gut? Ich fahr eigentlich scheiße. Ich fahr euch die meisten Unfälle. Sonst noch eine Abholung? Ich sag's nicht. Du hast ja, mir das eingeprägt. Ich sag's extra nicht. Danke dir. Okay. Deshalb, ne? Wenn du sagst, ich fahr gut, dann baue ich einen Unfall. Deswegen hab ich schon gesagt. Du hast mir das so eingeprägt, ich hab gesagt danach, ich schalte die Schnauze. Okay, warte, wir parken das Ding, Hinter Kleidungsladen oder so? Warte, ich schab's uns das Ding schnell ab hinten, weißt du? Hier. Das ist der Kleidungsladen. Geh mal schnell rein. Hast du bekommen? Ja. Perfekt. Der findet den Standort nicht. Wo sind das?
Was eine Verfolgung. Wenn du da die rechts die Straße hochfährst, bei dem gegenüber vom Kleidungsladen, da ist so eine Villa. Super. Ah, okay, gefunden. Kann ich jetzt einparken? Ja, müssen wir eigentlich nicht, oder? Wir sind jetzt clean raus an der Sache, oder nicht? Ja, dann müsstest du vielleicht das Blut wegwaschen, ne? Man ist da kein Blut drauf. Achso, wo ist das? Am Heck ist Blut. Ach, das ist noch vorhin, weil ich da zwei echte Homeländer angefahren habe, glaube ich. Deswegen vielleicht doch mal die Van fahren. Ich kann das mal einparken oder. Ach, warte, ist da nicht irgendwo. Das ist so eine Waschstraße. Ja, dann ist Waschstraße. Ja, lass Waschstraße fahren. Ist doch super. Bisschen Blut abwischen. In die Wäsche, in die Wäsche. Ey Leute, lasst alle ein Like da. Wir machen mal einen fetten Like-Up. Lasst mal ein Like da für die Aktion heute. Das muss, das muss. Haut mal drauf hier. Einen Like-Up auf Ehrenbruder-Basis. Ich glaube keiner mehr, oder? Aha. Okay, ich dachte schon, der hält wegen uns an. Aha. Hast du dich schon nochmal umgezogen? Haben sie alle schon umgezogen, ne? Ja. Das können wir eigentlich kaum ganz entspannt dann wieder zum Rückfahren, ne? Ich glaube, wir werden gesucht. Ja, aber es ist mit der Karre, ja. Alles gut. Wir haben abgeklebt. Weißt du, wie viele von denen rumfahren? Zu viele. Viel zu viele. Was denn los? Ja, keine Ahnung. Ist ja mal wieder typisch. Da fährt man einmal von dem Händler weg. Zwei Kilometer. Hallo. Guten Tag. Guten Tag. Ja, natürlich. Führerschein, super Brieftasche. Bitteschön. Willkommen. Ich bin gleich wieder bei Ihnen, ne? Jawohl. Was hast du gemacht? Ich glaube, weil letztes Mal, ich erzähl's dir dann. Ah, ich glaube, ich weiß, was du meinst. Mhm. In ihrer Akte steht, sie sind im Besitz einer Glock, ist das so richtig? Ich? Bin jetzt an der Villa? Ja. Ich hab jetzt noch nie eine Ding besessen, nein. Bei der roten Villa bist okay, du da? Ja. In der Akte steht das so. Ja, genau, in der Akte steht drin, dass sie eine Glock besitzen. Nee, aber ich bin ihnen ehrlich, ich habe auch keinen Waffenschein oder irgendwas bei ihnen bis jetzt beantragt. Glaube ich, außer ich. Okay. Lass mich mal überlegen. Weil das kann ja gar nicht sein, in dem System haben sie den falschen vielleicht drin. Das wär komisch, wenn das so wäre. Das wäre wirklich komisch. Weil ich habe, wie gesagt, kein Waffenschein, kein gar nichts, ich habe nichts Hut. Okay, warten Sie. Ich wollte nämlich heute einen Waffenschein ausstellen lassen. Okay. Ja, Tablet hat gerade nochmal neu geladen, jetzt. Ah, jetzt haben wir's. Ja. Das passt. Okay. Gut, dann ist soweit gleich nichts gegen Sie vor. Dann super. Dürfen Sie dann weiterfahren, sobald wir wieder im Auto sitzen und es bleibt raus ist. Verstanden, Dankeschön. Okay. Schönen Tag noch. Tschüssi ebenfalls. Ciao, ciao. Das ist der Sound auf die Spende. Ah, doch keine Führerscheinabnahme. Komisch, ne? Dass da stand, ich habe ein Dings, aber ich habe nämlich keine Ding. Ich habe keinen Waffenschein, gar nichts. Davon. Ja, da, okay. Fahr mal am besten mit Tempomat. Mach ich auch. Ey, aber weißt du, was ist? Jetzt mal for real.
eigentlich, das müsste im Aktensystem drinstehen, eigentlich hätte ich eine Führerscheinabnahme gehabt. Nee, pass auf. Das glaubt mir niemand, außer die halten mich jetzt nochmal an. Nee. Ja, jedenfalls, jetzt kann ich es mal erzählen. Wir hatten Freddy mit dabei hinten. Wir wollten einen Jubel machen. Und. Ah, da war ich dabei. Ja, ich wurde. Ja, ja. Und ich wurde ja geblitzt, ne? Mit doppelter Geschwindigkeit. Ich hätte Führerschein abnehmen müssen. So, Freddy steigt aus mit Maske. Und dachte, es ist nur ein Pediler, ne? Ein Kopf. Aber es waren zwei. Und das hat er überhaupt nicht gerallt, weil er wollte die als Geisel nehmen. Und hat nicht gecheckt, dass vor ihm auch noch ein Kopf war. Und dann hat er halt. Dann hat er halt voll die Panik geschoben. Und hat gesagt, so, fahrt weg. Und wir sind da weggekommen. Und ich dachte, die haben 100 Pro im Register drin stehen, dass mein Führerschein abgenommen gehört oder so. Ey, so gesehen haben die das nicht drin vermerkt. Das ist super. Da hat er einen Fehler gemacht. Keine Führerscheinabnahme für mich. Super. Und kein Strafmaß. Nichts. Musste nichts bezahlen dadurch. Das ist ja mal mega. Wir müssten eigentlich schon bei der nächsten Bank alle hinten rausgehen. Ey, wir dürfen das keinem erzählen, ne? Aber weißt du, was ich so lustig fand? Die hatten vorne so viele Autos stehen an der Ecke und alles. Nicht, dass Border Patrol da vorne ist. Ja, aber wir haben noch nichts dabei. Ach so, ja. Stimmt, ich hab meine... Du hast recht. Ich hab nämlich eben gesehen, was du in der Hand hattest. Ja. Ja, ne? Passiert. Einfach ein Umweg. Aber jawohl, es kommt, glaube ich, aufs Gleiche raus. Ja, stimmt schon. Boah, wie wild ist das denn, bitteschön, Alter? Ich habe das Gefühl, wie die alle wirklich drauf reingefahren sind, alle links gefahren sind. Ich weiß nicht mehr gesehen, wie ich links abgebogen bin anscheinend, weil ich ja gebremst habe. Aber danach, nach diesem Busch, haben die es nicht gerallt. Aber man hätte mich sehen können, ich war ja nicht so krass drin. Ich habe mich auch gewundert, dass die einfach vorbeigefahren sind und nicht ja, nach rechts geschaut haben. Ich sag dir, woran das liegt, das ist, weil die so fixiert auf die Straße sind und die, weißt du, du biegst ja ab und die denken ja nicht dran, dass du sowas machst. Das ist so. Achso, wir wollten ja hier lang fahren, ne? Genau. Guten Tag. Entschuldigung, wo geht's denn jetzt so? Auf Gefängnisausbruch, hier kommt ja keiner durch. Einmal bitte umdrehen. Okay. Achso, okay, danke. Alles klar. Gefängnisausbruch, schön. Sollen wir da Vollgas durchrasen? Wer glaubst du, der macht das, wenn wir das machen? Weil du einfach über die Landstraße so ein Anwesen. Ja, gut, müssen wir anders gucken. Aber Gefängnisausbruch, die machen gerade nicht. Ey, warte, ich weiß doch, wie wir rüberkommen. Da ist ja hinten so ein kleiner. Warum? Du kannst doch auch gerade ausfahren, dann kommen wir eigentlich direkt. Ja, du kannst gerade ausfahren, dann kommst du auch zu uns. Ja, aber das ist doch auch gesperrt. Die haben doch die Grenze gesperrt. Nee. Jetzt fahre ich halt nochmal hier lang. Mein Gott. Fahr hier gerade einfach geradeaus. Ja, ich fahre geradeaus. Aber die haben vorne sich ja auch abgeriegelt. Hat gesagt, die Grenze sind dicht. Wir müssen ja irgendwie durchkommen. Ja, wird doch gesagt, die Grenze ist dicht. Nee, aber nur da und nicht da hinten. Ja, er hat gesagt, die Grenze ist komplett dicht. Irgendwie müssen wir ja wieder zu uns kommen, ne? Ja, keine Ahnung. Wenn nicht, dann müssen wir hier campen oder was? Mit nach Hause. Ja, pass auf. Die haben 100 Pro hier auch abgesperrt, oder? Schon? Nee. Ja, cool. Ein paar Meter weiter. Ja, hier kommen wir durch. Sonst ist Grenze über dicht. Ja, perfekt. Oh. Er hat gemeint, die Grenzen sind dicht. Die ist offen. Haben sie wohl vergessen, dass da nur eine Grenze ist. Die vergessen sie häufiger. Also ich habe hier noch nie eine Border-Patrouille. Dafür spitze da noch eine Border. Nee, auch nicht. Hallo? Ja, hallo? Oh mein Gott. Sie hat mich nicht gemerkt, dass ich so schnell war. Super. Gott sei Dank. War es viel zu schnell gerade. War übers Doppelte. Ja, zum Glück. Marc, du siehst es falsch. Die Geschwindigkeitsanzeige auf den Schildern mal 3. Ah, schön, ja. Nein, du musst das anders sehen. Die Geschwindigkeitsbegrenzung hier, das ist ein Vorschlag. Ja, stimmt. Ein Vorschlag. Ich muss auch schnell zur Bank fahren, ich muss abheben, ich habe das ganze Geld dort eingezahlt, als wir dort waren. Ja, perfekt. Dann muss ich schnell abheben fahren, habe ich voll vergessen. Und da kommen ja noch 30.000 drauf, ne? Die kommen noch dazu, genau, gib mir einfach das ganze Geld. Ich verwalte das und wir zahlen das einfach aus, oder soll ich dir alles einfach geben? Nee, du kannst eine Rechnerei da machen. Oh, ich will nicht. Ah, okay, ich mach das. Sonst rechne ich das aus, ist auch kein Problem. Ja, nee. Warte, ich kann dir sagen, kannst du es mal ausrechnen? Pass auf. 386.285.
Das ist das, ja, was wir an Kohle haben. Plus die 30.000 zählst du dazu. Ja. Und dann halt noch die Rollies und das Gold, was unten liegt. Das können wir gleich verkaufen und schauen, was das noch gibt. Ja, tu schon mal das Bargeld rechnen. Ich hebe mal schon ab. Noch schon was zum Essen. Alter, diese Kacktür. Muss ja mal rechnen, wie viel da unten liegt und so die Waren und alles. Was waren das jetzt nochmal? Warte, ich muss mal gucken. Das waren 386.285, also 386.285. Ja. Plus 30.000. Oh nee. Oh, zum Glück. Ich hatte Handy im Steuer. Ups. 59.469. Wenn wir jetzt nur mal das Geld aufteilen, ne? Plus, dann kommt ja, ja nochmal das, was auf Gold und so alles ist. Richtig, richtig, richtig. Also bis jetzt, also ich habe durch 7 geteilt, weil ich glaube, wir waren 7. Jo. Mhm. Dann sind es 59.469. Komm, jetzt teilen wir das noch auf. 857. Jetzt teilen wir das noch auf und dann verkaufen wir den Schmarrn anders mal und schreiben halt auf, wie viel da übrig bleibt. Vielleicht sind die Preise auch gerade gut. Sind die gerade gut? Weiß ich ja nicht. Achso. Müssen wir in die Bank also, gucken fahren. Also Gold war gerade noch scheiße, aber müsste jetzt eigentlich auch der Preis geändert haben. Gut, dann weißt du was, dann gebe ich... Dann gibst du mir das Geld, genau, und ich teile auf. Wie viel war es jetzt also? 59.000 irgendwas. Okay. Also 59.469. 59.000. So, dann gebe ich dir mal deinen Teil. Ich hoffe, der Betrag passt zu 49.469. Ja, passt. Genau, richtig. Hast du auch dabei, ne? Dann jupp. Gibt's auch hier. Hallo. Zack. Danke dir. Kann jeder, der dabei war, oder seid ihr überhaupt alle weggekommen? Das ist nochmal eine andere Frage. Stück sind, glaube ich, nicht weggekommen. Oh shit. So, wer braucht Geld, bitte bei mir abholen. Geld gibt's bei mir. Ja. Vom Rauber der Raub, bitteschön. Es kommt noch Geld, es kommt noch Geld. Das ist nur mal das, was wir an Geld so bekommen haben. Okay. Dann kommt noch was drauf später. Ich war nicht mit drin. Aber ich wollte nur fragen vom letzten Nazio-Raub. Ja, also du bist doch gefahren, oder? Du hast doch die Beute. Ich hab dich nur hinten rausgeholt. Ja, naja, trotzdem eigentlich schon, ne? Aber hast du doch jetzt auf 7 gerechnet? Wie viel waren drin? 5? 6? Ne, wir waren insgesamt 7. Also mit ihm 8. Achso, dann haben wir es wirklich nur auf 7 gerechnet. Ja, ja, deswegen. Ja, also alles gut. Der Arme. Wäre jetzt nur die Frage von der letzten Nazio. Da hatte ich noch keinen Anteil getickt. Von der letzten Nazio. Ach, da musst du gucken. Aus der Firmenkasse, das ist alles. Also, jeder hat 38.000 bekommen und Edin meinte, dass er alles in die Kasse halt geworfen hat. Oh. Das musst du dann mit ihm besprechen, wie wir das machen. Ja, alles klar, dann mach ich das. Wenn er das reingeschmissen hat. Aber ich kann gerade nicht gucken, wie viel drauf ist, ne? Ja, okay. Alles gut. Mal gucken. Gut, dann haben wir noch, also mal 2, 4, 5, dann fehlen die 2 letzten noch, ne? Die sind gerade eingeknastet worden, schätze ich mal. Ja. Ja. Wer möchte das Ding geben? Jesse, mach du. Ich bin am Wochenende weg, aber ja, doch. Ja. Machst du das? Ja. Okay, dann gebe ich dir zweimal den Betrag. Zack, zack. 59.469. Genau, das gibst du denen. Und dann passt das. Und den Rest, den werden wir noch outpayen. Was war denn der Rest? Also Gold, der Rest ist noch dabei? Die Goldbarren, die Uhren. Das kann das auch noch wer wegbringen, schnell. Oder so, weißt du, deswegen.
Ja, können wir Preise gucken. Ja, ich so, ich hab ja auch können wir Preise schauen. Gehen. Wir sind dann auf einmal 8, so weißt du, wie ich meine? Nee, alles gut, komm, Alter, für das Abholen, da war ja nichts. Wir hätten ja noch nicht mal irgendwie einen Kopf in der Nähe oder sonst was, also alles gut. Hätte aber gern von der letzten Nation das Geld und das ist in die Firmenkasse gegangen wie Edin. Genau. Ich weiß gar nicht, das letzte, letzte Mal waren es 38.000, schieß mich tot. Und 38.000, also sonst gebe ich dir 38.000, ich zieh mir das aus der Firmenkasse. Ja, ja, korrekt. Für mehr. So, wenn du das auf Krall hast, das ist deins. Dann zieh ich mir die 38, du machst der Firmenkasse raus. Ja. So, aus 38.000, Firmenkasse, zack. Ich will gerade Preise checken. Jawohl. Ey, das war mal ein Mega-Raub. Moritz sagt für 42, wann reißt Sven Rumpe endlich ein? Weiß ich noch nicht. Peter mit 13 Meter, alles gut zum Frauentag, liebe Damen, bleibt stark. Stimmt, es ist Weltfrauentag heute. So ist es. Gibt es eigentlich einen Weltmännertag auch? Gibt es einen Weltfischtag, wo alle Fische irgendwie... Gibt es sowas hier wirklich jetzt? Einen Weltfischtag, das wär's doch. Wobei ist das nicht Aschermittwoch, wo man Fisch isst? Dann hast du deinen Weltfischtag so. Hier ist die US Air Force, fliegen Sie rechts ran. Wann kommt wieder Karl-Heinz Stream? Weiß ich noch nicht, dankeschön, aber hier ist die US Air Force. Javier Hugenschmidt. Ich feiere deine Videos, liebe Grüße aus der Schweiz, dankeschön zurück. Hier ist die US Air Force, wann fliegen Sie rechts ran? Nochmal dieselbe, Doni. Ich weiß es noch nicht, mal schauen. Aber ich habe auch noch was in der Schildi, bekomme ich einen Herzregen? Ja. Du kriegst... Das ist viel besser. Das ist tausendmal besser. Sind Sie 10k Zuschauer? Ja, du in letzter Zeit sehr viele Zuschauer. Also aktiv, die immer dabei sind, da geht immer Kuss raus. Also lasst auf jeden Fall ein Like da. Wir sind über 9000 Leute gerade. Wir haben 5000 Likes, also wenn du nicht geliked hast, lasst jetzt ein Like da, Leute. Würde mich sehr freuen. Javier, oder Javier, ich weiß nicht, wie ich das aussprechen soll. Danke mal für 1,04 Euro. Ego und Kowalski mit 5 Euro. Boah. Tony McChicken, danke fürs VIP-Werden. Ellie Delphi mit 1 Euro auch dabei. Ein wunderschönen Xolietz auf einen guten Stream. Was habe ich verpasst? Vor 43 Minuten. Den besten Bankraub EU West hast du zum Glück nicht verpasst. Dankeschön. Alex aka Bruno, ich trage Boxer, meine Freundin nicht. Ja, das ist vielleicht auch nicht schlecht. Mädels tragen sowieso die meisten keine Boxer, also normal. Boxershorts, aber Elektriker tragen doch Safe Strings. Ja, das glaube ich auch. Danke an Lackjan. Unterhosenmenge cancel, wenn die Marke reinscheißt. Danke an Babst. Afk. Ich distanziere mich von der Cancel Culture, liebe Grüße. Können wir eigentlich die Cancel Culture canceln? Ist das möglich? Das wäre doch mal funny. Bitte kann jemand die Cancel Culture canceln. Das wäre aber so ironisch. Nico Schröder, danke fürs Hitwerden. Sweet Erzi, dann geht doch aber bestimmt Joghurt, oder? Joghurt wird jetzt sicher auch nicht. Letzte Spende für heute an The Dark Soul. Danke nochmal für den Zwanni. Duki Yuki, Chris in EH, LP mit Jonas, Skiller und Kurz wird danke fürs Hitwerden. Ja, da war Lukas auch schon bei uns. Ich weiß, es ist schon übelst lang her. Moin Meister, das ist schon übelst lang her. 2 Jahre. Du bist der Beste, machst meinen Tag besser. Grüß geht raus aus Gaschen in Salzburg. Gaschen, Andi Thoma. Grüß geht zurück. Ich heiße Müller, sorry, ich ändere. Ich danke an Jan, bitte. Lack Jan, ändere deinen Haaren. Viel Glück, kannst mich grüßen und schau schon seit 7 Jahren und bleibt alle geil. Danke nochmal an Leon. Heinrich, morgen, genau. Ein bisschen wie was zum Lachen. Ehefrau, du Schatz, ich glaube, ich habe einen Hexenschuss, Ehemann. Das kann nicht sein, die schießen nicht auf ihre eigenen Leute. Oh. Okay, so, ich habe viel zu wenig Energie für Action. Das war's ja komplett an dieser Stelle. McDennis, Gauntas, Black Shadow, ey, Luna 1-7, Pyro Fire, was ein Wimp geworden, dankeschön. Super, war das nicht so, dass ihr den Gewinn vom Schwarzkind in die Filmpresse einzahlen müsst? Damit's nicht ruhig, oder? Ja! Ja, du, der Raub heute war so einfach, da kann man schon mal aufteilen. Da kann man schon mal aufteilen heute. Kofferraum hat jetzt 30 Kilogramm von Schleim-TV. Ja, der M5 hat dann nur noch immer 20. Xaylor, mein Name ist Xaylor, nicht... Ich fühle mich nicht zu. Hä? Das ist doch mir scheißegal. Xaylor, nicht Xaylor. Aber sie jetzt ist doch da. Ja, jetzt. Hä, was? Aber alles Jute. Du hast es zweimal gleich geschrieben. Ich glaube, die sitzt vom Rollstuhl, kann das sein? Xalior statt...
Ach, Xalior statt Xalior. Xalior. Ich sag Xaler, oh mein Gott. Ich bin so dumm. Bitte? Alles klar, Xalior. Oder Xaler. Xaler, okay, keine Ahnung. Echte 1 zu 7, Born Schließfächer auf. Ja, danke an Sandro. An die Tom hat einmal 5 Euro. J-Rox. Hat der VW Naro W12 Kopie eine Chance auf den Server zu kommen? Ansonsten heute viel Erfolg und Geld. AP, beste Grüße aus Kassel. Weiß ich nicht. W12 Kopie, muss mal gucken, wie das aussieht, das Ding. Gamer Leon JL Julix. Rapser Painkiller oder Rapser Painkiller, danke fürs Hüpfen. OG Metwurst, Leon ist auch noch hüpf geworden, Tim K. ist hüpf geworden, Leon kann das. Killer Rinso hüpf geworden. Und Domi, Grüße an Nivio mit 1 cm. Du, es kommt dir auf die Größe an. Das, Ja, komm, ich setz für dich oben. Es kommt auf die Boxershort drauf an. Das ist das große Ganze. Dominium. Informativ, im Endeffekt ist alles gut, bis auf die Goldbarren. Also wir könnten auch direkt verkaufen, wenn jemand Interesse hat. Ja, das macht er schnell. Easy Money. Das ist der Sound of Spende. Domino, ich liebe deinen Stream, schau dich seit 4 Jahren, mach weiter so, dankeschön. Ist halt die Frage, was haben wir denn jetzt alles bekommen? Nehmen wir mal den Rollstuhl, das Fluchtwagen, das wär's. Keine Ahnung, ist alles unten. Ist alles unten. Okay. Und hol das, ich hab's unten eingelagert, neben den Laptops unterhalb. Ja, da sind auch die Uhren drin. Nimmt das einfach alles mit, die Uhren und alles in einer Reihe. Kartoffelsalat. Dankeschön für 2 Euro. Kolle, Criminal Lord ist hip geworden. Dark Soul und mehr Vogel, die sind 50, 50, 50 die ganze Zeit. Kartoffelsalat nochmal mit 2 Euro. MDZ Phoenix. Kannst du einen guten PC empfehlen? Kann jetzt selber bauen. Boah, dann ist schwer mit guter PC, der auch kostengünstig ist. Weil ich sag mal, ich kenne nicht unbedingt irgendeine Website, wo man das günstiger kriegt. Für das, was man bezahlt. Chris, Abend von der Spielschicht auf dem Autohof. Dann Abend geht zurück. Für den Pizzaabend von Die Kartoffel, dankeschön. Tobias Hoppe, danke für 1,55. Auch Gruß geht raus. Schalte ich schon seit ein paar Jahren und wollte mal danke für alles sagen. Von Schuchti 1 zu 7, vielen Dank. Vielen, vielen Dank. Der Andi haut einen Euro raus, dankeschön. Kerstin haut VIP raus. Und ich glaube, ich habe jetzt alles vorgelesen, was geht, ne? Hoffentlich. Wobei, doch, das habe ich auch vorgelesen. 107. Habe ich vorgelesen, aber doch. Alter, Pentabrook. Mach weiter so, bist der beste Bruder. Am Ende des Streams haut er raus. War bei jedem Stream dabei von Luis. Dankeschön auch. Und alter, Pentabrooks, vielen herzlichen Reiz da mit einer 1-7 Donation auf dem 1-7 Grundstück. Für 7000 Likes Fußballspiele. Kriegen wir eh nicht hin, Mr. Black. Ey, wann ist denn das letzte Mal, dass wir 8000 Likes hatten? Ich glaube, beim Eröffnungsstream, glaube ich, ne? Von RLO. Ey, da war was los. Ich glaube, da waren 14.000, 15.000 Leute mit dabei. Holy moly. MC Skiller. Servus Kudel. Hier nochmal ein bisschen Geld für den Knochen. Dankeschön an MC Skiller. NoTVTV. Moin, alles Gute nachträglich. Die Grüße auch wieder mal dabei. An so 7 Gang. Vielen Dank auch dafür. NoTVTV. Schön, dass du auch wieder am Start bist. Frage, sollen wir die Goldwaren für uns ins Lager, für die Waffen herzustellen, oder sollen wir es auch verkaufen? Verkaufen. Verkaufen einfach. Alles verkaufen. Weil die sind so, die haben so einen Stempel drin, weißt du? Ich meine, wir könnten die schon behalten, ja. Aber weiß ich, brauchen wir das unbedingt? Nee, nee. Ich glaube, die haben diesen Stempel. Criminal Lord, ich weiß auch nicht, wann Karl-Heinz wieder kommt, aber vielen, vielen Dank, Criminal Lord. Stormix ist VIP geworden, dankeschön, Stormix. Daher, das alles hier vorzulesen, ist heute echt wieder viel. Heute wird wieder viel vorgelesen, aber muss. Das muss. Jetzt nimm mal 8000 Likes Fußraumspinne. Damals, ja, da müssen halt die Leute mal Like-Button da lassen. Das ist wichtig und richtig. Die Leute sind like-faul geworden. Und auch meins nehmen. Gehst du heute kochen? Nee, ich geh heute zum Glück nicht mehr kochen. Zum Gruß nicht. Also Freund grüßen, erst Reik, dann grüß mal Reik nochmal von dir, ne? Irgendwas nicht vorgelesen. Dominique habe ich vorgelesen. Das ist der Sound auf die Spende. Das ist der Sound. Ah, hier. ZTB habe ich noch nicht vorgelesen. Red Bull Purple ist geil. Habe ich probiert. Ich finde, das schmeckt wirklich nach Seife. Paul, mein Hoffnung, es wird noch spannend. Heute war auf jeden Fall geil. Das ist der Sound auf die Spende. Heute war richtig nice. Ich kann mich darauf einigen, dass diese MC
M10-Pistole eine Frauenpistole ist. Da hast du dich hier mal vorgelesen. Ich glaube, da bin ich hier durch mit vorlesen. Ey Leute, ich bin da leider. Das Problem ist, es geht immer von oben nach unten, von unten nach oben, Mitte, links, rechts. Ja, ist immer schwer, Übersicht zu behalten, leider. Hört sich krass an, ist aber so. Lenny, kannst du bitte eine Pose machen für Hintergrund? Warte, Lenny, ich habe was Schönes. Das ist doch schön, oder? Das so eine schöne T-Pose, besser geht's nicht. Besser geht's nicht. Ah, schön. No TV TV, alles gut, Adrian, die auch wieder mal. Das haben wir vorgelesen, ne? Ja, haben wir vorgelesen. So, Servus, mein Bruder feiert dich über alles. War ein geiler Stream, vor allem, wie hinter der Bank alles frei war. Kennst du mich noch? Marlon SP. Marlon sagt mir was, aber SP, Marlon SP, doch, irgendwas sagt mir der Name. Du warst aber nicht bei Ding dabei, bei, wenn wir gezockt haben hier. Auf Megas. Mir bekannt vor der Name. Louis, sagen wir 90 Cent auch nochmal vorhin, ne? So, StormX ist noch VIP geworden. Adrian scheint auch nochmal 2 Chancen zu fangen aus. Vielen Dank dafür. Mich hat das noch nicht, aber du kriegst so viel mal so besiegt. Lean Epic, da tut's mir leid. Ich versuche halt immer alles vorzulesen, aber immerhin, er versteht's. Es ist, das Problem ist, das Programm ist auch nicht übersichtlich. Ich muss von oben nach unten scrollen. Und manchmal, ist mir auch schon aufgefallen, zeigt er mir die Sachen nicht direkt an. Na, das ist ja das Problem. Und oft dauert das immer, dann hängt das so nach. Und dann kommt da 5, 6 weitere. Und die pusht es dann nach oben und dann siehst du die anderen nicht. Das ist ganz blöd. Aber dann, Gruß geht raus, vielen Dank. Ich hole mein Bestes. Und eigentlich keine nach 0 Uhr Streams mehr. Ich kann euch jetzt nochmal erzählen, ich mache immer 4 Stunden maximal jetzt. Einfach weil es besser ist, damit man sich alles besser einteilen kann. Ihr wisst, ich arbeite noch im Server, es ist privat noch viel zu tun. Mal schauen, ob wir früher oder später wieder längere Streams machen, aber ich merke gerade für mich so. Bleibt ihr denn noch alle da, bis wir es verkauft haben, oder? Ja. Es ist besser, wenn man es so macht. Es ist einfach besser. Es ist einteilungstechnisch besser. Ich weiß, wann ich Schluss mache. Ich weiß, wann ich was wieder angehen kann. Weil davor ist 1 Uhr Stream, 2 Uhr Stream, dann oft 8 Stunden Streams, 7 Stunden Streams. Auf Langzeit nicht gut, aber ihr merkt, ich stream dafür öfters. Ne? Das ist halt, davor habe ich nicht so durchgezogen wie jetzt. Das ist halt jetzt der Vorteil. Aber ich kann mir vieles besser einteilen, weil davor mein Schlafrhythmus ist immer kaputt gegangen, deshalb. Und ich finde ja, 4 Stunden ist eine perfekte Länge, finde ich auch. Das ist manchmal ein bisschen mehr wäre schon cool, aber kommt immer auf die RP-Situation drauf an. Aber ich finde, 4 Stunden ist komplett okay. Das ist, vor allem, wenn ich öfter streame, es ist einfach cooler, muss ich sagen. Ist einfach cooler. Genau. Aber der Chat ist da eh ganz cool drauf, denke ich mal. Ihr seid da eh ganz cool drauf, was das betrifft. Dafür öfter Streams, ne? Dafür öfter Streams. Das ist halt das Coole. Ist auch nicht mal so kaputt danach. Ey, diese 8 Stunden, ne? Danach war ich oft kaputt und dann hast du noch am Server gewerkelt und dann Schlafrhythmus kaputt, weil ich kann jetzt um die Uhrzeit noch am Server werkeln ein paar Stunden, wisst ihr? Das ist ja das Geile. Das ist jetzt der Unterschied, was ich habe, was ich davor nicht konnte. BZW können schon, ich hab's ja gemacht. Ich habe dann oft um 2 Uhr Stream ausgemacht, 1 Uhr und habe dann dort weiter gewerkelt am Server stundenlang, ne? Ja, bin angenehm, wenn ich öfter zu sehen. Ja, das freut mich. Hast du Ansel seinen Ausraster gesehen heute im Juve? Nee, muss ich mir dann angucken. Schau ich mir dann an. Finde ich schade, akzeptierst. Du, vielleicht, wie gesagt, wir können auch mal wieder längere Streams machen. Aber jetzt gerade zu dem Zeitpunkt ist es so besser, weil ich wirklich sehr viel noch mache am Server selber. Es ist gerade zeittechnisch einfach so viel besser, mir dann Limit zu setzen. Jo, Devstream, irgendwann mal vielleicht wieder, ne? Mal schauen. So, dann würde ich sagen, wir machen heute mal Schluss. Zu uns Karma, moin, kannst du uns singen? Der Raub mit ausgegangen ist. Was, ich so singen? Nein. Was? Was singen? Nee, bitte nicht. Wann wieder live? Schaut auf Insta, kündige ich immer an. Und Optik, die Snarts für 90 Cent. Das heißt auch wirklich, Leute, haut rein. Ich verabschiede mich. Tschüssikowski, vielen Dank für alle, die heute dabei waren. Hat heute richtig Spaß gemacht. Der geilste Bankraub ever. Hat sich auf jeden Fall rentiert. Jawohl. Marie Bukantabana. Was ist das da für ein Name? Wann wieder live? Das haben wir vorgelesen. Adrian Schneider für 2,18 Euro und Leon für 2 Euro. Vielen Dank. Jetzt aber wirklich, haut rein. Bis zum nächsten Mal. Oder schaut Discord.